Ich habe mittlerweile 20.000 Dollar in GTA 5 verdient durch mein eigenes Autohaus. Das ist absolut krass. Und jetzt werde ich dieses Autohaus noch größer machen. Ich probiere, der reichste Mensch in GTA 5 zu werden. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Deswegen guckt euch das Video bis zum Ende an. Und dann erfahrt ihr, ob ich der reichste Spieler in GTA 5 geworden bin. Let's go! Herzlich willkommen bei Stani Performance. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, servus, ich bin's vom Casino Diamonds. Ich suche ein Kfz-le für mich, ne? Ein Kfz? Oha, Leute, der Typ ist vom Casino, der hat safe viel Kohle, das ist richtig gut. Also, wir haben hier natürlich viele Autos zur Auswahl. Was wollen Sie denn? Wollen Sie denn einen Sportwagen, ein SUV, ein großes Auto? Haben Sie da irgendwie Interesse? Oh, was kostet der denn? Der ist aktuell nicht verkaufbar, sorry. Das ist nur ein Ausstellungsstück, weil es ist ein One-on-One-Konzept Mercedes Vision GT. Können wir aktuell nicht zum Verkauf anbieten, das tut mir sehr leid. Was haben Sie denn, was kann ich Ihnen helfen, was haben Sie denn Interesse an was für ein Auto? Sportlich, schnell, viel PS unter der Haube. Ja. Dass ich, wenn ich vors Casino komme, dass die Leute wissen, dass hier Baller sind. Ja, wir haben hier zum Beispiel ein paar Rolls-Royce Cullinans. Wie wäre es das? Das ist auf jeden Fall ein sehr krasses Baller-Auto. Auch Offroad-mäßig haben wir hier viel zu bieten mit Goldlackierung, Goldreifen. Wäre das denn was für Sie? Ja, ist schön, aber ich würde gerne lieber so ein bisschen flacher sein. Ja, aber glauben Sie mir, der ist besser als jeder Sportwagen. Der kann 90 Grad Wände hochfahren, ne? Komfort vom Feinsten, kommen Sie mal ein, steigen Sie mal ein. Der soll wirklich 90 Grad Wände fahren? Ja, das ist Offroad. Und Sie sehen auch Suicide Doors hier, alles drum und dran, dass das Ding ist vom Feinsten. Ja, schöne Sternenhimmel hier. Ja, das ist Sonderausstattung hier alles, ne? Sternenhimmel mit Panoramadach gibt es sonst eigentlich nicht, weil sonst ist es nämlich so, es gibt nur Sternenhimmel oder Panoramadach und diesen Kfz haben wir beides. Sie sehen auch die Performance von dem Auto, ist sehr, sehr gut, der Sound. Brutal, gucken Sie das mal an hier. Wow, ja. Oh, der geht ab, ne? Der geht ab. So, und jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, was wir für Wände damit hochfahren können. Ich sage Ihnen ehrlich, damit werden alle Auge machen. Und es könnte natürlich sein, falls die Polizei mal das Casino stürmt, können Sie damit ganz einfach über die Berge abhauen, ohne Probleme. Ah, das ist eine gute Ansage, ja. Ja. Was kostet das Auto denn? Ja, der ist aktuell gelistet bei 10 Millionen, weil es ein Upgrade war von einem normalen Cullinan, weil sonst normalerweise die Offroad-Variante gibt es gar nicht. Was kostet ein normaler? Normaler kostet 3 Millionen. Okay, ich will das mit den Bergen sehen. Ja, ich zeige dir das. Kein Problem, Leute. Ja, wir haben den Stoßfänger vorne dran, hier den Kuhfänger. So, denken Sie, dass ich hier diesen Berg hochkomme? Niemals. Okay, wir werden es testen. Ja, okay, vielleicht den, aber die Steine drüber niemals. Also, Sie denken, dass ich diese steile Wand nicht hochkomme hier? Das ist fast 100% Steigung. Ja, kriegen Sie nicht hin. Leute, guckt euch das an, das sind 100% Steigung, Junge. Was ist das denn? Wie krass war das denn bitte gewesen? Haben Sie das gesehen? Krass. Ja. Wow. Also das ist auch, ich sag mal so, das ist auch mit das beste Offroad-Fahrzeug, was Sie hier in Los Santos kaufen können bei Stani Performance. Wir fahren jetzt mal zurück und dann können wir uns ja mal über die Einzelheiten unterhalten. Ja, ich hoffe, Ihnen hat die kleine Probefahrt gefallen. Und auch so ein bisschen die Demonstration. Ich kann das Auto ja direkt hier für Sie draußen schon stehen lassen. Ja. Und wir können das geschäftlich ja dann direkt machen, ne? Das wird natürlich repariert hier von Stani Performance. Wie konnte das passieren? Ja, das weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Das war wohl irgendwie komisch gewesen. Sie haben ein bisschen zu doll die Tür aufgemacht. Da müssen wir am Preis verhandeln, sage ich Ihnen ehrlich. Ja, wir können da gerne am Preis verhandeln. Was haben Sie sich denn so vorgestellt? Ich gebe Ihnen 7 Millionen. 7 Millionen? Oh, Leute, ich sage euch ehrlich, 7 Millionen wäre für das Auto auch schon gut, aber ich habe eigentlich 10 Millionen veranschlagt. Ich sag mal so, den Rolls-Royce Cullinan könnte ich Ihnen anbieten für 9 Millionen. Wie wär's? Ja, ich gebe Ihnen 8. Leute, 8 Millionen kann ich mit leben. Weil ich will auch das Geld nutzen, um natürlich das andere Autohaus zu füllen, Leute. Deswegen, das ist sehr wichtig. Wissen Sie was? Ja. Wir machen das. 8 Millionen. Freut mich. Ja, bitteschön. Oh mein Gott, Jackpot, Leute. Nochmal 8 Millionen auf dem Konto. Hier einmal die Schlüssel. Und ich wünsche Ihnen natürlich einen schönen Tag mit Ihren neuen Rolls-Royce Cullinan.
Oh mein Gott, Leute, wir haben jetzt schon echt gut Kohle auf dem Konto. Das Ding ist, wie gesagt, das ganze Geld will ich investieren ins neue Autohaus, Leute, wo wir auch andere Autos anbieten. Nämlich hier haben wir, also das auf jeden Fall, Leute, das wird unser super Sportwagen-Autohaus. Ich will dieses Autohaus machen. Alle Autos ab 10 Millionen dürfen hier in diesem Autohaus stehen, Leute. Und die werden wir natürlich auch reinhauen. Und deswegen, Bro, hier kommen nur die guten Autos hin. Und im anderen Autohaus werde ich so normale Autos machen. Wisst ihr, was ich meine? Normale A-Klasse, normale Sachen, Leute. Nicht zu übertrieben krass, aber hier kommen nur die krassesten der krassesten hin. Und ich denke mal, das ist eine gute Investition. So, Leute, ich wollte jetzt erstmal zum anderen Autohaus fahren. Welches Auto nehmen wir heute? Ich würde mal sagen, wir nehmen hier unseren neu getunten Audi, Leute. Ich würde diesen Audi hier mit Doppel-Turbo-Tuning, weil viele gefragt haben, was ich denke, was der an Wert hat. Also ich sag euch ehrlich, Leute, das Ding haben wir echt sehr, sehr geisteskrank geupgradet. Ich finde, der sieht auch sehr gut aus mit der Chamäleon-Tarnung und alles. Bro, das Auto, ich will nicht lügen, Leute, mindestens 5 Millionen, mindestens, wenn nicht sogar mehr. Leute, weil der ist auch extrem schnell, ne? Also wir könnten den ja gerne mal auf Track testen. Das Ding wird wahrscheinlich, wie gesagt, ich muss ja noch auf den Prüfstand gehen, Leute, deswegen ist der Preis schwierig zu sagen, aber das Ding kann locker, Leute, 6000 PS erreichen. Deswegen werden wir das, glaube ich, gleich auch erstmal testen und boah, guck mal hier. Junge, habt ihr das gesehen gerade? Guck mal hier. Guck mal. Boah, guck mal. Bro, oh mein Gott, guck mal hier, wo die Flammen rauskommen. Guck mal hier. Junge, was ist das denn für ein Feuerwehrding? Holy moly. So, Leute, wir fahren direkt mal los. Dann gucken wir uns gleich auch mal an, das andere Autos. Ey! Oha! Wow. Unser VIP-Kunde, Leute, King Crimex. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Herzlich willkommen, Herr Crimex. Willkommen bei meinem neuen Auto aus Stani Performance. Das haben Sie doch gar nicht gesehen, ne? Bist du endlich mal hier in der Stadt, zentral. Ja, ja, ich bin jetzt zentral. Guck mal, da oben auch hier Werbung auf der Autobahn, alles drum und dran. Willst du mal vielleicht ein paar Autos angucken? Ja, vielleicht sind ja auch ein paar Autos für dich dabei. Ja, ja, können wir kurz einen Blick drauf werfen, aber eigentlich wollte ich dich gerade zu einem Rennen herausfordern. Max. Maxi. Maxel. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Wie kommst du? Du willst mich, Stani Performance, zu so einem kleinen Rennen herausfordern. Boah, Digga, du hast aber echt kranke Autos hier stehen. Ja, wow. Ich habe sehr kranke Autos. Alter, hier. Der Vision One hier. Ja, ja, guck mal, Bro, es ist der Vision One, aber im Breitbau, Bro. Im Breitbau, checkst du das? Junge, wie krank hast du den gemacht? Das ist einer mit der krassesten Autos überhaupt, Bro. Und auch der Sound und alles haben wir echt geil getuned hier mit den Leuchten und so. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Auto. Hier noch ein B63 in auch Breitbau. Ist auch ein sehr, sehr geiler Wagen. Musst du dir mal von hinten angucken, das Auto. Boah, guck mal, wie breit der ist. Junge, hat der einen Hintern, Junge, sag ich dir. Junge. Ja, das sind hier so ein bisschen meine Highlights hier vorne, so wie ich finde. Und hier hinten haben wir dann noch so die Lamborghini-Abteilung, die wäre vielleicht auch was für dich. Boah, Digga, da sieht man ja nur ein Leuchten, Alter. Diesen Hot Wheels Lamborghini und natürlich unseren Rainbow Red Black Lamborghini. Aha, aha, auch sehr... Ja, schöne Autos hast du hier. Was hältst du davon? Wenn wir ein Rennen fahren? Soll ich das... Wenn ich gewinne, kriege ich ein Auto. Ja, und wenn du verlierst, dann musst du jetzt hier bei Stani Performance arbeiten, oder was? Machen wir einen Tag, arbeite ich hier kostenlos. Boah, Leute, das ist geil, Leute. King Crimex arbeitet bei uns im Autohaus, Leute. Das ist eigentlich ein kompletter Jackpot. Ja, Max, guck mal, ich habe hier gerade vorne... Ich habe jetzt nämlich gerade einen neuen... Audi getuned, den wollte ich eh mal testen, was die Performance angeht. Das Ding ist nämlich auch sehr, sehr brutal, was ich hier gemacht habe. Guck dir mal auch diese gut aus. Schöne Perleneffekt-Lackierung an. Also das Ding hat es auf jeden Fall. Ja, ja, der hat es auf jeden Fall in sich. Ja, ich wollte das Auto eh mal testen. Wo wollen wir das Rennen machen? Wollen wir das Rennen auf dem Flugfeld machen? Sag, wo du willst. Kannst ein Track Race, ein richtiges Rennen, wie du willst. Okay, Bro, dann lass uns mal einmal ein Performance-Rennen machen. Vielleicht von hier zum, wer zuerst auf dem Flugplatz ist. Okay, ich habe jetzt gleich, mache jetzt hier mal Sportmodus rein. Okay, 3, 2, 1, go. Wir machen jetzt erstmal. Oh mein Gott! Ja, ja, Bro, oh mein Gott. Was? Bro, er hat ein bisschen. Oh mein Gott, Bro. Du hast nur ein bisschen übertuned hier, die Kiste. Oh mein Gott, Leute, ich merke gerade. Bro, Max hat recht, Leute. Wir haben ein bisschen zu viel Dampf vorne auf der Vorderachse. Nein. Das ist ein Reinfall, Leute. Leute, wie schlecht habe ich das Auto bitte getuned? Ich check's nicht. Max hat recht, wir haben das Auto übertuned. Leute, der hat zu viel PS und zu viel auf der Frontachse. Guckt euch das mal bitte an. Wenn ich einmal durchdrücke, boom, Junge. Alter, das Allrad ist nicht sehr gut optimiert. Nein, das ist schlecht.
Okay, ich bin gespannt, ob das vielleicht ein Drag Race Auto ist, weil ich glaube, im Drag Race könnte der echt was reißen, aber so performance-technisch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Audi sehr, sehr schlecht. Ey, Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen peinlich. Ich mache gerade noch so dicke Ansagen, wieso Max überhaupt ein Rennen gegen mich fahren will. Und jetzt verliere ich das Rennen auch noch mit der Goki hier. Naja, egal. Performance-technisch war mir eigentlich auch klar, dass das Auto jetzt nicht so gut durch die Stadt fahren wird. Aber ich bin jetzt mal gespannt, Leute, ob wir genug Power haben für ein Drag Race und ob wir da eine Chance haben gegen Max sein Lamborghini, der auch wirklich, oh, ey, Bro, das Ding hat so eine schlechte Performance. Ey, das ist wirklich schon sehr, sehr peinlich. Aber man muss auch sagen, Leute, für Performance haben wir auch eigentlich andere Autos. Ja, okay, Dani, wo bist du denn? Ich sag ehrlich, hier Rennen wird er keine Chance haben. Niemals. Ja, ich bin hier. Hier, Max. Ich habe hier Probleme gerade mit dem Auto ein bisschen. Das war ja nichts gewesen. Yeah. Ich krieg ein gratis Auto. Ja, wir machen jetzt ja das Beschleunigungsrennen. Die Performance war ich mir ja nicht sicher gewesen. Kann ich mal kurz eine Testrunde machen, Max? Ja, mach eine Testrunde. Okay, Leute, wir testen jetzt mal den Wagen, Leute. Zack, zack, zack. Und Bro. Boah. Bro, oh mein Gott, ist ja schnell. Okay, guck mal, das ist das Ding. Habt ihr gerade gesehen, wie schnell wir waren? Wir waren gerade bei 1000 km/h, Leute. Guckt euch das mal an, guckt euch das mal an. Junge, ich habe nicht mal voll durchgedrückt. Ich drücke jetzt mal einmal voll durch. Ich will mal gucken, wo wir sind. Also wir waren gerade... Junge! Leute, wir waren bei 1400 und da war noch mehr drin. Junge, ich check sich, dass wir damit gerade 1400 gefahren sind mit dem Auto. Leute, ich muss mal kurz noch mal was testen. Also wir sind gerade Top-Geschwindigkeit 1400. Ich will mal gucken, ob vielleicht noch ein Tick mehr drin ist. Wir gucken... Nee, 1400. Bro, 2000 km/h! Alter, Leute, das Ding ist mindestens 50 Millionen. Mindestens. Also, ich will jetzt nicht pushen, Leute, aber guck. Bro, der hat zu viel Leistung vorne. Leute, ich will wirklich nicht pushen, aber ich hatte selten so ein schnelles Auto gehabt. Das ist wirklich schon übertrieben schnell. Das ist schon frech schnell. Okay, Max, bist du ready oder was? Ich bin ready. Wo bist du? Max, ich muss dir sagen, ich bin das erste Mal hier mit dem Auto auf die Track, ne? Okay. Ich bin gespannt. Und ich sag dir ehrlich, das ist direkt das schnellste Auto überhaupt bei Stani Performance. Ja, ich muss dir leider sagen, ich wusste es selber nicht. Ich teste zum ersten Mal, es tut mir leid. Kannst losfahren, okay. Max, fahr los. 3, 2, 1, let's go. Bro, 2000 wieder, Leute, 2000. Was? Bro, ich check's nicht. Oh, der benein! Nein! Was los? Ich hab über... Bro, nein, Leute. Ja. Bro. Das war ja ein geiles Auto, was du da hattest. Ja, es war ein geiles Auto, aber Max, ich hab gewonnen. Ja, ey, das Rennen davor hab aber ich gewonnen. Ja, aber trotzdem, aber ich habe ja nicht gesagt Performance-Rennen. Weißt du was? Ich habe eh heute nichts zu tun. Ich habe morgen einen Tag bei dir zu arbeiten. Ey, guck mal, das meine ich immer. Die Leute wollen immer, dass ich übertriebenes Tuning mache. Die checken aber nicht, dass der Motor das gar nicht mitmacht von den Autos. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, hier meinen Lambo, den habe ich hier perfekt abgestimmt, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube auch, der hat eine gute Leiste, der sieht doch geil aus und so. Dynamik, fährt 500 km/h, aber alles drüber ist eh, kannst du nicht mehr kontrollieren, ja, weißt du so. Das ist... Denkst du überhaupt, dass du ein guter Autohaus-Mitarbeiter bei mir sein wirst? Bro, du kennst mich doch, ich kenne mich mit Autos aus. Okay, Leute, ich bin gespannt, Junge. Ich will nicht sagen, dass ich so krass wie du tunen kann, aber ich würde sagen, ich kenne mich mit Autos aus. Oh, let's go, Leute. Max wird jetzt bei mir arbeiten. So, Leute, wir sind jetzt wieder hier beim Autohaus und Max kann jetzt direkt seinen Job anfangen. Ich sag dir ehrlich, Max, ich sehe dich eigentlich auch als Autohauspartner, ne? Mhm, okay, was meinst du damit? Ey, Leute, überleg mal, wie krass das wäre, wenn wir Max einfach das Autohaus, was wir eigentlich von Touren bekommen haben, schenken und Max da seine eigenen Autos reinstecken kann und dann wir zusammenarbeiten. Wie krass wäre das denn bitte? Die Stani Max Performance GmbH, Leute. Das wäre übelst heftig. Die Tuning-Brüder. Okay, Max, lass mal reingehen. So, Max, wir werden das jetzt so machen. Der erste Kunde, ich werde dir jetzt mal zeigen, wie man ein Auto verkauft. Okay. Und dann wirst du dann quasi auch ein Auto verkaufen. Ich bin mal gespannt. Okay. Ich zeige dir das, wie ich hier mache, um den maximalen Preis und den maximalen Gewinn bei meinem Autohaus rauszukriegen. So, guck mal, da ist auch schon der erste Kunde. Das Ding ist, er hat ein bisschen Schmalspurauto, aber ist egal. Wir sollten auf jeden Fall, auch wenn er nicht so ein gutes Auto hat, den natürlich herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen bei Stani Performance. Good morning, everybody. Ich suche für ein Fahrzeug. Sie suchen oder können Sie mein Fahrzeug tunen? Wir können beides. Wir können, wir verkaufen Fahrzeuge, wir machen Tuning, wir machen alles drum und dran. Für was interessieren Sie sich denn so ja, für? Meine Frau hat Schluss gemacht, ja? Und ich möchte jetzt ein Auto, wenn ich vorbeifahre, dass sie sagt, oh mein Gott, ich will ihn zurück. Ja, dann gucken Sie mal hier vorne.
Gucken Sie mal hier vorne. Der Bugatti. Oh. Bugatti. Extreme Sport. Oh, aber what is the price? Price ist teuer, 20. Oh, das ist zu viel. Nee. So, weiter geht's. Wir haben oh mein Gott. Nee, der ist leider nicht zu verkaufen. Der ist nur gerade Ausstellungsstück, leider. Verdammt. Der wäre auch zu teuer. Wir reden hier von einem Preis von über 120 Millionen wahrscheinlich, ne? Also ich habe den nie gesehen. Dann haben wir hier noch einen normalen Bugatti. Hier sind wir natürlich in der Preisliga von 2, 3 Millionen könnten wir machen. Müssen wir mal gucken, was besser. Hier noch Service drin ist. Das ist natürlich auch ein Auto. Aha. Wir können das in ihre Lieblingsfarbe tunen. Was mit dem? Ja, das ist auch, das ist ein SLS, auch ein sehr, sehr schönes Auto. Interessieren Sie sich vielleicht hierfür? Ja, yeah, sie liebt Mercedes. Ja, das wäre halt so ein Modell, was wir anbieten. Oh, Flügeltüring ist gut. Was kostet? Ja, das, wir sind gerade aktuell bei dem Preis auch bei 10 Millionen. Das ist ein sehr, sehr seltenes Auto. Verdammt, ist zu teuer. Machen wir 2 Millionen? Nein, 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 2 Millionen. Aber gucken Sie mal, hier, der egal, hier. Egal, dann tune ich lieber. Sie tun lieber. Ja, machen Sie aus meinem Auto was Schönes, Buntes. Stani. Ja, Max, was ey, los? Bro, ich muss dir noch was so krass erzählen, ne? Als du neulich den SLS hier getunt hast, ne? Da habe ich den ja Probefahrt gemacht. Ja. Ey, da stand ich da an der Ampel. Glaubst du nicht, was da passiert ist? Was ist an der Ampel? Kam da ein Auto angefahren. Ja. 5 Mädels in dem Auto drin. Alle, oh mein Gott, ist ein SLS. Bro, die wollten alle einsteigen. Was? Tut mir leid. Ist leider nur ein Zweisitzer, hab direkt noch eine mit nach Hause genommen. Ich sag dir ehrlich, dann die Frauen lieben das Auto. Also wenn man das Auto hat, da wird selbst die Ex-Frau wieder zurückkommen. Also sagst du da 10 Millionen... Entschuldigung. Ja? Wie alt waren die Frauen? Haben Sie ein Foto von der Frau, die dort klar, war? Ja, natürlich. Hier, warte. Ja, geil. Ja. Oh, hier habe ich doch natürlich hier direkt. Leute, Max macht eine richtig gute Taktik. Oh mein Gott. Also ich sag so, die ist das Auto ist so krass. Ex-Frau. Also selbst die Ex-Frau würde bei dem Ding wieder zurückkommen. Was? Aber wer braucht die Ex-Frau, wenn solche Frauen einsteigen? Ja, stimmt. Da verstehen wir uns. Und wissen Sie was? Weil Sie so ein cooler Typ sind, gibt's direkt zum Kauf noch eine Flasche Champagner obendrauf. Oh, Champagne? Aber 10 Millionen, das ist so viel Geld. Ja, aber der Herr Crimex hat schon recht, da kann man dann so, komm, stoßen wir an, machen wir den Deal klar oder nicht? Aber, ja, machen wir klar! So, super, dann brauche ich jetzt gleich nur noch hier eine Unterschrift und dann war es mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, okay, bitteschön. Ja, dann viel Spaß, ne? Max, ich komme! Ne? Weiß Bescheid. Wir haben gerade 10 Millionen eingenommen, Max. Ja, Bro, war doch easy. Musst doch nur auf die Bedürfnisse der Menschen achten. Hast doch gemerkt, der hat einen Liebeskummer, musst ein bisschen erzählen, dass er da mit Frauen klar macht und fertig hier. Alter, Bro, du hast gerade einen Kunden zum... Okay, das war wirklich sehr krass gewesen, Max. Aber jetzt bin ich noch gespannt. Ich weiß nicht, Junge, wie das mit Tuning, ob du wirklich auch Autos tunen kannst. Wir werden jetzt mal warten, wenn ein Kunde ein Auto getunt hat, dürfst du jetzt auch ein Auto tunen. Boah, ich bin gespannt, wie du ein Auto tunen wirst, okay? Ja. Ja, Max, ich sag dir ehrlich, ich bin gespannt, ob du auch wirklich beim Tuning so gut bist, weil, ey, wir könnten wirklich krasse Partner werden. Boah, überleg mal, unser beides cool. Autowissen in eins kombiniert. Alter. Ey, Max, sowas tunen wir doch hier nicht, sag ich dir ehrlich. Moin, moin, Freunde! Moin. Moin, moin. Servus, ich hab hier meinen alten Wagen ausgepackt, ne? Ah, okay. Aber ich kann mich nicht trennen von dem, Was haben Sie denn für ein Budget? Ja, also das Ding ist, ich habe eigentlich gut Geld, ne? Also ich bin ein Multimillionär. Problem ist aber, dass das Auto noch von meinem Opa ist. Emotionaler Wert. Emotionaler Wert. Aber ja, mit dem Auto komme ich nicht mehr weit. Ich sag mal so, wir hier bei Stani Performance können natürlich alles machen, was sie wollen. Ist nur eine Frage des Geldes, ne? Ich würde 2 Millionen in das Auto stecken. 2 Millionen. Sagen wir 3 Millionen und ich mache Ihnen einen Traumwagen. Na gut. So, perfekt. Dann bräuchte ich jetzt hier gleich nochmal einmal eine Unterschrift. Ja. So, und dann werde ich da was richtig Schönes draus zaubern. Perfekt. Ja, so. Und 50% Anzahlung natürlich. Ja, kein Problem hier. So. Also ich sag euch ehrlich, Leute, ich hätte das Auto, guck mal, das ist ja schon voll kaputt. Ich hätte das gar nicht mehr angenommen. Aber Max, da merkt man einfach, Leute, der weiß, wie man mit Kunden umgeht, Leute.
Der geht hier wirklich mit. Muss hinten in die Werkstatt fahren, Max. Hinten okay, ist die Werkstatt. Okay, alles da. Leute, Max ist wirklich ein echt guter Kundensupporter. Also der nimmt hier wirklich jeden auf, egal was für ein Auto. Und das muss ich wirklich sagen. Ey, ich bin wirklich kurz davor, Max das neue Auto auszuschenken, dass er da irgendwie mit Seite an Seite arbeitet, Leute. Weil ich sag euch, zwei Autohäuser zu vielen, das schaffen wir gar nicht. Guck mal, wir haben nicht mal das Autohaus voll. Hier fehlt noch so viel Platz, Leute. Hier können wir noch so viele Autos einlagern, alles drum und dran. Das schaffen wir gar nicht. Wer schafft zwei Autohäuser? Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Mitarbeiter. Und ich bin jetzt gespannt, was Max aus dem Auto macht. So, ich komme mal schon mal rein, Max. Du kannst ja noch weiter tunen. Max? Ja? Wo ist denn die Schrottkarre? Ja, ich habe die Karosserie komplett eigentlich auseinandergebaut, nur noch so das Gestell davon genommen, die Plattform, und habe hier komplett neue Teile rangeballert. Oh, will der mich veräppeln oder was, Leute? Will der mich veräppeln? Wir sind auch noch nicht ganz fertig hier. Jetzt braucht natürlich noch nicht eine schön knallige Farbe da drauf. Ja, sorry, wo ist mein Auto? Ja, warten Sie mal bitte vorne, Ihr Auto wird vorne übergeben, ja? Ich wollte gucken, wo es ist. Das ist hier im Mitarbeiterbereich, ja, alles gut. Verdammt, Mann, ich wollte gucken, ob alles sauber läuft. Ihr Auto ist in sicheren Händen. Ich hab's noch nicht gesehen. Junge. Was stresst der denn, der Typ? Ja, ich weiß auch nicht, aber Bro, was hast du aus dem Auto gemacht, Junge? Ja, Bro, was ist hier? Wir sind doch hier bei Stani Performance. Ja, Alter. Ja. Wir sind doch hier nicht bei Amir. Ja, Amir Schmutz-Performance, Junge. Amir kriegt gar nichts gebackt. Ey, Bro, die Karre sieht echt sehr krass aus. Boah, ich habe eine krasse Idee. Ey, pass mal auf, was ich jetzt mache. Ich habe eine krasse Idee. Okay, ich mache die Felgen weiß. Boah, und jetzt machen wir, guck mal, Trick 17, GTA OGs kennen das noch. Jetzt machen wir hier diesen Eisweiß-Perleffekt noch drauf, wenn die Sonne drauf schimmert. Dann ist der ganze Wagen jetzt so blau-weiß. Junge, was hast du denn aus dem Wagen gemacht, Junge? So, jetzt muss ich hier gerade noch ein bisschen kurz Performance abstimmen. Alter, auch von innen sieht der unnormal krass aus. Mhm, ja, warte, jetzt muss ich hier gerade noch kurz einmal Performance abstimmen. Alter, okay, der Wagen ist krass. Wie schnell soll man den machen? 1000 km/h? Weiß ich nicht, Bro, was du drauf hast mit ich km/h. Ich mach 1000 km/h und ich baue noch eine kleine Special-Funktion ein, weil der hat ja gut gezahlt, der Kunde, ne? Ja, obwohl er hätte mehr zahlen können für so einen krassen Wagen, den du hier gerade gezimmert hast, Alter, hätte der locker mehr zahlen können. Hätte man da mehr verlangen können, Abgasanlage, oh, guck mal, wie krass der von innen aussieht. Oh, der sieht auch sehr, sehr krass aus. Abgasanlage auch gemacht, so, machen wir einen kleinen Performance-Check. Wow, Bro, das ist ja ein absolutes Monster, was du gebaut hast, hä? Ach du Heilige. Alter, was hast du denn, Bro, bist du bereit für einen kleinen Performance-Check? Junge, Alter, ja, bin ich, Alter, oh mein Gott, okay. Okay, okay. Oh mein Gott, 400 waren wir. Junge, was hat der für eine schnelle. Junge, was hat der für Performance? Der ist geil, der ist geisteskrank. Max, ich muss wirklich echt sagen, ich dachte eigentlich, du hast nichts drauf, aber du hast ordentlich was drauf mit Tuning und auch Autohausmäßig. Dankeschön, Alter. Aber du hast noch nicht das Krasse gesehen. Ich habe da noch was Kleines eingebaut, das habe ich neulich aus Japan mitgebracht. Wie aus Japan? Das gibt's hier bei uns noch gar nicht. Guck mal, das können wir direkt mal hier, werde ich dir das zeigen. Ne? Warte, ich muss hier zum Helikopter-Pad einmal fahren. Okay. Bro, was hast du jetzt vor, Max? Sag mal ehrlich. Ja, lass dich überraschen. So, pass mal auf. Wir werden jetzt damit ins Wasser fahren. Max. Der hat einen Anti-Wasserfilter eingebaut. Bro, was hast du hier mit dem... Bro, wir springen im Wasser? Ja. Bro, ich habe sowas noch nie gesehen, ich sag dir ehrlich. Und du kennst immer noch nicht alles. Wie, ich kenne nicht alles? Ja, weil das Ding ist auch noch... Ja, fahr mal, lande mal wieder hier so, auf Dings. Und zwar hat das Ding nämlich jetzt auch noch Nitro eingebaut und damit können wir hier durch die Gegend fliegen. Junge. Okay, Max. Bro, du hast ein bisschen übertrieben, Junge. Bist du verrückt? Du kannst das Auto nicht für 3 Millionen abgeben. Wollen wir mehr verlangen? Juki, das Ding ist mindestens 20 Millionen wert mit den ganzen Funktionen. Der meinte doch Milliardär, Dings, alles drum und dran. Verlangen wir 20, dann hat er Pech gehabt jetzt. Ja, Bro, wir können ja auch die Funktion oder so zeigen, aber wenn er so viel Geld hat, dann kann er ruhig 20 Millionen uns abdrücken. Ja, sag ich dir ehrlich. Alter, Leute, ey, ich habe ein bisschen Angst, dass Max noch ein besserer Tuner wird wie wir, aber Junge, ich muss auf jeden Fall, also da müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Wir merken hier, Leute, also es gibt auch echt noch sehr krasse Leute, die, oh mein Gott, Ahnung haben. Reparier schnell das Auto, reparier schnell das Auto. Der Kunde ist hier. Hallo, wo ist mein Auto? Ihr Auto steht hier bereit. Ein Moment, die Präsentation beginnt. So, das ist Ihr neuer Wagen. Aber Max, ich muss sagen, ich muss dich mal beiseite ziehen kurz, Max. Ja? Eine Sache hast du nicht so gut gemacht, Unterbodenbeleuchtung fehlt.
das habe ich total vergessen. Ja, aber du bist ja noch Praktikant, das ist ja gut. So, was sagen Sie jetzt zu Ihrem neuen Auto? Neue Ledersitzbezüge, alles drum und dran. Das ist es, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Und das Auto springt auf Wasser. Okay. Das ist eine neue Sache aus Japan. Ist es schnell? Wow. Entschuldigung. Performance ist sehr zu schnell. Performance oh mein Gott. Ja, ja. Wow. Performance ist... Alter. Aber... Alter. Oh, Vorsicht. Alter. Wow. Entschuldigung. Ey, haben Sie gerade meinen Chef angefahren hier oder was? Problem ist... Ja, bitte. Der Wagen kostet... 20 Millionen Dollar mit den Umbauten. Wir haben uns ein bisschen verkalkuliert, sagen wir es mal so. Da kenne ich nichts. Sie haben unterschrieben bei dem Herrn hier. 3 Millionen. Hier der restliche 1,... Hey. Ich, Johnny, vielleicht hört er jetzt besser zu. Ich rufe die Polizei gleich. Dieses Autohaus ist mitgenommen. Soll die Polizei vorbeikommen? Ich bin mit der Polizei gut. Ist das für ein Abzockerladen? Wir müssen leider 20 Millionen Dollar veranschlagen. Verdammt, Mann, Abzocker, lassen Sie mich los! 20 Millionen Dollar oder wir können das Auto nicht aushändigen, es tut mir leid. Ja, gib's mir, ich will es haben, ey! Übergeben Sie meinen Kollegen das Geld! Wir machen's anders. Okay. Steig nochmal aus, ich hab eine Idee, wie wir es machen. So, Sie haben gesagt, das ist das Auto von Ihrem Großvater, hä? Hey, hör Sie 20 auf! 20 Millionen, ja, ich zahle hier. Hier, einmal mir die 20 Millionen. Dacht oh mein Gott, Bro! Machen Sie die Bombe weg. Ja die machen wir. Die geht von alleine weg. Die geht von alleine weg. Alles klar. Wir empfehlen uns. Hä, Leute, warum klingelt der? Mein Telefon klingelt. Was ist denn jetzt los, Leute? Hallo? Stani, hörst du mich? Bist du da? Ja, Essie, was ist los? Stani, ich habe ein ganz großes Problem und ich glaube, nur du kannst mir dabei helfen. Hä, was ist los, Essie? Bro, ich bin irgendwo und nirgendwo. Ich komme nicht mehr weiter mit meinem Auto. Ich bin stecken geblieben. Du musst mich unbedingt rausholen. Mein Auto ist eine scheiß Schrottkarre und ich denke mal, ich brauche ein geiles Auto von dir. Du musst mir ein richtig geiles Auto zusammenbasteln. Jemand wie du, der schafft das doch. Bro, bleib mal jetzt ganz locker. Ich komme jetzt erstmal zu dir und dann gucken wir uns an, wo das Problem ist. Vielleicht kann ich das Auto auch reparieren und dann kannst du weiterfahren, weißt du? Weiß ich nicht. Ich mach direkt Alarm an dir, Bro. Ich komm mit Sirene. Alles drum und dran, SU. Send mir den Standort. Ja, ich bin gleich da. Keine Sorge. Oh mein Gott, Leute. Habt ihr gehört? SU ist einfach wieder da und der hat gerade eine Panne mit seinem Auto. Gut, dass wir unseren Abschlepper haben, den ich eh öfters mal nutzen wollte. Und wir werden jetzt SU abschleppen und werden sein Auto wieder in Ordnung bringen. Das ist doch eine gute Mission. So, ich warte jetzt mal, bis er mir hier seinen Standort rübersendet. Er hat mir seinen Standort rübergesendet. Er ist nur 2 Kilometer weg. Okay, wir werden direkt mal zu der Unfallstelle fahren, Leute. Ich hoffe natürlich, dass ihm nichts passiert ist. Nicht, dass ihn irgendwie ein anderes Auto weggerammt hat und er jetzt im Graben liegt und schwer verletzt ist. Könnte ja alles sein. Das könnte ein richtig kranker Unfall sein. Ey, wir müssen uns wirklich... Aber er konnte uns ja anrufen. Also er konnte uns anrufen. Deswegen kann er ja auch nicht so schwer verletzt sein. Aber es ist auf jeden Fall hier auf der Autobahn passiert. Wir sind gleich da und dann gucken wir uns mal das Problem genauer an. Bro, Leute, er hat mir den falschen Standort gesendet. Er ist hier wirklich irgendwo im Nirgendwo. Er hat recht gehabt, aber ich check nicht wo. Irgendwo ging hier das Signal her, Leute. Also irgendwo hat er mir hier seinen GPS-Standort gesendet. Ich muss mal gucken. Oh mein Gott, Leute, der ist doch lebensmüde. Der ist hier mitten auf der Schiene. Was ist jetzt, wenn der Zug kommt? Leute, wenn der Zug kommt, der könnte sich richtig... Ey, SU! Bitte beeilen Sie sich, ich muss hier raus. Ich kann nicht mehr warten, es wird gefährlich. Stani! Bro, SU! Oh mein Gott! Stani, erstmal danke, dass du hergekommen bist. Was machst du mit meinem Auto? Bro, ich schlepp dein Auto ab, Junge. Das ist hier gefährlich. Bro, checkst du das? Du machst mein Auto kaputt. Nein, ich reparier doch dein Auto jetzt gleich. Willst du nicht erstmal wissen, warum ich hier bin? Nee, Bro. Ist dir das komplett egal? Bro, wir müssen erstmal das... Oh mein Gott, deine Schrottkarre, die musst du mal umdrehen. Oh, Mann, was machst du, Stani? Ey, weg da, der Opa soll weg, Junge. Ich fahr dich doch lieber. Bro, wenn ich wusste, dass du die ganze Zeit mein Auto crasht, dann hätte ich dich doch nicht gerufen. Ey, SU, weg, Mann. Jetzt. SU, der Zug kommt gleich. Hör auf damit. Bro, Jungs, der Zug kommt gleich weg erstmal hier. Erstmal Sicherheit bringen. Ich bin Stani, bleib doch mal stehen. Ja, ich komm doch. Bro, was machst du da? Ich bin doch hier, alles gut. Ich ruf die Polizei an. Hä, hey, warum denn? Ich hab grad dein Auto gerettet. Bro, du bist... Guck dir mein Auto an, so sah mein Auto nicht aus. Es wird jetzt zu teuer, das zu reparieren. Ja, SU, alles gut, Mann. Ich kümmere mich drum. Aber was ist jetzt das Problem? Was machst du denn hier? Guten Tag, mein Name ist SU und ich muss... Warten Sie mal ganz kurz. Was willst du, Stani? Ja, was willst du? Du hast mich doch angerufen. Ich sollte dir helfen. Ja, du solltest mein Auto rausholen aus der Panne. Erstmal Dankeschön, dass du mein Auto da rausgeholt hast. Bitte, aber guck dir mein Auto an! Ja...
Bro, also, was macht der Opa da? Bro, weißt du, wer das ist? Auto, oder? Weg das mit dir! Uwe. Und Uwe hat mir mehr geholfen Uwe, als du. Uwe, weg! Lass Uwe in Ruhe, okay? Hä, wie es? Ich hab dir doch gerade extra, ich bin extra mit dir Abschlepper hergekommen. Weißt du, was das sonst alles kostet? Ich wollte dir helfen. Ich dachte, hier ist was passiert. Bro, und jetzt okay, auf einmal bist okay. Du so frech, ganz oder gut. Was? Sag mir, wie teuer wird das? Wie teuer wird das? Ja. Wie viel muss ich dir zahlen? Bro, ich sag dir ehrlich, ich muss jetzt erstmal in die Werkstatt fahren. Ich muss nein, sag mir jetzt die Summe. Ich will jetzt, dass du mir die Summe nennst. Nein, Essie, ich kann dir die Summe nicht. Mal down, einfach so grob. Sag Bro, mal grob, wie teuer das wird. Ich denke mal 100.000. 100.000. SU, pass mal auf. Was hab ich gesagt? Steiger, Junge. SU, guck mal. 100.000? SU, Bro, das Steiger, Auto kostet noch nicht mal 100.000. Klar, hä? Das ist zwar nur ein GTI, Bro, aber das ist echt ein Dingsauto, GTA. Also, das ist eine echte Marke, Bro. Weißt echte Marken sind immer teurer. Weißt du was? 100.000? Ey, SU! Okay. 100.000, okay, alles klar, 100.000. 100.000, okay, 100.000. 100.000, okay, sieh zu, dass du Land gewinnst, 100.000. SU, ich ruf dich an, ja? 100.000. Leute, hä, was ist mit SU los, Alter? Der Typ ist doch nicht mehr normal, Junge, ich ruf dir einfach an. Freunde, wir werden jetzt erstmal sein Auto abschleppen, dann werde ich das Auto... Leute, wir gucken uns den Wagen erstmal genauer an. Wir fahren den jetzt, was ist denn hier für eine Schießerei los, Alter? Hier ist ja... Hä? Bro, was geht hier ab, Leute? Bro, ey, da schießen irgendwelche Leute. Die haben gerade Uwe kalt gemacht. Was geht denn jetzt hier ab? SU dreht er komplett durch. Ey, ich weiß nicht, ob SU mittlerweile irgendwelche Alkoholsachen konsumiert oder so, aber irgendwie war der richtig merkwürdig. Deswegen werden wir SU jetzt eine kleine Überraschung machen, Leute. Und zwar, ich werde ihm sein Auto reparieren und werde das mal so richtig schön machen. Wir fahren aber erstmal zu Stani Performance. So, Leute, wir fahren jetzt erstmal das Auto rauf. Zack, und dann werden wir ab direkt hinten damit in die Werkstatt rein und mal gucken, was wir da machen können. Wir müssen jetzt erstmal hier abdingsen. Ich sage euch ehrlich, der Abschlepper hat sich natürlich mal wieder bewährt, Freunde. Vom Feinsten, vom Allerfeinsten. So, das Auto machen wir hier ab. So, Kran wieder hoch. Und dann muss ich mal gucken, ob wir es vielleicht noch schaffen, in die Garage reinzufahren. Vor allem, Leute, was war das bitte für eine komische Situation? Warum ist SU auf den Schienen gefahren? Ich sag euch echt, Alter, das fand ich irgendwie... Ey, nicht, dass SU sich irgendwas antun wollte oder so da auf den Schienen oder dass er einen Zug überfallen wollte. Ich sag euch ehrlich, ich habe das Gefühl, dass SU wirklich in richtig komische Machenschaften reingeraten ist. Aber egal, wir kümmern uns erstmal um sein Auto und werden das jetzt kostenfrei für SU reparieren. Let's go! So, Leute, guckt euch das mal an. Jetzt haben wir hier seinen Golf 7. Das ist ja gar kein GTI, das ist sogar ein R-Golf. Das ist sogar ein bisschen besser als ein GTI. Ich muss aber sagen, Freunde, das Auto ist voll langweilig. Also ich sag euch, Real Rap, ich behalte das Auto einfach. Wir werden das Auto behalten und wenn es SU nicht wiedergeben, nämlich ich werde SU ein viel, viel besseres Auto machen. Freunde, wisst ihr was? Wir werden das Auto behalten. Das wird jetzt erstmal unser Leihwagen sein. Falls hier irgendjemand kommt, der ein Auto tunen will oder sonst was, haben wir jetzt eigentlich einen relativ coolen Leihwagen. Das ist nicht zu teures Auto, das ist aber auch kein zu schlechtes Auto. Ich finde es genau richtig, aber wir müssen uns jetzt auf den Weg machen und SU ein cooles Auto besorgen. Klar könnten wir auch ein Auto nehmen hier aus dem Autohaus, aber ich sag euch ehrlich, wir haben mittlerweile so krasse Autos. Ich will eigentlich SU kein Auto von uns hier geben. Welches Auto nehmen wir uns heute zum Rumfahren? Ich sage euch ehrlich, mein Lieblingsauto aktuell, das wechselt ja immer so ein bisschen, aber ist hier dieser kranke LED Rainbow Lamborghini. Deswegen würde ich jetzt sagen, Freunde, wir... Oder wartet mal, ich habe eine Idee. Leute, sollen wir SU ein richtig krasses Auto bauen? So ein richtig krasses, so ein von null aufgebaut? Leute, es wird Zeit. Wir müssen zum Schrottplatz fahren. Wir werden heute... Für unseren Freund SU, den wir schon so lange kennen, werden wir heute was richtig Besonderes bauen. Let's go! Und dafür werden wir auch direkt den großen LKW nehmen, weil wir fahren erstmal zum Schrottplatz, Leute, werden uns da einige Teile besorgen. Ich werde mir ein paar coole Autos gucken. Vielleicht haben wir heute ein paar coole Autos da. Ich werde mir auf jeden Fall einige neue Motoren kaufen, weil wir brauchen eh neue Motoren für unser Autohaus. Von daher passt das alles und nebenbei nehmen wir direkt für SU noch ein paar coole Autos mit, die wir dann eventuell tunen. Oder irgendwie zusammenbauen werden. Mal schauen, was wir da alles draus machen können. Boah, ich bin echt gespannt, was wir so auf dem Schrottplatz finden werden, weil ich würde direkt noch ein paar Autos mitnehmen für Max sein Autohaus, Leute. Nämlich, das wäre auch gar nicht so schlecht. Nämlich, der will ja auch ein paar Autos sicherlich in sein Autohaus haben und wenn wir hier ein paar gute Dinger finden, Leute, würde ich die natürlich direkt im großen Paket kaufen, weil ihr wisst, wenn man mehr kauft, kriegt man nämlich immer bessere Preise. Deswegen immer im großen Paket kaufen. Boah, was ist heute denn hier los, Junge? Ihr knallt's ja richtig, Alter. Hallo. Mayday, Mayday. Oh. Ja, servus.
Moin. Ich würde mich nur mal umgucken. Start die Performance nach ein paar neuen Autos. Ist das möglich? Ja, klar, mach den. Ey, Leute, einen Gabelstapler brauchen wir auch noch. Kann ich hier einen Gabelstapler? Wie teuer ist ein Gabelstapler bei Ihnen? Deine kostet 50.000. So teuer, Leute, das ist teuer. Aber das ist hier ein geiler Gabelstapler. Ich sage euch ehrlich, so Gabelstapler brauchen wir eh noch für Dings, für unser Autohaus. Deswegen würde ich den eigentlich gerne mal kaufen. So, ich fahre mal hier ein bisschen rum, gucken, was es hier so gibt für Autos. Also hier haben wir einmal einen, das sieht aus wie ein Mustang, Leute. Das sieht sogar aus wie ein Mustang Supersport. Also von daher gar nicht so schlecht. Den würde ich vielleicht gerne nehmen. Dann haben wir hier noch so einen Jeep, Leute, so einen ausgebrannten. Das sind hier alles ausgebrannte Wracks, Leute, die irgendwie einen Unfall hatten, die einfach Schrott sind und die keiner mehr haben will. Also es sind sehr, sehr interessante Autos hier, aber ich muss... Oh, guck mal, das ist ein Range Rover, Leute. Holy... Achtung! Wo geht denn der Range Rover hin, du? Ja, den muss ich noch ein bisschen wegbringen. Der fährt hier weg. Verkaufen Sie den nicht zufällig? Wollen Sie den verkaufen? Was wollen Sie denn haben dafür, für das Ding? Für das Ding? Ja, was... Also warten Sie mal. Gucken Sie mal. Ich würde mal gerne... Kann ich mir den mal von unten angucken? Vorsichtig einmal. Ja. So, Leute, ich will mir den einmal hier von unten angucken. Leute, ob der auch wirklich gut ist. Zack, einmal hier hochfahren. Boah, von unten sieht der eigentlich noch gut aus, Leute. Also, wenn ich das mir jetzt so angucke... Ja, ist okay. Auspuff ist sogar noch stabil, guck mal. Boah, es sieht echt noch... Boah, Leute, das Auto sieht echt noch ganz gut aus. Noch stabil. Was willst du da ab für die Karre? Interieur ist okay. Vorne Heck ist auch super. Ja, vorne ist top. Muss man nicht mehr so viel reparieren. 30.000! Na ja, klar. Oh, ich sage euch ehrlich, Leute, aus dem Auto, glaube ich, können wir wirklich was Gutes machen. Also ich würde den auf jeden Fall mitnehmen, weil ich, Leute, ihr wisst auch, Range Rover feiern viele. Zum Beispiel Max hat einen Range Rover. Was sagst du? Ja, ich würde den kaufen. Safe. Ja. Ich habe mal eine Frage, könnten wir vielleicht ein Komplettpaket machen? Ich würde heute einige Autos mehr kaufen. Wäre das möglich? Ja, der ist 30.000, das war's. Was drauf kommt, ist halt drauf. Ja, aber ich würde gerne mehrere Autos kaufen. Ja, ist mir egal. Ich würde halt nicht jedes Auto einzeln gerne kaufen. Ne? Ich würde halt... Ja, was soll ich denn machen? Ich muss ja... Achtung! Oh mein Gott, Leute, ich bin Anfänger. Geht's Ihnen gut, Sir. Moment, ich mach mal das Auto lieber so rauf. Ja, vorsichtig, ey! Oh mein Gott, was macht der Typ, Leute? Ich fahr das Auto lieber so rauf, so ist sicherer, ey, so ist einfacher. Besser. Lass nicht ab. Ja, ich lass ab, zack, so, fertig. So, ist drauf die Karre. Erste Karre ist drauf, muss so nach vorne. 30.000 haben wir. So, dann gucken wir mal nach weiteren Autos. Weil ich sag euch ehrlich, den Range Rover können wir definitiv fürs Max-Autohaus nehmen. Das Ding müssen wir mal gucken, wie, das nehmen wir vielleicht für Max-Autohaus. Schauen wir mal. Den Mustang hier, was ist mit dem hier? Was ist mit der Kiste hier, mit der Schäse? Warte, ich komm jetzt. Warte. So, kann man das hier auch? Ich starte mal direkt auf hier. Also zeig mal, warte noch mal ganz kurz. Ja, der ist ein bisschen mehr kaputt, ne? 20.000. 20.000, sehr gut. So, Leute. Autos gleich voll hier, zack. Ja, super, ich muss hier erstmal hier richtig aufladen, Leute. Das ist gar nicht so einfach hier mit dem Gabelstapler. So, Leute, einmal 20 und einmal 30.000 bei 50.000. Wir gucken mal, ob wir vielleicht, guck mal hier, das kleine Auto könnten wir noch mitnehmen, aber das ist auch komplett ausgebrannt. Dann, oha, Leute. Bro, was ist das denn hier? Yo, was ist das denn? Fährt der noch, Leute? Der sieht ja wie neu aus. Yo, der sieht irgendwie, guck mal, die Reifen an. Boah, den würde ich auch noch gerne mitnehmen. Ey, Michi, oder wie du auch immer heißt, komm mal mit. Was ist denn mit dem hier, mit dem Teil hier? Der sieht irgendwie sehr interessant aus. Der hat hier so große Reifen. Ist der auch noch zu haben? Ja, aber der sieht noch gut aus, ne? Ja, Bro, so gut sieht der auch nicht mehr aus. Ja, guck mal hin, schön. Junge, hast du nur Schieleisen drauf? Damit kann man nicht mal fahren mehr. Sei mal ehrlich. 40.000. Boah, Bro, guck mal, ich habe zwei Autos genommen. Ich komme hier jede Woche 20.000 mit die Karre mit. Okay, weil du es bis 35.000. Ja, okay, 35.000, Leute. Ich will jetzt hier auch schnell los. Ich will ja für SV das Auto fertig machen. Ist egal, Leute, es ist ein guter Preis. Wir haben eh aktuell genug Kohle auf dem Konto. Wir haben jetzt 50.000 weniger durch den Gabelstapler, ein bisschen weniger durch die Autos, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden. So, ich muss mal hier, zack, das Ding hier richtig raufladen hier. So. Ja, warte mal, ich muss hier mit dem Ding erstmal runter. Ach du Heiliger, Bimba, pass auf. Ja, bleib locker.
So, den nehme ich auch mit, ja. Oh, Leute, was ist das denn für eine kranke Karre, Junge, hä? Die Reife habe ich ja noch nie gesehen. Das ist irgendeine Sonderedition oder so. Ich bin echt gespannt, was wir aus dem Auto machen, wenn wir den reparieren. Und der kommt jetzt, warte mal, wisst ihr, was wir machen? Weil ich werde den Gabelstapel auch mitnehmen. Weil damit können wir halt immer kaputte Autos transportieren, was halt sehr von Vorteil ist. Und ich mache jetzt einfach Trick 17, Freunde. Wir fahren jetzt mit dem Gabelstapler rauf. So, Leute, lassen wir einfach so. Guck mal, so sieht doch ganz gut aus. Das sieht auch sehr verkehrssicher aus. Also von daher denke ich mal nicht, dass das ein Problem sein sollte. Obwohl, das sieht gar nicht verkehrssicher aus. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Autos schnell und heile zu Study Performance bringen. Und dann werden wir anfangen, diese Teile aufzubauen. Da gucken wir einfach mal, was das beste Auto für SU wäre. Dankeschön für die Kundschaft hier. Tschüss. Ja, bezahlt ist schon, ne? Super. Ja, ich habe das Geld bekommen. Ja, wir können eh auf Rechnung machen. Ich bin die Stammkunde, mein Bester. Ich lutz dich raus. Ja, das bringt dir nichts, wenn hier die Hier lang. Ja, sehr gut. Hier lang. Ja, Stani ciao. Performance beehrt sie bald wieder. Boah, Leute, das ist eigentlich echt ein großer Einkauf. Ich wollte gar nicht so einen großen Einkauf machen und ich wollte eigentlich was anderes kaufen. Und zwar, ich wollte eine Limousine kaufen und ich wollte einen Privathelikopter kaufen. Aber ja, gut, jetzt haben wir hier ein paar Schrottautos aufgeladen. Aber wie gesagt, wir wollen das zweite Autohaus auch befüllen. Und wieso ich Max das Autohaus doch nicht schenken werde, sondern ihn einfach nur einstellen werde, erkläre ich euch jetzt auch. Nämlich viele von euch meinten, ja, es wäre besser, wenn... Weil, Leute, wisst ihr, ich würde Max das Autohaus schenken, aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir ihn quasi als Geschäftsführer des anderen Autohauses einstellen. Weil dann gehört das Autohaus immer noch uns und wir können aber mit Max zusammenarbeiten, was ziemlich cool ist, und verdienen dann noch mehr Geld. Und ich denke mal, dass das vielleicht besser wäre. Vielleicht würde ich ihm das auch irgendwann mal schenken, aber aktuell denke ich mal, soll er erstmal Geschäftsführer machen und ich will auch sehen, wie gut er arbeitet und ob er regelmäßig arbeitet, und dann kann man das meiner Meinung nach schon alles machen, dass man später ihm sogar vielleicht das Autohaus schenkt. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die Ladung hier kümmern. Oh, so, jetzt sind wir auch schon da. Ich sage euch ehrlich, über diese Trucker-Touren, die sind doch über Ewigkeiten. So, zack, einmal rauffahren hier. Ey, warum rammt der mich, Junge? Was ist hier mit dem Boden los, Leute? Oh mein Gott, das sieht hier so komisch aus. Hat es geregnet oder was? Wieso sieht der Boden so komisch aus? Egal, Leute, wir werden jetzt erstmal das Auto schnell einmal nach hinten bringen und dann erstmal abgesaved, weil vorne will ich diese Autos auf jeden Fall nicht stehen lassen. So, ich habe jetzt hier alles abgeliefert. Hier stehen die Autos. Ich habe jetzt ein bisschen unsere Fassade bespielt. Das ist jetzt nicht so schön, aber egal, Leute, das können wir überlackieren beziehungsweise mal eine Malerfirma beauftragen, dass sie das hier wieder schön macht, und vielleicht können wir auch das ganze Stani Performance mal in eine andere Farbe machen. So, ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt erstmal alle Autos einmal in die Werkstatt rein und gucken, was wir, also wir würden, ich würde sagen, Leute, wir reparieren die erstmal alle, dass die halt wieder alle ein bisschen normal aussehen. Und oh, wow, der Gabelstapler, Leute, ist ein bisschen schnell. Ich muss echt mal Gabelstaplerschein machen. So, zack. Das Ding ist, wir müssen auch hier mal ein größeres Tor einbauen. Bro, ey, das kann doch nicht sein. Wir passen hier kaum mit dem Gabelstapler ein. Das Tor ist echt zu klein. Ey, da muss unbedingt Verbesserung sein. So, das erste Auto können wir hier abliefern. Zack, jetzt holen wir noch das zweite rein. Und dann werden wir hier direkt einmal Massenreparatur machen. Boah, ich sage euch ehrlich, das erste, was ich machen werde, ist safe neues Tor einbauen. Vielleicht soll ich rückwärts reinfahren, ist besser, Leute. Rückwärts, das machen alle professionellen Staplerfahrer, und rein die Karre. Das Gute ist auch, wir haben hier echt, ich muss sagen, die Tuning-Werkstatt gefällt mir auch sehr gut, weil wir haben hier extrem viel Platz. Hier können wir einfach, guck mal, wie viele Autos wir hier auf einmal tunen können, alles. Boom, und hier drüben kann ich auch nochmal ein Auto abstellen. Da drin haben wir noch eine Lackierkammer, da könnten wir auch ein Auto abstellen, aber vom Feinsten. So, einmal runter. Und fertig. So, perfekt. Jetzt werden wir alles reparieren. Stapler können wir da stehen lassen. Eins nach dem anderen. Das ist der Range Rover, Leute. Den werden wir uns mal genauer angucken. Let's go. Reparaturstation. So, repariert ist er, Leute. Es ist natürlich noch nicht perfekt repariert. Wir müssen noch die Reifen wechseln. Da ist gerade noch kein Gummi drauf. Das ist jetzt halt gerade noch alles Plattreifen. Aber das kriegen wir auch hin. Erste Auto ist fertig. Das zweite Auto ist auch fertig, Leute. Hier haben wir einen Mustang Sport mit einem riesen Spoiler. Ich sag euch ehrlich, das ist eigentlich das Auto, was ich für SU sehe. Also da könnten wir auf jeden Fall ein krasses Auto draus machen. Das wäre, boah, das, ich sehe irgendwie Mustang, Leute, der könnte irgendwie zu SU passen. Und dann haben wir hier noch das Auto mit den großen Reifen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussehen wird. Boom, Leute, das ist auch fertig. Ey, was ist das für ein cooler Wagen, bitte? Ey, der hat voll Style irgendwie. Was sind das, 30 Zoll Reifen? Das Auto ist zwar ein bisschen lame, aber die Reifen sind halt wirklich 10 von 10. Gut, aber ich will mich jetzt erstmal lieber um SU sein Auto kümmern. Und zwar, das ist ja dieser Mustang hier. Da müssen wir jetzt erstmal noch hier die Reifen richtig reparieren, dass das Auto auch fahren kann. Aktuell sind da noch keine Gummis drauf. Deswegen, zack, nochmal Reparatur, Leute. Und jetzt haben wir
SU sein Auto. Aber ich muss sagen, ja, Bro, der ist schon geil, Leute. Also der Mustang ist schon fett. Ist jetzt natürlich kein übertrieben krasser Mustang. Wow, 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 wow. Also der fährt auch. Ja, ist halt sehr driftlastig, ne? Ist halt eher so ein bisschen auf Drift getrimmt, das Auto. Ich weiß nicht, ob SU jetzt so ein Driftfahrer ist. Deswegen würde ich das Auto eventuell umbauen, Leute, auf eine normale Straßenvariante und nicht auf so ein Drift-mäßiges. Und eine andere Farbe brauchen wir auch noch. Und dann werden wir SU das Auto als Überraschung geben, wo er denkt, dass wir quasi den Dings haben. Er denkt, er kriegt seinen Golf wieder, aber eigentlich kriegt er dieses krasse Auto von uns dann. Aber das muss auf jeden Fall erstmal noch geupgradet werden. So, Leute, das Upgrade ist durch von SU sein Wagen. Und es ist, Leute, kennt ihr ihn noch? Das ist der alte, oldschool, legendäre, Leute, 10.000 PS Mustang, der jetzt natürlich noch relativ normal aussieht. Aber wir werden das Auto nicht auf 10.000 PS tun, Leute. Das ist ein bisschen zu heftig für SU. Ich sage euch ehrlich, der braucht kein Auto, was 10.000 PS fährt. Wir werden das Auto schon ordentlich schnell machen, das sage ich euch. Aber 10.000 PS braucht der Junge nicht. Freunde, der hatte einen Golf gehabt. Der muss erstmal wieder reinkommen mit Autofahren, alles drum und dran. Da können wir ihm nicht direkt so ein krasses Auto geben. Wir gucken mal, Spoiler, Leute. Da können wir ihm auf jeden Fall was Schönes ranbauen, obwohl ich hier nur diese Abrisskante vielleicht nehmen würde, weil ich, Leute, so ein fetter Spoiler lohnt sich bei dem Auto auch nicht, weil, wie gesagt, es hat keine 10.000 PS mehr, das Auto. Ich würde es nicht so hochtunen. Hier werden wir natürlich die Abrissdinger reinmachen, Leute, die Abrisskanten, dass das alles nochmal ein bisschen sportlich aussieht. Hier könnten wir, na, ich überlege gerade, ob wir mit farbigen Lichtern nehmen oder ohne farbigen Lichtern. Sag euch ehrlich, wir nehmen mit farbige Lichter. Ich glaube, das kommt in Kombination, die ich vorhabe, sehr, sehr gut. Hier an der Seite nochmal so Abrisskanten, Auspuff. Würde ich sagen, machen wir einmal hier den großen Doppelauspuff. Der sieht am brachialsten aus, Leute. Weil, guck mal, da passt fast eine ganze Faust rein, so groß ist der. Dann machen wir hier drinnen noch so einen kleinen Überrollkäfig. Sieht auch mal ganz gut aus. Die Motorhaube ist natürlich mit das Wichtigste, weil es auch dementsprechend mit am krassesten aussieht. Was machen wir hier, Leute? Wir können... Oh, das sieht heftig aus. Bro, das sieht heftig aus. Oh mein Gott, das sieht auch heftig aus. Oh, Bro, ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich nehme das Ding hier. Das sieht richtig brutal aus, das Dach. Da können wir noch so eine Lufthutze einbauen. Würde ich auch definitiv machen mit so einem kleinen weiteren Abrisskanten oben. Ihr seht, das sind so eine Abrisskanten da oben. Nehmen wir auf jeden Fall auch. Passt alles ein bisschen besser zur Performance, alles drum und dran. Motor-Upgrade kriegt der normales. Race-Bremsen, Getriebe, bisschen tiefer gelegt das Ding nochmal. Hier nochmal ein bisschen tiefer geht in die Competition rein. Dann nochmal Unterbodenbeleuchtung. Und jetzt ist natürlich das Wichtigste, die Farbe. Was machen wir bei Farbe, Leute? Und zwar bei Farbe würde ich eigentlich ein blaues... Oh, die Farbe ist... Bro, das ist Police Blue, Leute. Was ist das denn für eine geile Farbe? Bro, die sieht echt geil aus, weil ich würde bei SU gerne ein blaues Auto nehmen. Wisst ihr warum? Er hatte damals Blitzi gehabt. Blitzi war blau gewesen. Sein Golf gerade war blau gewesen. Heute das Licht hier ist blau. Deswegen, Leute, werden wir SU ein blaues Auto machen. Und die Farbe, Leute, sieht so richtig schön babyblau aus. Ich finde, die hat übel Style. Ich bin gleich mal gespannt, wie die in der Sonne aussieht, aber aktuell gefällt mir die richtig gut. Sekundärfarbe machen wir ganz klassisches Weiß. Oh, eine schöne Weiß-Blau-Variant. Das sieht Miami Vice-Style, Leute. Vom feinsten Kennzeichen. Machen wir hier schön Blau-Weiß und Kennzeichen natürlich SU und PP, Leute. SP für Stani Performance, SU-SP. Das passt auf jeden Fall. Da weiß jeder direkt, dass das Auto hier getuned worden ist. Und der Wagen sieht schon wirklich brutal aus. Aber was wir noch machen müssen, Leute, Felgenfarbe. Da würde ich vielleicht, ich würde so ein bisschen helle Felgen nehmen, Leute. Kann man hier so schön weiße nehmen? Boah, so, oh, ich sag euch, ich feiere das irgendwie. Also es hat irgendwie was. Das ist so eine schöne Synthese. So dieses Blau, dieses hellblau, weiß und so. Das wirkt schon ein bisschen anders als die anderen Autos, die er bisher hatte. Da mache ich mal hier so das Fenster noch schön hier alles tönen, Leute. Muss auch sein. Extras, haben wir noch Extras hier? Haben wir, wir können sogar das Kennzeichen abmachen, aber ich lasse das Kennzeichen dran. Ich glaube, er feiert das, wenn er so ist, oder? Boah, Kennzeichen ab sieht aber krasser aus. Leute, Kennzeichen ab ist egal. Muss ab. Turbo kommt noch rein, Xenon-Scheinwerfer, definitiv. Und wir könnten die Xenon-Scheinwerfer noch auf blau ändern. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Bro, Bro, die sind blau jetzt. Seht ihr das blaue Licht, Leute? Man sieht es ganz schwach hier. Guck mal hier.
man sieht so ein bisschen, die leuchten so ein bisschen blau. Wenn man dunkel ist, sieht man natürlich noch ein bisschen krasser. Unterbodenbeleuchtung ist auch weiß. Ich muss das Auto mir jetzt mal ein bisschen draußen angucken. Yo, ey, das sieht irgendwie richtig cool aus. Und ich muss auch sagen, Performance wird auch ganz okay sein. Aber ihr überlegt mal, er denkt, er holt jetzt gleich sein Golf ab, Leute. Sein Golf. Und ich werde ihm dieses Auto übergeben. Der Typ wird durchdrehen. Leute, ich habe einen Plan. Ich habe wirklich einen geilen Plan. Ey, wartet mal. Ich werde es hier sowas von pranken. Hier werde ich sein Auto hinstellen. So, pass mal auf. Hier werde ich das Auto hinstellen. Ich werde so die Türen aufmachen, werde das Licht anmachen, dass es richtig krass aussieht. Guck mal, Leute. Zack, jetzt habe ich hier so das Auto hier schon mal so hingestellt. Guck mal, wie brutal das aussieht. Bro, voll krank. Und ich werde jetzt hier vorne seinen Golf zerstören und werde sagen, okay, SU, man konnte das Auto nicht mehr retten. Und er wird heulen. Und dann werde ich ihm aber das Auto zeigen, was da drin steht. Oh mein Gott. So, da ist der Wagen. Boom, Wagen wird einmal hochgejagt. Zack, boom, vom Feinsten. Jetzt werden wir das Auto einmal hier richtig hinstellen. Und dann werde ich ihn hier so eine schöne Überraschung machen. So, guck mal, Leute, hier. So eine schöne Überraschung, Leute. Das sage ich, das ist dein Auto, SU. Das habe ich getuned. Leute, wir können das Auto natürlich immer noch tunen. Alles auf Höchste. Also, dass wir den als Leihwagen nehmen können. Also, Reparatur sollte trotzdem auch nach diesem Raketending trotzdem funktionieren. Leute, und zusätzlich werde ich SU natürlich neben dem Auto, werde ich ihm hier noch so einen kleinen Kuchen geben. Als Überraschung. Ich werde ihn jetzt erstmal anrufen. So, SU, bist du da? Willst du von mir? SU, komm mal her, dein Auto habe ich repariert. Ich soll zu dir kommen. Was? Ich habe dein Auto repariert, SU. Ich habe dein Auto repariert. Das steht hier gerade vor mir. Das ist 1A geworden. Bro, hör mir erstmal zu. Du hast 100.000 gesagt. Ich kann nichts. SU, über den Preis können wir reden. Beruhig dich. Deshalb behalt das Auto, alles gut. Ich habe eh nichts mehr, wenn du diese 100.000 einfach jetzt sagst. Bro, nein, über den Preis reden wir. Komm jetzt erstmal vorbei. Komm jetzt erstmal vorbei. Ja, okay. Ich bis gleich. Jetzt. Tschüss. Okay, Leute, er kommt jetzt vorbei. Er wird jetzt vorbeikommen und dann wird er sich das Auto angucken. Wir müssen schnell nochmal den Geburtstagskuchen hier rausholen. Zack, Leute, hier seinen schönen Kuchen, den wir ihm geben werden. Boah, da wird er sich sehr drüber freuen. So, ich gehe schnell ins Shuddy Performance rein, Leute, und da werden wir uns bereitstellen. Wir werden den jetzt so unnormal pranken. Oh mein Gott. Ja, Shuddy, hallo? Ey, SU, erstmal. Hä? Ich hab doch keinen Geburtstag, aber... Kleiner Kuchen für dich, SU, ja. Nein, das ist doch niemals so. Weil süß, heute ist ja... Hey, warum bist du so süß ja, geworden? Ja, SU, weil... Komm mal mit da hinten. Ey, Stani, ich erkenne dich einfach wieder. Du bist wieder der Alte, oder was? Guck mal, SU, Ey, ich freue mich gerade so sehr. Ich hab doch keinen Geburtstag, aber der Kuchen, das ist doch so geil, ey. Guck mal, SU, ich weiß ja, was... Blitzi war ja blau, ne? Hast du gerade Blitzi gesagt? Ja, Blitzi. Kennst du den noch? Bitte sag nie wieder diesen Namen, bitte. Dein Golf war gerade blau gewesen, ne? Richtig. Ja, und komm mal mit. Ist blau deine Lieblingsfarbe oder warum hast du alle Autos in blau? Ja, blau gehört doch eigentlich zu mir. Das passt doch wie Faust aufs Auge zu mir. Ja. Und deshalb blau ist meine Lieblingsfarbe. Okay, SU, bleib, warte. Du bleibst hier stehen. SU. Ach, bleib stehen. Oh, Leute, dein... ein geiles Geschenk für mich. Safe, jetzt safe, siehst du dein Auto. Komm mit. Ja, ich bin gespannt, was hast du mir Geiles besorgt? Bro. SU! Dein. Ey, SU. Dein Auto konnte man nicht mehr retten. SU, weinst du gerade? Ey, SU, warte. Ich hab doch gar nichts. Nein, warte. Bro, warte, komm mal mit. Komm mal mit, ich hab was für dich. Eine Überraschung. Hier ist dein neues Auto! Ja, ist ein blöder Prank. Ist doch nur ein. Bro, das ist ein Stani-Auto, das sehe ich doch. Nein, das ist warte, ich mach die Tür zu. Nein, SU, das ist... Bro, ich gönne dir das vom ganzen Herzen, dass du so geile Autos hast. Ich kann mir halt sowas nicht leisten. SU, komm mal raus. Ich hab keine Möglichkeit, so ein Auto zu haben. Komm mal raus, ich mach jetzt hier, steig mal ein. Ja, geiles Auto hast du, Bro. Danke, dass du mir noch einen reinwischen musst. Bro, wie findest du das Auto? Mega geil, ich gönne das vom ganzen Herzen. Guck mal, SU. Ich hoffe, dass du damit wirklich reich bist. Guck mal hinten. Dass du jemanden findest, einen Käufer, der das wirklich... Guck mal hinten auf das Kennzeichen. Warte mal. Standard zu dem Skill.
Das steht einfach. Ja, ich hab's jetzt gerade abgebaut. Hab's gerade wieder abgebaut. Warum hast du das wieder abgebaut? Ja, weil aber ich dachte, du willst ohne. Genau gesehen. Ich dachte, du willst ohne Kennzeichen rumfahren. Warte, ich mach's wieder ran. Willst du mit Kennzeichen fahren? Dann machen wir's ran. Bro! Warte, das ist ein S, Y, O, U. SP für Stunny Performance? Ja! SU Stunny Performance? Bro, wow, das ist dein neues Auto SU. Ich kann mich ja gar nicht bei Zaun halten hier. Bro, lass mich dich umarmen. Bro, ja, alles gut, SU, alles gut, Junge. Ich habe das gerne für dich gemacht. Ich sag mal so, du bist ja auch immer da, wenn ich Probleme habe. Und ja, ich will nur... Ich glaube, ich habe verlernt, wie man einen umarmt, weil ich sag mal so, ich bin einfach gerade so glücklich, dass ich meine Hände und Arme nicht mehr anhalten kann. Gefällt dir das Auto oder was? Bro, das sieht das so geil aus. Das ist Polizeiblau, die Farbe. Sehr, sehr seltene Farbe. Ich merke gerade, kannst du aber noch ein bisschen mehr von diesem Auto berichten? Bro, das Auto hat aktuell 3000 PS, kann auf Tuning-Mode, auf Drift-Mode umgebaut werden, hat, ja, hat sehr viel Power, Bro, hat 1200 Newtonmeter, also du solltest auf jeden Fall einige Autos mit abziehen. Ist Heckantrieb und ist wirklich so eine krasse Karre, ne? Bro, ich sag dir ehrlich, wir müssen das mal. Und guck mal, was da steht. Du bist der Boss, Bro. Du bist der Boss. Ja, das habe ich gerade gesagt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, warum steht der Boss? Willst du ein Rennen machen oder was? Bro, die Tage machen wir ein Rennen, okay? Okay, und klar, SU, machen wir. Muss ich sehen, wie krass das Auto wirklich ist von Stunny Performance. Und wenn das wirklich gut ist, Bro, dann werde ich Werbung für dich machen und sagen, Stunny Performance hat die geilsten Autos. Geil, SU, geil, geil, geil. Ja, dann viel Spaß mit dem Wagen, ja? Bro, ich danke dir. Tschüss. Wow, was ist das denn für eine Karre, Junge? Bro, das muss ja ein überreicher Typ sein. Wer ist das denn? Hallo? Moinsen, was geht, Stani? Hä, Enrico, du bist. Was machst du denn hier? Bro, was geht? Bist du auch schon bereit? Alter, was machst du denn hier? Hä? Bereit? Bereit auf was denn? Ne? Auf das Milliarden-Garagen-Losung? Weißt du nicht, was heute alles ansteht? Ach so, ja, klar. Milliarden-Garagen. Was waren das nochmal genau? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hatte. Termin hatte ich mir aufgeschrieben. Was war das nochmal genau gewesen? Kannst du das mal erklären? Bro, ich habe auch einen Termin, Bro. Nee, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Sag doch mal bitte, Enrico, was war das genau? Bro, du kriegst ein Los und dann kannst du ein Auto waschen. Das ist richtig cool, Bro. Okay. Cool. Ja, das ist nichts Besonderes. Alles gut, ich habe euch jetzt zu tun, Bro. Ja, ich muss weiter. Yo, Bro, warte mal noch kurz, Enrico. Ich will dir mal kurz was zeigen hier, mein neues Auto, Bro. Warte mal kurz. Alter, Leute, was labert der von irgendwelchen Garagen oder so? Der will mich doch veräppeln. Der hat mir irgendwas gesagt, hat gecheckt, dass ich gar keinen Plan habe, von was der redet. Und jetzt will er einfach losfahren und will, dass ich davon nichts mitbekomme. Aber Freunde, ich bin doch nicht doof. Wir werden ihn einfach verfolgen. Und dann werde ich mal gucken, wo er hinfährt. Ich sag euch, das muss ja was unnormal krasses sein, wenn der so ein Geheimnis draus macht. Und habt ihr mal sein Auto gesehen? Das Auto, sage ich euch ehrlich, das muss auf jeden Fall ziemlich krass sein. Und davon gibt's. Oh mein Gott. Ja, hier, guck mal mein neues Auto an. Wie findest du das? Das ist auch ein Zukunftsauto. Ja, sieht cool aus, Bro, aber ist ein bisschen unter meinem Niveau, sag ich dir ehrlich. Was? Hau rein. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Ciao. So, Leute, jetzt gucken wir erstmal, wo der hinfährt. Weil das interessiert mich natürlich genau. Guck mal hier, Leute. Guck mal hier, Junge. Er denkt, er kann nicht bei Apple, Leute. Er denkt wirklich, er kann diese Filme mit Stunny Performance machen. Aber ich hab's doch direkt rausgehört. Der hat keinen Bock. Er redet irgendwas von Waschanlage. Lose. Bestimmt. Mal gucken, wo der gute alte Enrico mit seiner fetten Karre hinfahren wird. Aha. Leute, entweder hat er mich bemerkt oder er will mich einfach nur veräppeln, aber ich fahre den jetzt gerade schon eine halbe Stunde hinterher und der fährt jetzt auf der Autobahn, ist links, rechts gefahren, also Moin. Ich denke mal, er wollte wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen, dass keiner verfolgt, aber ich bin natürlich dran geblieben und jetzt, wo will er jetzt genau hin, Leute? Also er scheint die Straße zu wechseln, okay. Oh. Wo will er jetzt hin, Leute? Ah! Oh mein Gott! Hier ist eine. Ja, okay. Enrico! Bro, ist das dein Ernst? Bro, sag doch einfach, dass du da auch hingehen willst, Mann. Ja, du hast doch nichts gesagt. Zufällig egal, bin ich Bro, auch hier. Egal. Stimmt das, dass hier irgendwelche Millionäre heute ihre Garage verkaufen?
Mann, ja, okay, aber sag das jetzt bitte niemandem mehr, okay? Nein. Kein Bock, dass noch ein Crimex kommt oder so. Ja, du hast recht. Nee, ich sag's doch auch gar keinem. Wir warten jetzt einfach, bis hier losgeht und dann werde ich mir auch die ein oder andere Garage natürlich holen, Enrico. Das ist ja, aber echt, das war so nicht abgemacht. Ey, echt danke, dass du mich auch aufgeklärt hast und gesagt hast, ne, wegen der Garage. Ja, ja, jetzt, ja, alles gut, Bro. Ich hole dir die besseren Autos als du. So, Leute, guck mal, da vorne ist schon der Auktionär. Der wird wahrscheinlich gleich herkommen und dann wird es hier auch losgehen. Stani, was hast du denn? Hä, wer bist du denn? Dias dabei, nee, Bro. Hey, was willst du denn hier? Hey, wie siehst du denn aus, Bro? Du siehst aus wie ein Obdachloser, Junge. Da bin ich auch. Ja, aber du weißt schon, dass es hier Millionärsgaragen sind, ne? Ja, du musst mindestens Steine dabei haben, Bro. Guck mal, was ich hab. Steine, Bro, du hast Diamanten dabei. Bist du verrückt oder was? Ich sag mal so, ich will auf jeden Fall nicht, dass du überfallen wirst, ne? Aber ja, gut. Okay, ich bin jetzt gespannt, was der Typ hier sagt, aber, ich hoffe mal, ich bin auch mal gespannt, was der Startpreis von so einer Garage ist, Leute. Weil es sieht natürlich ziemlich krass aus. Da könnte alles drin sein. Überleg mal, da könnte Gold drin sein. Unendlich Geld. Es könnten ultra krasse Autos drin sein. Ey, Millionäre, Leute, die haben alles. Da ist alles voll in den Garagen. Moinsen, Ricardo. Moin. Oh, hallo und herzlich willkommen zu der seltensten und besten und größten Garage-Aktion, den ihr jemals gesehen habt. Was? Das ist die größte Versteigerung, die es jemals gab? Sag ich doch, Bro, deswegen habe ich Geld dabei. Oh mein Gott, Leute, zum Glück ist unser Konto gut gefüllt. Haha. Ja, also gibt es hier irgendwelche Regeln oder so? Oder muss man einfach bieten und dann kann man den Inhalt der kompletten Garage bekommen oder was? Genau so sieht's aus. Die Regel ist einfach, der am meisten bietet, kriegt die Garage. Und ich kann euch jetzt vorab sagen, hier gibt es das Beste, was ihr euch jemals vorstellen könnt. Was? Leute, aber, wie krank ist das? Okay. Enrico, ich hab gedacht, du kommst alleine. Wen hast du mitgebracht? Ja, der ist hinterher gefolgt, aber egal, der kann nicht mithalten. Die Garage-Auktion ist öffentlich. Ihr wolltet nämlich die Garage unter euch aufteilen, ihr Ekligen. Wir haben euch daran gehindert. Okay, je mehr, desto besser für mich. Ja, genau. Wie ihr wollt. Ja, ja. Also, wollen wir hier mit der ersten starten oder was? Na klar, Junge. Die erste Garage. Also ich kann euch so viel sagen, ihr werdet es auf gar keinen Fall bereuen. Wer ist jetzt mit am Start? Was bietet ihr? Also ich sag mal, die ersten Leute, da gehe ich direkt mit 10.000 mit. 10.000. Gehe ich direkt mit. Bro, 20.000, ich bin auch dabei. 30.000. Wo hast denn du 30.000 her? Du bist Obdachloser. Ich bin erstmal raus. 30.000 zum Ersten. Was? Enrico, bietest du mehr zum Zweiten? Nee, ich skipp die. Der Auktionär meinte, dass was Krasses drin ist, ne? Ich skipp die. 30.000 zum Dritten an den netten Herrn hier rechts von mir. So, deine erste Garage. Dann zeig mal, Junge. Okay. Jetzt zeig bin ich aber gespannt, was da drin ist. Bro, das ist hier... Junge, das ist niemals 30.000 wert. Bro, viel Spaß, Bro. Super, ey. Bro, das war alles abgemacht von euch. Ich hab mich einfach nur hochgetrieben. Bro, es gibt doch in der Garage. Ja. Das ist halt einfach so ein Supermarkt gewesen. Was können wir denn dafür? Ist Junge. So, hä? Es war Glück. So. Herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall. Also das hat sich für dich auf jeden Fall gelohnt. 30.000, er wurde so abgezogen, zum Glück habe ich die nicht gekauft. So, okay. Ich mach direkt weiter, 30.000, nächste hier, Leute. 30.000. Oha! Ich bin 30.000 für die nächste Garage und hier werde ich sagen, das ist wirklich auf jeden Fall besser als die erste Garage. Bietet jemand mehr als 30.000 Euro? 50.000, Bro! 50.000, höre ich hier noch. 100.000 jetzt her, mal 150. Okay, 150.000 zum Letztes Ersten. Letztes Gebot, 200.000. Nein, so viel. Nimm doch, Enrico, los. Ja, hab ich nicht. Wie und kannst du nicht? Ja, Garage, ich sag 10.000. Komm, Ruhe. Okay, herzlichen Glückwunsch, die Garage gehört Ihnen, mein sehr verehrter Herr. Schauen okay, Sie mal Leute, rein, unsere erste Garage, ich bin Bro hat ein Auto bekommen. Oh, aber es ist keine 200.000 wert. Nein, es ist auch keine 200.000 wert, Bro. Was ist das denn? Aber Alter, der sieht aber cool aus. Bro, es ist eigentlich gut, Junge. Das ist ein alter Nissan SX, Junge. Der ist gar nicht so schlecht. Ja, red dir da schön, Stani, kein Problem. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ja gut, es ist keine 200.000 wert, aber es ist natürlich auch ein relativ gutes Tuning-Auto. Ich denke mal, das kann man gut auftunen. Vielleicht können wir plus, minus null rausgehen, wenn wir Glück haben. Dann haben wir hier noch so ein komisches... Ja, nee, das ist eine Müllgarage. Ist egal, Leute. War ein teures Ding gewesen, aber vielleicht haben wir ja noch ein bisschen mehr Glück, würde ich sagen, ne?
Das werden wir jetzt hier auf jeden Fall bei der nächsten Garage haben. Ich werde auf jeden Fall nicht so hoch anfangen, Leute. Ich werde nicht so hoch anfangen. 30.000 wieder. 30.000, ja. Okay. Oh, bietet jemand 50. Mehr? 50.000. Ich guck kurz, wie viel ich auf dem Konto habe. 50.000 zum Ersten. Ja, 70.000. Hä? 70.000, höre ich ein größeres Gebot. Junge, 150.000 jetzt, Alter. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. Oh mein Gott. Dann geht die Garage an Enrico. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Enrico. Glückwunsch. Oh, ja, boy, let's go. Wo ist die Garage? Ist das die da? Ja, was ist das? Hä? Ah! Oh, Mann. Bro! 150.000 für den Müll hier? Egal, ich verkaufe das Lofty einfach. Hä? Ich glaube nicht mal der kauft das, Junge. Das ist ja der absolute Müll, sag ich dir so, wie es ist. Alter, was ist das denn? Okay, bevor wir mit der nächsten Garage 100.000! Anfangen. Hä, Mann, der hat doch nicht mal eine Zahl gesagt. Ach so. Tatsächlich war das die Zahl. Die nächste Garage fängt erst ab 100.000 Dollar an. 100.000 von mir. Ich zahle 150.000 direkt. 200.000. Hä? Hör ich ein weiteres Gebot? Kommt schon, Jungs. Das ist, diesmal werdet ihr das nicht bereuen. Los. 210.000. 250.000. Alter. 250.000 zum Ersten. 250.000 zum Zweiten. Und verkauft an Stani. Bitte, Leute. Bitte. Oh, oh. Ey, der hat gesagt, das muss sich lohnen. Entweder hat er mich komplett gescampt. Bro, wir brauchen geiles Geld. Bro, was ist da drin? Ja! Ey, Bro, Stani! Wollt ihr mich veräppeln oder was? Bro, du hast ja bis jetzt nur Müll gezogen, hä? Ey, Bro, hier sind nur Müll in die Garage. Du meinst doch, hier ist was Krasses drin. Ja, das sind ja auch Milliardärsgaragen, aber da sind Bro, überall Milliardärs-Sachen drin. Leute, das ist ein guter Oldtimer, keine Ahnung. Ist jetzt nicht das Krasseste, aber ja, okay. Ich sag so, ein Oldtimer kann man gut verkaufen, ne? Also, ja, aber der ist doch keine 250.000 wert, die Krotzlöffel-Ding da, Junge. Das ist maximal ein Fuffi wert, ey. Die nächste Garage. Wir müssen auch ein bisschen zügig machen, weil ich habe nicht so viel Zeit. Also, was bietet ihr? Wir fangen bei 80.000 Dollaros an. 80.000 von mir. Ich bin erstmal raus. Wie? Ich mache hier erstmal sauber. 80.000 zum Zweiten. Viel Spaß, Bro. Zum Dritten an den Händlern. Viel Spaß. Leute, ich muss mein Geld schlau einsetzen und ich sage euch ehrlich, okay. Nee. Seid ihr ready? Ja. Was ist da drin? Oh! Nein! Oh mein Gott! Was ist das? Nein! Bro, das ist irgendein Audi! Bro, das ist ein getunter E-Tron. Nein! Ist das echt sehr teuer? Ja, Bro, der kostet 400.000 oder so. Mehr, Junge, das ist echt Marke, Junge, ne? Getunter, Junge, der kostet locker 600, 700.000, würde ich sagen. Junge, verdammt. Alter, der Typ ist absolut. Warte, du hast da Lichtprobleme, warte. Ey, Enrico, yo! Hey. Da war eine Fliege, ey! Warte, bin ich jetzt im Plus? Verdammt. Ja, die nächste Garage. Hier haben wir auch wirklich eine. Leute, ich habe gerade gesehen, was in der Garage war. Das Auto drinne. Ende gekommen. Ich sag mal so, wir fangen bei 200.000 Dollaros an. Wer ist mit dabei? Ich oder zahle wer ist direkt raus? 400.000. Ich will euch alle abschrecken. Alle abschrecken. 400.000 also ich angle erstmal. 400.000 zum Zweiten. 450.000. Bietet jemand mehr als 450.000 hier? Aha, jetzt. 460.000! Hm? Oh nein. Verkauf! An den netten Herrn hier. Bro, oh. Ich hab gesehen, was drinne war! Oh mein Gott, Leute! Nen BMW der Special Edition! Wow, was ist das für Fake, Bro? Oh mein Gott. Diese gibt es so noch nicht, ne? Das Bro. Heißt, du hast echt einen Schnapper gemacht. Leute, das Ding, das ist unnormal krass. Das Ding ist richtig krass. Ich sage euch ehrlich, dieser BMW, also ich will jetzt nicht lügen, aber der ist locker eine Million wert. Mindestens. Hey! Mindestens eine Million. Also wir könnten hier definitiv im Plus rausgehen. Jackpot, wir gucken mal noch, was drin ist. Vielleicht sind hier noch ein paar andere coole Sachen drin. Nee, das ist alles Schrott. Dann haben wir hier noch einen Laptop, ein Radio. Okay, der Rest ist Müll, aber ansonsten hat sich das wirklich gelohnt, Leute. Ein BMW für 1 Million. Da es jetzt ein bisschen dunkler wird, wird das jetzt auch hier die letzte Garage sein. Und ich mache kurz einen Prozess. Wir starten bei der Summe und jetzt haltet euch fest. 1 Million. Wer bietet mehr als 1,5? 1,5. Leute, wir haben diesen Plus, Ich, so viel kann ich nicht machen. Ich bin raus, ich bin auch raus. Nein, hallo, 1,5, stark, Enrico, stark. Nein, 1,5. Nein, hätte ich doch 1,1 Millionen sagen können. 1,5 zum Ersten. Ich sag euch, seid ihr euch sicher? Ich will nicht.
Okay, 1,2, 1,5 zum zweiten und verkauft an Enrico. Enrico, ich sag dir, wie es ist. Ja? Du wirst überrascht sein. Ich selber weiß tatsächlich auch nicht, was drin ist. Was ist denn jetzt hier los? Hallo, Leute! Bro! Enrico, das hat sich ja richtig gelohnt. Ist da irgendwie Geld in den Kartons Alter, drin? Oder Alter, heftige Schnäppchen. Warte, da hinten ist noch was, oder? Ach, Mann, bitte, ey, hier muss das doch irgendwas rein, Mann. Wie hier dein Fahrrad, Junge. Boom. Oh, Mann. Was ist das denn für ein Scam? Junge, selbst schuld, Junge, wer so viel Geld dafür ausgibt. Gut, dankeschön. Ey, Leute, guckt euch mal unsere Autos an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz zufrieden. Wir werden jetzt aber erstmal schnell unseren LKW holen, dass ich hier die Autos abholen kann und dann geht's weiter. Dann werden wir direkt die Autos mal ready machen und vielleicht können wir auch noch ein paar Autos bei Max direkt ins Autohaus bringen. Mal schauen, was wir daraus machen. Let's go. Aber erstmal den LKW abholen. Hätte ich das gewusst, dass hier so viele Autos drin sind, Leute, wäre ich natürlich direkt mit dem LKW hergefahren. Aber ich wusste das nicht. Okay, Leute, ich habe jetzt hier meinen Transporter und jetzt geht's direkt hin. Aber oh, obwohl Gabelstapler brauchen wir ja nicht. Wir können ja die Autos selber rauffahren. Das sind ja keine kaputten Autos. Gut, also ich sag euch ehrlich, außer das letzte Auto der BMW, sind das, glaube ich, eher Autos, die wir für Max Autohaus nehmen können. Ich glaube nicht, dass das jetzt so welche Dinger sind, die wir für uns behalten sollten. Weil es sind auf jeden Fall auch keine Supersportwagen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind halt coole, normale Autos, aber jetzt auch keine übertrieben krassen Autos. So, ich pack mal das Auto hier hin und dann werden wir jetzt nach und nach die Dinger erstmal rauffahren und dann werden wir die zurück zu Stadi Performance transportieren. Zack, Rampe ist unten und dann können wir uns ja mal gucken, Leute. Also ich sag euch ehrlich, dieser Nissan hier, SX, Leute, der ist gar nicht so schlecht, Leute. Das ist eigentlich ein geiles Auto, ne? Guckt euch das mal an, wie das aussieht auch. Hier, das ist ein 180er SX, Leute. Das ist schon eine krasse Tuning-Karre aus Japan und Bro, Bro! Das ist ein Drift-Auto. Oh mein Gott. Bro, der ist voll auf Drift ausgelegt. Habt ihr das gerade gesehen? Müssen wir gleich mal genau gucken, was das genau ist. Aber das hat echt einen krassen Eindruck gemacht gerade. Dann haben wir hier noch so einen Käfer oder irgendwas, was das ist. Keine Ahnung. Vielleicht können wir hier noch was tunen. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Plattenspieler und irgendeine Kiste. Also, ja, okay. Also, ich glaube, das ist zwar nicht mehr so viel wert, aber nehme ich natürlich auch gerne mit. Und wenn es da oben eh drauf ist, sieht auch ganz cool aus. Vielleicht, ich sag euch ehrlich, weil Milliardäre und Millionäre, die stehen noch auf so einer Autos. Deswegen, vielleicht können wir das ja doch relativ teuer verkaufen, dass wir da vielleicht noch mit der Garage im Plus rausgehen. Der e-tron, oh, der Typ will auch gerade sein Auto mitnehmen. Und ich habe jetzt hier den BMW, Leute, den ich echt, ey, den ich mit am coolsten finde, Leute. Ist das irgendeine Special-Edition, die wir haben? Der sieht auf jeden Fall mit den Reifen, die habe ich so bis dato noch nicht gesehen. Ey, was soll das, Junge? Leute, was ist das für ein Typ, Junge? Der rappt mich hier einfach weg, Junge, so ein Hater. So, Auto auch nochmal festgemacht, wir haben alles aufgeladen, Rampe weg und dann erstmal ins Autohaus zurück, let's go. So, die Autolieferung ist eingetroffen. Boah, ey, wir müssen mal gucken, weil hier gerade, ey, wartet mal, Freunde, ich muss mal kurz die anderen Autos auch noch rausstellen, die müssen wir vielleicht mal nach vorne bringen. Und zwar hier ist ja noch der Range Rover, der noch einmal repariert werden muss und den würde ich auch vielleicht nochmal ein bisschen anders tunen. Wir müssen uns erstmal darum kümmern, weil das sind immer noch die Autos aus der letzten Folge, die wir bekommen haben und die müssen wir jetzt auch mal hier fertig machen. Aber ich sage euch ehrlich, dieser Range Rover sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, die kann man auch richtig geil auftunen. Wir müssen mal gucken, was wir hier machen können. Spoiler, Leute. Was? Können die sogar einen Spoiler? Okay, wir können den Spoiler abmachen. Aber ich sage euch ehrlich, das Auto braucht schon einen Spoiler. Sieht direkt ein bisschen krasser aus. Dann können wir hier noch den Auspuff so wegmachen. Aber das sieht auch irgendwie Müll aus. Ich weiß nicht, Leute. Also, wir können auch die Motorhaube wegmachen. Aber das sieht... Nee, Leute. Was ist das denn? Motorhaube wegmachen. Dach können wir auch nichts ändern. Okay, ich sage euch ehrlich, wir können das Auto halt ein bisschen tiefer legen vielleicht. Das war's, nicht mal das können wir machen. Also wir können bei dem Auto leider nicht viel machen. Ich würde es aber vielleicht ganz geil auftunen. Vielleicht gucken wir mal, was wir hier für Spezialfarben haben. Aber ich sage euch ehrlich, in Weiß würde der auch nicht schlecht aussehen. In der Weiß-Dings-Combination, vielleicht auch so Rot. Bro, ich sage euch ehrlich, hier so in Schwarz-Rot finde ich ihn gar nicht so bad, Leute. Sekundärfarbe können wir nochmal kurz gucken. Sekundärfarbe würde ich dann hier auch hell nehmen. Frostweiß von innen. Boah. Oder wir machen auch rot von innen. Ich muss mal gucken. Yo, so ein helleres Rot, Leute. Das hat schon irgendwie was. Ist mal so ein bisschen dunkler gehaltenes Auto, aber ich finde es nicht schlecht. Fenster müssen natürlich getönt werden. Eine ganz klare Sache. Scheinwerfer, Dings hier. Xenon, Turbo, SP. Zack. Schwarz. Boah, Leute, ich sag euch ehrlich. Der Wagen ist schon nicht schlecht, ne? Der Wagen, Leute, der hat's schon eigentlich... Ja,
Obwohl die Felgen, Leute, die Felgen gefallen mir gar nicht. Aber so finde ich ihn echt nicht bad. Aber das ist kein Auto für Stani Performance. Das werden wir safe ins andere Autohaus fahren, das Ding. Da würde der tausendmal besser kommen. Und jetzt nochmal ein paar richtig geile Felgen. Warte mal. Vielleicht können wir auch die Felgenfarbe ändern. Können wir sogar was? Oh mein Gott, warte mal. Hier so schön rot. Oh, hier so dunkelrot. Yo! Leute, was ist das für ein Wagen, Alter? Holy moly. Boah, okay, wartet ab. Ich hab noch was. Wir müssen noch zwei Sachen machen, dass das Ding richtig böse aussieht. Und zwar einmal Neonlichter. Zack, zack, zack. Neonlichter in Rot runterbauen. So. Und dann natürlich noch ganz wichtig, Leute, die Scheinwerfer in Rot. Zack, Leute, die Scheinwerfer in Rot. Boah, man sieht es halt nur ein bisschen. Guckt euch das. Oh, yo, was ist da mit dem Auto passiert? Guckt euch das an, hier diese roten, leichten Scheinwerfer. Bei Nacht würde das Auto so böse aussehen. Ey, die Kombination hier Mansory Tuning mit meinen Extras, die wir gerade dazu gemacht haben. Sehr, sehr geiles Auto. Real Rap und werden wir auch direkt hier vorne hinstellen. Ich finde auch so teure Autos können wir eh, brauchen wir eh nicht reinfahren ins Autohaus. Aber ich finde, der Wagen ist trotzdem schon absolut Killer und sieht schon wirklich nice aus. Damit sind wir schon mal fertig. Dann haben wir hier noch unsere absolute Tuning-Karre. Die fand ich auch nicht bad, Leute. Das war auch ein sehr schönes Auto gewesen, aber das ist halt irgendwie eine normale. Ich weiß gar nicht, ob das eine richtige Automarke ist. Das ist eher so ein GTA-Auto, aber der hat halt unnormal krasse Reifen. Deswegen werden wir den trotzdem krass tunen. Wir werden mal gucken. Sekundärfarbe. Okay, Sekundärfarbe ist nur außen das Teil. Das lasse ich erstmal so. Primärfarbe matt gefällt mir bei dem Auto nicht so gut. Vielleicht auf Metall gehen? Nee, Metall auch nicht. Metallic. Hier würde ich eher so... Ich würde mal so dunkelblau nehmen. Kann man vielleicht die Reifenfarbe ändern? Nee, die Reifenfarbe kann man leider nicht ändern. Doch! Was? Kann man ändern? Oh, als ob, Leute. Als ob. Yo. Mit dem Innenraum, Leute. Guck mal, wie das passt jetzt. Tschüss. Was ist denn mit dem Wagen los? Boah, ich sag euch ehrlich. Also, der Wagen macht schon einen dollen Eindruck. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, ist aber auch meiner Meinung nach eher so ein Auto für das andere Autohaus. Ist nicht so ein Auto für Stani Performance, obwohl er echt krass aussieht. Ich finde, also mit dem Reifen und so macht er schon was her, ne? Wir konnten leider nicht mehr, Leute, das ist ein bisschen schade, wir konnten leider nicht die Scheiben tönen. Da würde der noch ein bisschen krasser aussehen, aber trotzdem zwei sehr solide Autos, die hier erstmal definitiv schön vorm Autohaus stehen können. Und damit haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Platz wieder in unserer Garage und wir können auch die Autos abladen. Telefon klingelt. Hallo, wer ist da? Stani Performance hier? Stani Performance? Ja, Stani Performance hier, was ist los? Ihre Limousinen sind jetzt da. Limousinen? Oh mein Gott, Leute, ich habe ein paar Limousinen. Ah, oh ja, ich komme gleich, bis gleich. Ciao. Oh mein Gott, Leute, das habe ich euch ganz vergessen zu sagen. Ich hatte ein paar Limousinen liefern lassen, die wir für die VIP-Abholung, weil VIP-Abholung will ich auf jeden Fall machen, weil ihr wisst ja, Cristiano Ronaldo war schon bei uns gewesen. Viele krasse Leute haben schon unser Autohaus besucht, aber ich sag euch, ich will wieder VIP-Abholung anbieten, dass wir die Leute mit einer richtig krassen Limousine abholen oder mit einem Helikopter. Aber heute habe ich mich erstmal darum gekümmert, dass wir eine Limousine bekommen. Deswegen fahren wir mal schnell zum Limousinenhändler, Leute, und wir gucken, was der vorrätig hat. Der hat eine richtig krasse Lieferung bekommen. Let's go! So, Leute, der Limousinen-Service war hier vorne gewesen. Ja, ich hätte vielleicht direkt mit LKW kommen können, aber Limousinen-Service kann mir eigentlich auch direkt die Limousinen liefern. Was geht? Sie hatten gerade angerufen. Sind Ihre neuen Modelle... Oh mein Gott! Leute, was... hallo, ich guck mich mal kurz um, ja? Alter, Leute, guck mal, was der hier für neue Modelle bekommen hat. S-Klasse, Leute. S63 ist natürlich ein richtig geiles Auto. Guck mal, sogar mit First Edition Form, mit Fernseher hinten drin. Leute, das wäre natürlich auch sehr, sehr geil für den VIP-Service. Sehr schönes Auto. Ist bekannt, Leute, sehr komfortabel und ist wirklich ein super Chauffeursauto. Dann haben wir hier noch ein normales GTA-Auto. Ist hinten natürlich nicht so krass wie die S-Klasse, ist aber auch viel Platz. Der Vorteil hierbei ist, Leute, ich sehe es direkt, das Ding ist gepanzert. Aber wir könnten unsere Autos natürlich auch selber panzern. Deswegen weiß ich nicht, ob das so Sinn macht, einen gepanzerten Wagen zu kaufen. Dann haben wir hier noch Maybach. Oh mein Gott, Leute, das ist Maybach. Yo, guckt euch mal das hier hinten an, Leute. Wie krass ist das denn bitte? Wow, wow, wow. Okay, das ist eine kranke Karre. S650 Maybach. Leute, der Wagen, hier reißt man wie ein König.
sehr cooles Auto, sehr schönes Chauffeursauto. Dann haben wir... Oh, der ist teuer. Leute, der 6x6. 4 Leute passen rein, ist sehr krass, aber wird zu teuer sein. Werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Dann haben wir hier noch eine... Oh, direkte gepanzerte S-Klasse. Auch Maybach, Leute. Bro, direkt gepanzert, sehr krass. Und, oh, Bro, mit Bordgeschütz. Kann man das hier mit Bord, kann man das kaufen? Ist das gepanzert? Den kannst du momentan nicht kaufen. Warum dafür nicht? Warum? Eine bestimmte Genehmigung für das Bordgeschütz. Ach so, man braucht noch... Ja, ist klar, Leute. Guck mal, als ob jeder mit so einem Bordgeschütz rumfahren kann. Aber das wäre auf jeden Fall ein unnormal krasses Auto. Und dann haben wir hier noch die ultralange Limousine. Ich sage euch ehrlich, diese ultralange Limousine feiere ich eigentlich mit am meisten, weil die ist auch extrem luxuriös. Ich frage mal kurz einmal, wie teuer ist denn der Wagen hier? Die S-Klasse hier, ist die gepanzert? Die ja, ne? Die ist gepanzert, ja, ja. Da wären wir bei 2 Millionen Dollar. Wo geht eigentlich, Leute? Was wäre der Maybach hier? Der Maybach ist nicht gepanzert, aber trotzdem sehr, sehr selten. Deswegen 1,8. Ah, so günstig? Bro, so, Leute, so günstig? Alter, ich sage euch ehrlich, ich glaube, ich verkaufe mich bei mir im Autohaus. Das ist ja voll der Schnapper. Und wie teuer ist die Lange hier? Die Lange, das ist ein Einzelstück. Die gibt es nur einmal auf der Welt. Und die, ja, da sind wir bei... Bei 5,5 Millionen. Boah, Leute, ich sag ehrlich, die Lange wäre schon krass. Weil die macht am meisten her, Leute. Wenn wir damit VIP-Kunden abholen, das sieht einfach so verdammt krank aus. Ich sag euch ehrlich, die kaufen direkt alle Autos. 5 Millionen nehme ich das Ding mit. 5 Millionen. 5,2. 5,1. Wir sind im Geschäft, das machen wir so. Bitteschön. Oh, fahren Sie bitte mein Mercedes Vision zum Autohaus zurück. Ich fahre jetzt natürlich in den... Oh. Ey, Leute, welche Farbe sollen wir diese Limousine tunen? Guckt euch... Ey, das Ding ist zu krank. Guckt euch das mal an. Leute, man kann damit gar nicht in der Stadt fahren. So lang ist das Ding. Aber wenn wir damit mal einen Kunden abholen sollten, glaube ich, ist es definitiv am krassesten. Guckt mal bitte, wie viel Platz hier ist. Das ist so heftig. Und wenn wir das Ding noch schön auftunen, wird es auch richtig geil sein. Wir werden es jetzt erstmal zu Study Performance bringen. Ey, Leute, die Limousine hier zu lenken ist auch sehr schwierig. Die nimmt auch sehr viel Platz ein. Ach du grüne Leute. Ja, lass das Auto hier stehen. Fahr's mal weg, ich muss hier um die Kurve. Ja, Leute, der Typ ist auch echt doof, ey. Der Typ ist auch wirklich ein Dulli. So, Dankeschön für die Limousine. Ey, das ist, Leute, das Ding zu rangieren. Wow, oh mein Gott, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. So, zack, Leute. Boom, ich stelle die Limousine jetzt erstmal hier vorne hin. Die soll schon gesehen werden. Und so oft fahren wir damit ja auch nicht rum. Hallo. Hallo, Amir? Nennen. Hä, wo ist denn Amir, Alter, Leute? Hä, habt ihr gerade Amir gehört? Ich hab dir gerade gehört. Ich bin hier hinten, Amir. Hinten in der Werkstatt. Wo bist du? Warte mal, ich muss hier warten, bis das Tor aufgeht. Amir, hinten. Bin drinnen in deinem Einkaufsladen da. Ja, komm nach hinten durch, du Dulli, Junge. Komm nach hinten durch. Amir, du bist doch herzlich willkommen hier immer. Du bist zwar ein Schmalspur-Tuner, aber du bist natürlich herzlich willkommen bei Study Performance, dem besten Autohaus in Los Santos. Wie kann ich dir helfen? Komm mal eigentlich gerne... Komm mal gerne hier mit in meine Werkstatt. Die hast du ja noch gar nicht gesehen, ne? Guck mal hier, was ich hier gerade für schönen BMW habe, Bro. Der wird jetzt immer schön fett aufgetunt in einer richtig schönen Combination. Ja, eigentlich bin ich im freundschaftlichen Dienst da eigentlich hier, weil... Wie, was für freundschaftlicher Dienst, Amir? Du erzählst ja immer rum, dass du der krasseste Rennfahrer hier bist. Amir, guck mal, das Ding ist, ja, ich bin der krasseste Rennfahrer und zweitens, ich habe die schnellsten Autos, weil ich die besten Autos tune und ich habe, Bro, 10.000 PS Autos teilweise hier. Hör mir doch zu, ist doch alles schön und gut und weißt du was, ich gönn dir das ja, mach dein Geld und so, aber in der Stadt läuft jemand rum, der sagt, er kann dich besiegen oder zieht das überall rum und so. Bro, in also, der Stadt willst, läuft, warte mal, ein normales Rennen oder Beschleunigungsrennen? Ja, der meint, er kann dich in beidem besiegen, je nachdem, was du willst. Leute, da rennt einer in der Stadt rum, der erzählt, der kann mich besiegen. Bro, sag, guck mal. Sag diesen Typen, der angeblich da in der Stadt rumrennt. Bist du das vielleicht, der Typ? Nee, dann will ich auch zu dir kommen und sagen, komm, lass uns Rennen machen, oder? Amir, komm bitte mit. Oh. Ich muss dir mal kurz was zeigen. Also, Leute, als ob da rennt irgendein Hampelmann rum, der denkt, der hat krassere Autos wie Study Performance. Ich glaube, ich drehe durch. So, ich weiß gar nicht, welches Auto ich ihm zuerst zeigen soll, Leute. Welches Auto soll man ihm zuerst zeigen? Was fährt 3000 PS, Leute? Hier zum Beispiel dieser B63 hier, umgebauter Brabus Breitbau, Bro. Was denkst du, was das Auto fährt?
Ja, seine 500, 600 schafft es bestimmt. Fährt 1500, Amir. Fährt 1500. Oh. Ja, ist von mir speziell illegales getuned. Tuning drin. Illegales Tuning ist hier, ja, nicht mal illegales Tuning, Bro. Den könnte ich eventuell noch auf 3.000, 4.000 km/h hochballern. Aber, habe ich kein Interesse. Schön und gut, Digga. Ich sag doch nicht mal, aber der Typ erzählt das in der Stadt rum. Der hat schon Werbung gebucht. Die Leute sind am Quatschen in der Szene. Ja, guck mal hier, Amir. Das ist ein 190er. Oldtimer, Bro. Das Ding, 42 Millionen kostet mich der. 10% jedes Jahr steigt der im Preis, Bro. Der wird irgendwann bei 100 Millionen sein, die Karre. Weißt du, was der auf den Tacho bringt, Junge? So, hol mal deinen Kollegen her. Oder das ist nicht mein Kollege. Ist egal, ja, falls du diesen Typen siehst, der so eine große Klappe hat, schick den mal hier bei mir im Autohaus vorbei und dann werde ich dir mal ein paar Takte erzählen. Ja gut. Ich wollte dich nur warnen, nicht, dass du dann auf einmal irgendwas hörst, ne? Ja. Ey, Leute, da gibt wirklich irgendjemanden, der ist doch lebensmüde. Freunde, als ob, ich weiß, viele Leute denken, ey, es gibt krassere Autos, es gibt krassere Leute wie Stani Performance und so. Nächster, Leute, nächster. Ich sag euch ehrlich, die werden wir alle fertig machen, gar kein Problem. Aber jetzt geht's erstmal zurück in die Werkstatt. Nämlich, Leute, ich wollte ja unseren BMW 8er oder 7er, beziehungsweise ist ja kein 7er, ist ein 8er, ist kein 8er, ist ein 7er, Leute. Den wollten wir jetzt erstmal auftunen, dass wir den vorne hinstellen können. Ich sehe schon, man kann hier nicht so viel dran ändern, Leute. Panzerung können wir reinhauen, Federung würde ich reinhauen. Ich würde mal gucken, was man hier, kann man die Farbe... Bro, guck mal, was ist das für ein komisches Auto, Leute? Hä, der sieht voll strange aus, ich sag euch ehrlich. Hä, der hat irgendwie was, ich sag euch ehrlich. Ich finde, der sieht schon nice aus. Guck mal hier. Wow. Ich muss mal gucken, hier, welche Farbe wir reinnehmen, Leute. Vielleicht was wirklich was abgespaced, obwohl ich den Weiß gar nicht so schlecht finde. Aber wir könnten auch ein bisschen was Buntes mal nehmen. Vielleicht was wir noch gar nicht so hatten. Hey, Mann. Oh mein Gott, Leute, nein. Leute, sagt mir nicht, das ist der Typ. Sagt mir bitte nicht, das soll der Typ sein. Was geht? Ey, Mann, ich hab gehört, du meinst, du könntest mich besiegen, oder was? Sagt mir nicht, dass du der Hampelmann bist, der hier rumerzählt, dass du schnellere Autos hast wie Stani Performance. Ey, pass mal auf, bevor du hier irgendwelche Wörter benutzt, die du nicht mal schreiben kannst. Junge, du weißt es erstmal. Du denkst, dass du hier nur weil du ein Formel 1 Auto. Leute, Formel 1 Autos sind nicht schlecht. Formel 1 Autos sind auch besonders krass, aber besonders bei Beschleunigungsrennen. Performance von so einem Formel 1 Auto, Leute, will ich nichts sagen. Ist sehr, sehr krass. Ich denke auch, dass das Auto einen Wert hat, Leute. Bestimmt 10 Millionen, keine Frage. Aber besonders Beschleunigungsrennen, sag ich euch lächerlich. Sag mal ehrlich, du willst ein Beschleunigungsrennen oder was? Mir ist egal, ich mach's wie mal platt. Guck mal, pass mal auf. Wir machen Beschleunigungsrennen. Pass auf. Wir machen in 3 Stunden. In 3 Stunden. Yeah. Ja, gar kein Problem. Wir machen Beschleunigungsrennen, komm Flughafen. Ich zieh dich ab, Junge. Ich zeig dir, wo es lang geht, okay? Großes Maul für so einen kleinen Mann. Junge, was wir denken. Hey, übrigens, Dein Outfit sieht Schmalspur aus. Oh, Leute, vom Sehen sagen die alle, dass mein Outfit Schmalspur aussieht. Das ist doch total locker. Ich bin gerne so in Latschen unterwegs und so. Das ist schön locker, aber viele von euch meinten auch in den Kommentaren, dass wir uns vielleicht mal ein bisschen was Geschäftsmäßigeres holen sollen. Könnten wir auf jeden Fall mal machen, Leute. Aber ich sag euch ehrlich, ich find's gar nicht so schlecht. Mal ein bisschen was Lockeres und so. Man muss doch nicht immer mit Anzug und so rumrennen. Besonders, wenn wir die Autos tunen und so, dann passt das eh nicht so. So, Leute, was nehmen wir jetzt als Farbe? Vielleicht mal auch was Mattes? Oh, ich sag euch ehrlich... So Eis, es sieht schon geil aus in Weiß. Ich würde das Auto echt in Weiß lassen. Ich finde, glaube ich, das ist schon ganz gut. Ich mache jetzt hier noch Unterbodenbeleuchtung rein, auch in Weiß, obwohl die sieht man wahrscheinlich ein bisschen besser draußen. So viel kann man hier an diesem Auto nicht machen. Scheiben noch schön getönt. Extras, was haben wir hier für Extras, Leute? Können wir hier Extras reinbauen? Extras können wir leider nicht reinbauen, schade. Nummernschild lassen wir natürlich so. Wir haben auch, glaube ich, noch kein weißes Auto. Hier machen wir noch einmal SP. Der Wagen, Alter, der ist auch von innen relativ nice. Guckt euch mal hier auch das Cockpit und so an. Sieht schon wild aus. Kann man leider nicht so viel tun, Leute. Ich hoffe, dass man... Wow, ja, es ist eine Limousine, Leute. Ich sag euch ehrlich, wow, man könnte den auch für die VIP-Abholung nehmen. Ich sag euch, irgendwie hat der was. Ich weiß auch nicht, wenn wir damit vorgefahren kommen, der sieht irgendwie so edel aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde den auch direkt hier vorne bei Stani Performance direkt hinstellen. Das sind ja hier unsere Autos, die jetzt quasi so für den alltäglichen Gebrauch ist. Vielleicht können wir den auch nehmen als Leihwagen, weil ich denke mal, überlegt mal, jemand bringt ein überkrasses Auto, ein Auto, was mehrere Millionen Euro kostet, da kann ich ihm nicht unseren Golf als Leihwagen geben. Der lacht uns aus, Leute. Wenn der, nee,
Da werde ich ihn safe den hier geben. So, dann werde ich jetzt mal noch schnell den Nissan tun, Leute. Und dann müssen wir uns relativ schnell auf den Weg machen. Und zwar, der Typ hat uns ja zu einem Rennen herausgefordert. Normalerweise fahre ich keine Rennen mehr kostenlos. Aber heute machen wir mal eine kleine Ausnahme. Weil ich muss eh mal wieder die Autos ein bisschen testen. Gucken, was gerade so das schnellste Auto ist. Und ich wollte mir eigentlich auch mal wieder ein richtig krasses OP-Auto bauen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, was das für ein Auto sein soll. Ich hoffe, dass wir die Nissan hier, Leute... Ich sag euch ehrlich, ich glaube, den werde ich auf Drift umbauen. Ich habe mal richtig... Oder der ist ja schon so ein bisschen Drift-Auto. Weil guck mal hier, das ist schon Drift-Karre, Leute. Bro, der driftet schon... Der driftet wirklich schon echt nice. Ich würde den vielleicht noch... Wow, der driftet echt sehr gut. Boah, der knallt auch hinten raus, Leute. Also das wird auf jeden Fall unser erstes Drift-Auto sein. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch so einen Drift-Contest, wo wir dran teilnehmen können. Aber da müsste ich vielleicht noch mal so ein paar Übungsstunden nehmen. Mal ein bisschen durch die Stadt driften. Aber erstmal wird das Auto hier ein bisschen aufgetunt. So, mal hinten rauffahren, Leute. Ich weiß auch gar nicht, was man hier als Farbe nehmen sollte. Oh mein Gott, Leute. Bro, nein. Leute, wir... Oh doch. Bro, was? Bro, wir können vorne die Front sogar tunen. Also manche... Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Boah, ich würde direkt die Front nehmen, Leute. Ich muss mal rausfahren. Man sieht hier drinnen leider nicht so viel, weil es ein bisschen dunkel ist. Ich muss hier unbedingt ein bisschen mehr Licht einbauen. So, Leute, wir gucken mal hier vorne. Boah, was gibt das hier für geile Frontstoßstangen? Hä? Ich sag euch ehrlich, die war am krassesten gewesen. Die sieht am sportlichsten aus. Richtig geil. Heckstoßstange müsste es auch einige geben. Mal gucken. Also die Auswahl... Boah, mit fetten Heckdiffuser, Leute. Wie krass ist das denn bitte? Boah, das sieht auch... Boah, guckt euch mal diese Abrisskanten an der Seite. Boah, das müssen wir nehmen. Guckt euch diese Abrisskanten an. Leute, das sieht aus, als wären da so eine... Ey, ich weiß auch nicht, was das ist, aber das sieht auf jeden Fall heftig aus. Die Seite können wir auch tunen. Das ist natürlich nicht so krass, also auch die krassen Veränderungen. Okay, da werden wir einfach die hier nehmen, Leute. So, dass das Auto noch ein bisschen tiefer aussieht, also so ein bisschen sportlicher. Einen anderen Auspuff können wir auch ranbauen. Ich guck mal, was da für eine Bro, was ist das für ein dickes Rohr, Leute? Guckt euch... Oh mein Gott. Bro, was können wir hier für dicke Rohre ranbauen? Ey, ich sag euch ehrlich, ich werde auf jeden Fall das hier nehmen. Das sieht ja voll krass aus. Das ist so ein extra Fahrgestell, Leute. Können wir uns noch so einen Überrollkäfig einbauen. Ich finde, das passt auch ganz gut. Motorhaube. Oh, da sehen wir direkt den kompletten Motor. Aber ich würde hier so eine... Boah, das sieht voll geil aus mit so einem geriffelten, Leute. Man kann so ein bisschen den Turbo sehen, den Motor. Warum nicht? Kotflügel können wir auch ändern. Mal gucken hier, was wir am Kotflügel machen können. Okay, das ist der hintere Kotflügel. Okay, leider ist die Änderung... Okay, wir können den abbauen. Aber nee, Leute, abbauen sieht irgendwie nicht so gut aus. Also wir können hier leider nicht so viel ändern. Vielleicht den anderen Kotflügel vorne... Können wir hier noch was ändern? Nee, können wir leider auch nicht ändern. Dann lassen wir den Standard-Kotflügel. Oben das Dach können wir hier noch so eine Abrisskante anbauen. Ey, das war mir so klar gewesen, dass wir hier bei dem Auto echt viele Tuning-Möglichkeiten haben. Getriebe, Race-Getriebe, Federung, noch ein bisschen tiefer. Guck mal, wie tief der aussieht. Holy moly. Und Farben würde ich gerne hier so eine schöne... Boah, hier sowas schön Klassisches, Leute. Warum nicht, ey? Ich sag euch auch ehrlich, bei dem Auto, finde ich, passt auch so ein klassisches Weiß, Leute. So ein Off-White-Weiß, Leute. Das gibt mir so Miami oder Pure-White. Boah, ich sag euch ehrlich, das gibt mir hier so richtig Miami-Vibes irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. So richtig Oldschool-Auto, Leute, weil das ja auch ein bisschen was Älteres ist. Dann machen wir hier noch Neonlicht darunter. Guck mal, hier auch in Weiß. Ich finde irgendwie, ich weiß auch nicht, Leute... Sag ich ehrlich, boah, hier mit den schön, mit den Scheiben getönt. Das ist ein richtig schönes Oldschool-Auto. Dings werden wir reinmachen. Turbo, Xenon-Scheinwerfer werden wir diesmal nicht reinmachen. Und ich werde, ja, das Nummernschild, Leute, könnten wir eigentlich so lassen. Machen wir hier SP draus. Und ich würde sagen, wir wären noch zusätzlich, boah, oder ich mache doch Xenon-Scheinwerfer rein, Leute, und könnte so Eisweiß machen. Aber ich weiß gar nicht. Ah, okay, man hat leider nur... Schade, ich dachte, die fahren auf, Leute, weil diese komischen Dinger da vorne, normalerweise, wenn man das Licht anmacht, fahren die halt auf, so wisst ihr, was ich meine? Aber bei dem Auto funktioniert das leider nicht. Schade. Felgenfarbe, boah, müssen wir eigentlich auch weiß nehmen. Ich würde vielleicht ein paar andere Felgen raufnehmen, Leute, ein bisschen was Tuning-mäßigeres, dass es noch ein bisschen, ihr wisst schon, ein bisschen wilder aussieht. Guck mal hier, die sehen ganz gut aus. Aber ich will natürlich auch welche, die so ein bisschen... Oldschooler sind, ne? Das müsste jetzt hier nicht so eine... Ja, sowas hier, Leute. Sowas. Das sieht schön tuning-mäßig aus, aber sieht jetzt auch nicht zu krass aus, meiner Meinung nach. Dass das halt nicht zum Auto passt.
Und jetzt, wenn wir mal gucken hier, das nehmen wir Frostride bzw. Offride noch für die Felgen. Und dann werden wir mal gucken, ob das Auto auch wirklich schön driften kann. Boah, Leute, seid mal ehrlich. Der Wagen hat schon Style, ne? Der Wagen? Oh mein Gott, man kann damit... Oh mein Gott, das könnte echt unser Drift-Auto sein. Guck mal hier. Drift. Wow, wow, wow. Oh mein Gott, was ein Drift. Wow, wow, wow. Bro, das ist das perfekte Drift-Auto, ich sag euch ehrlich. Wow, okay, ich müsste ein bisschen üben zu driften. Aber, wow, 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 der Wagen ist echt brutal zum Driften. Ich habe jetzt noch ein bisschen was an der Performance gemacht, Leute. Der müsste jetzt noch ein bisschen mehr driften. Boah, guckt euch das mal an hier. Guckt euch das mal an. Yo, Junge, was ist das für ein Auto? Das ist echt ein geiles Drift-Auto. Bisschen Beschleunigung müssten wir noch runternehmen, Leute, dass er ein bisschen langsamer fährt, würde ich sagen. Aber ansonsten, ich drifte mal hier rauf, weil ich da an die Performance. Boah, ich bin echt zufrieden mit dem Auto. Also wir haben wirklich hier unser erstes waschechtes Drift-Auto, mit dem ich natürlich noch ein bisschen üben muss. Aber falls wir jetzt mal so eine Drift-Challenge haben sollten, kann ich... Oha, was war das gerade, Leute? Kann ich damit auf jeden Fall angeben. Und der hat halt, Leute, das ist, seid mal ehrlich, der Style von dem Wagen ist schon eine 10 von 10. Ist halt so ein bisschen, auch mit dem Kennzeichen da vorne drin, sieht das auch extrem geil aus. Das ist auf jeden Fall so ein Auto, Leute, weil es unser erstes Drift-Auto ist, werde ich direkt mal in unseren Showroom fahren. Warum nicht? Weil ich glaube, so Drift-Autos, Leute, gibt es auch nicht so oft in Los Santos und habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Deswegen ist es das erste, aber wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Und zwar, wir haben ja unser Rennen, Leute. Und für unser Rennen, wir sind ihn lange nicht gefahren, ich werde den B63 nehmen, Leute. Sage ich euch ehrlich, das ist ein gutes Auto. Damit sollten wir ihn einfach locker besiegen. Das ist jetzt kein ultraschnelles Auto. Obwohl, doch, Leute, es ist schnell. Es ist auch übertrieben krass. Ich denke mal, damit werden wir den locker abziehen. Und dann kann er erstmal sehen, was hier passiert mit dem. Und dass er weiß, dass er sich lieber nicht gegen Stani Performance anlegen sollte. Let's go! Und überlegt mal, das ist ja nicht mal das beste Auto, was wir haben. Also wir fahren hier eigentlich gerade mit einem zweitklassigen Auto zu einem Rennen, Freunde, weil ich es gar nicht nötig habe. Ein bisschen traurig bin ich darüber, dass in der letzten Folge mit iCrimex der Audi gebrannt hat, Leute. Wir hatten ja ein Audi gehabt. Ich hatte noch nie so ein schnelles Auto gehabt. Dieser Audi ist einfach auf der Flughafenstrecke 2500 km/h gefahren, was absolut crazy ist. Aber das Auto ist explodiert, Leute. Ihr habt es gesehen, das hat einfach angefangen zu brennen. Aber ich habe es euch gesagt, wenn wir zu krass tunen, macht der Motor nicht mit, Motor geht kaputt und Auto explodiert und das ist halt immer der Nachteil. So, wo ist denn jetzt hier der Typ, Leute? Hä? Ach, das ist er ja schon. Ey! Hä, wo ist der, Leute? Ist der da? Sitzt der da drin? Ey, der sitzt doch da drin, Junge, der soll mal reden mit mir hier. Ey, Kollege! Was geht? Ja, bist du bereit fürs Rennen? Bro, ich bin bereit, pass mal auf. Warte aber kurz. Ey! Hä? Boah, ist der gerade gefahren, Leute? Oh, der hat gerade echt einen schnellen Eindruck gemacht. Ich habe gerade gar nicht gesehen, wo ist er hingefahren. Hä? Was war das, Leute? Also ich glaube... Was ist denn jetzt? Oh, ich bin jetzt bereit fürs Beschleunigungsrennen. Oh, Bro. Guck mal. Ja. Guck mal, Leute. Oh mein Gott. Lass mich raten, du hast das Auto von der Rainbow Crew. Lass mich raten, Bro. Du hast das Auto von der Rainbow Crew. Leute, was geht dich das an? Kennt ihr das Auto? Das haben wir doch schon abgezogen. Ja, alles gut, Bro. Weißt du, warum die das Auto verkauft haben? Weil ich die zerstört habe und die jetzt neue Autos bauen. Aber okay, alles gut, Bro. So, warte mal. Ich mache jetzt mal hier neuen Modus rein. Ja, okay, Bro. Dann, Leute, ich habe gerade den Race-Modus drin. Wie viel? Drei Rennen oder was? Ja. Okay, 1, 2, go! Wow, Bro! Oh mein Gott, Leute. Hey! Bro, also... Wow, ja, erster Punkt an mich. Was hast du gesagt? Erster Punkt an dich? Erster Punkt geht an mich, du Schmarschbo. Ich war als erstes durch. Leute, stimmt nicht, aber... Okay, Bro, ich wollte ihn eine Chance lassen, Leute, aber kann er vergessen. Okay, fahr los. Okay, Leute, hier. Bro, was macht der, Leute? was ist das für ein Typ, Leute? Der kann doch nur unfair gewinnen. Soll er doch gewinnen? Zweimal? Okay, wir haben eh gesagt drei Runden.
So, okay. So, warte mal, ich muss das Auto nochmal reparieren und dann zeige ich dir jetzt, wo es lang geht. Ey, wie kann man denn so unfair fahren? Ey, wie, also das ist auf Krampf, Leute, braucht ihr Aufmerksamkeit. Ich werde ihn jetzt gar keine Chance lassen. So, ich werde jetzt direkt Vollgas durchballern, Leute. Ist mir egal, sag ich euch. 3, 2, 1, go, los, hey, zack. Du bist doch voll gefahren. Bro, was labert der? 1100 km/h, easy, Leute. Easy, kein Problem, gewonnen. Bro, du brauchst eine halbe Stunde, bis du ins Ziel kommst, Junge. Komm mal ein bisschen klar, das ist noch nicht mal mein bestes Auto. Was willst du von mir? Okay, ich mach meinen Super Rainbow Modus an. Ja, mach den Super Rainbow Modus an. Los. Fahr los, Bro. Fahr los. Let's go. Oh, Leute, guck mal, er denkt, er kann. Auf Wiedersehen. So, Leute, auf Wiedersehen. Das war's. Wieder gewonnen. Ey, guck mal, das Ding ist, dein Auto, ich hätte schon locker gewonnen. Du hast mich dreimal weggerammt. Was ist dein Problem, Junge? Okay, los, fahr los, fahr los. Fahr los, komm, fahr los. Fahr los! Okay. Oder so. Alter, der hat mir den Reifen platt geschossen, Leute. Aber das Ding ist, der Reifen wird jetzt erst gleich platt gehen. Das ist das Ding, Bro. Ey, wie kannst du fahren mit dem platten Reifen, Mann? Bro, jetzt ist der Reifen erst platt, Leute, weil ich zu schnell bin, Bro. Ich bin schneller, als der Reifen überhaupt platt geht. Checkt ihr das? Junge, guck mal, ich sag dir eins zu Hayupai. Alter, erzählst du noch einmal in der Stadt rum, dass du schneller bist wie ich, werde ich dich auch in andere Rennen zerstören, Junge. Du, Junge, seh einfach zu, dass du Land gewinnst. Oh, rein. Oh, Leute, das war easy gewesen. Ab geht's, zurück zu Stani Performance. Ich wollte, gut, dass er ihn platt gemacht hat. Ich muss das Ding erstmal gleich reparieren. Haben wir direkt erstmal gezeigt, wo es lang geht. Zack, wieder rein hier in Stani Performance. Das Ding muss natürlich erstmal hin. Stani! Hä? Bin drinnen! Boah, was will Armin denn jetzt schon wieder, Leute, ey? Armin, soll mal lieber ein Auto kaufen, anstatt hier die ganze Zeit... Hey, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Mann. Hat schnell rumgesprochen. Ey, Bro, das war irgendein Typ von deren... altes Auto von der Rainbow Crew gekauft hat. Weiß, die Rainbow Crew habe ich schon vor 3 Monaten abgezogen. Und Leute, viele fragen immer, was denn mit der Rainbow Crew ist. Die haben sich seitdem nicht mehr bei mir gemeldet, seitdem ich die zerstört habe. Und das war nicht mal mein schnellstes Auto, was ich aktuell habe, Armin. Ja, guck mal, ich wollte erstmal Glück wünschen, aber jetzt hat ein Kollege von dem erzählt die ganze Zeit rum, dass du vielleicht im Steuerungsrennen gut bist, aber im normalen Rennen hast du keine Chance, weil du nur gerade ausfahren kannst. Soll er kommen, soll er kommen. Soll, er kommen. Soll ich ihn zu dir schicken, oder was? Ja, soll er kommen, Bro. Es ist übelstig. Leute, jetzt, okay, guck mal, da merkt ihr einfach, was die Leute auch für Müll erzählen. Die sagen, guck mal, ich ziehe jemanden im Beschleunigungsrennen ab. Die sagen, nee, ich bin nicht der Schnellste. Ich kann nur gerade ausfahren. Ich kann kein Auto fahren, alles drum und dran. Leute, ich ziehe die Leute doch auch in einem richtigen Rennen ab. Ich weiß, okay, Beschleunigungsrennen ist natürlich sehr einfach, weil, Leute, im Beschleunigungsrennen kommt es natürlich darauf an, dass die Autos extrem hohe PS haben, viel Newtonmeter, dass sie die Power auch auf der Straße bringen, weil viele vergessen es, Leute. Ich sag euch ehrlich, guck mal, ich könnte dieses Auto, was ihr hier seht, wir könnten 20.000 PS draus machen jetzt. Theoretisch. Wisst ihr, was ich meine? Aber das Auto muss diese 20.000 PS auch auf die Straße bringen. Und wenn das Auto das nicht kann, dann ist es egal, wie viel PS ein Auto hat. Also von daher, alles egal, Leute. Sollen die kommen, sollen die gegen mich rennen fahren, was die wollen. Ich ziehe die überall ab. Weil, guck mal, das Auto hier zum Beispiel, Leute, würde ich jetzt nehmen für so ein Beschleunigungsrennen. Das ist okay. Zum Beispiel das Auto, Leute, das ist ein Oldschool-Wagen, Bro. Der hat kranke Performance. Damit kann ich Rennen fahren, alles drum und dran. Also, falls hier ein Typ kommen sollte, der ein Rennen gegen mich fahren soll, werde ich einfach das Auto nehmen. Und falls jemand kommen sollte, der richtig Ärger macht, Leute, boom, nehme ich den GT Vision, Leute. Ich weiß nicht, haben wir den schon mal getestet? Ich habe den noch nicht mal auf maximale Stufe getunt. Wenn wir den auf maximale Stufe tunen, Leute, ich will jetzt nicht lügen, aber das Auto, 3.000, 4.000 km/h, checkt ihr das? Bro, das ist Schallgeschwindigkeit. Ab 1.100 km/h, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ich bin kein Physikexperte, Leute. Durchbricht man die Schallgeschwindigkeit ohne Probleme. Deswegen kann ich das Auto nehmen. Hallo. Bro, na, ist das der Typ oder was? Ey, warte mal, Leute. Ich glaube, ich drehe durch. Hallo, kann man bei Ihnen ein Auto tunen? Natürlich können Sie bei mir ein Auto tunen. Sehr gerne. Sehr gut. Oh, aber erst, was ist das denn? La Ferrari oder was? Du Schmalspur, denkst du, kannst hier Rennen fahren? Hä? Weil du meinen Kollegen abgezogen hast in einem Geradeausfall, wo nichts mit Skill zu tun hat. Ich werde dir beweisen, was Skill bedeutet. Bro, das einzige Skill, den du hast, ist im Essen bei McDonald's, im Wettessen, ja, Bro, mit deinem dicken Bauch. Ich werde dich auffressen wie ein Cheeseburger. Nachdem ich 3 Monate gefasst habe. Guck mal. Ich fahre jetzt gegen... Das letzte Mal, Leute. Ich fahre jetzt nochmal gegen diesen Hayupai-Schnellenrennen. Ja? Ich ziehe die noch... Guck mal, und dann kannst du jedem in der Stadt erzählen, dass ich euch alle abgezogen habe. Dann braucht ihr hier bei mir gar nicht mehr ankommen. Dann ist... Leute, nämlich wir werden jetzt den Typen erstmal zeigen, was abgeht. So, wir nehmen hier unsere Rennkarre. Gut, dass ich euch die gerade gezeigt habe. Dann werden wir mal hier den
Kollegen mal zeigen, was abgeht, Freunde. Boah, ich liebe dieses Auto. Schön, das auch mal wieder auszufahren. Und ich sag euch, oh, Bro, diese Performance von dem Wagen, ne? Ich liebe das Auto jetzt schon. Der wird so kassieren. Kommst du mal. Jo, pass mal auf. Lass uns ein Rennen fahren von hier zum... Ich bin nicht Flughafen. Nee, lass uns zum Observatorium fahren. Ich sag dir ehrlich, lass uns zum Observatorium fahren. Hast du Angst oder was? Nee, ich habe keine Angst, aber das Observatorium, das ist mal eine Strecke, wo man auch ein bisschen was mit Können haben muss. Verstehst du? Alles klar, ich schmeiß eine Granate, wenn die hochgeht, fahren wir los. Ja, okay, alles klar. Und dann kannst du... Okay, Leute, alles gut. Guck mal hier, Leute, es kommt auf Fahrt. Du hast mich gerammt. Bro, ich hab dich gar nicht gerammt. Was laberst du, Leute? Digga, schon wieder. Oh, was labert der, Leute? Oh mein Gott, Leute. Nein, warte mal. Oh mein Gott, das wurde falsch angezeigt. Ey, wurde bei dir der... Bei mir auch nicht wichtig. Ey, das Navigation. Geht das bei dir jetzt, oder was? Jetzt geht's bei mir. Okay, dann lass jetzt nochmal starten hier. Komm her. Lass nochmal starten auf Fairness, okay? Du kannst zuerst losfahren. Fahr zuerst los. Fahr vor. Nein, 3, 2, 1, go. Ich lass ihn losfahren zuerst. Guck mal hier, Leute. Guck mal. Er rammt mich, Leute. Er rammt mich. Kein Problem. Aber den holen wir... Guck mal hier. Bro. Leute, guck mal, das ist doch... Bro, der Typ ist eine Lachnummer. Verdammt. Guck mal hier, der Typ ist eine Lachnummer, Leute. Guck mal hier. Bro, das ist Performance, Leute. Ich hab euch gesagt, das Auto hat mit die krasseste Performance. Hier ein bisschen langsamer fahren, weil... Ist der hinter mir, Leute? Wo ist der? Ja, Bro, der ist safe hinter mir. Guck mal hier, Leute, wie das Auto hier, das hebt hier nicht mal ab. Wir müssen natürlich, ich sag mal, die komplette Performance können wir natürlich nicht abrufen hier, weil es ein Rennen ist. Wir können natürlich hier auch nicht die ganze Zeit crashen, aber ihr seht schon, was hier abgeht, Leute. Ihr seht ja die kmh-Anzahl, mit was für kmh wir hier gerade langballern. Junge, ich werde eine halbe Stunde fort. Oh mein Gott. Ich sag euch, ich liebe dieses Auto. Okay, das ist jetzt ein bisschen, oh mein Gott, Leute, das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt wirklich nicht so gut, aber schnell hier rüber, hier runter, Leute. Hey, du bist ja direkt vor mir, Mann. Wo bist du denn hingekommen? Bro, wo bist du denn? Wo ist der denn? Ich mach Jump! Nein! Bro, wir sind da. Leute, ich flieg vorbei! Oh mein Gott, der Typ dachte, er kann... Ja. Also, sorry, Leute. Meiner Meinung nach bin ich sehr, sehr clean durchgefahren. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Typ sagt. Aber ich sag euch, das ist ein Monsterkarre. Hier muss wirklich einer kommen, der gut Rennen fahren kann. Und hey, ich bin hier dran vorbeigejumpt. Ich bin hier drüber geflogen. Bro, ich hab dich abgezogen im Rennen. Willst du noch ein Beschleunigungsrennen oder was? Man hat doch gesehen, mein Auto ist 1000-mal schneller als dein Auto. Jetzt gib's wenigstens zu. Ja, du hast gewonnen, bla, bla, bla. Ey, Leute, Alter. Das sind... Guck mal, das verstehe ich nicht. Ich ziehe ihn ab und warum... Das ist der zu großes Ego, Leute, dass er das einsieht. Aber guck mal hier, ich bremse hier, zack, Auto um die Kurve, links, rechts, Leute. Tring, tring. Oh, hallo? Tring. Ja? Ey, Stani! Ja, was los, Amir? Digga, der beste Autorennfahrer in ganz Los Santos hat gerade gesagt, er geht zu deinem Laden und macht da Radau, wenn du ihn nicht zum Rennen mit ihm machst. Hä, hey Bro, der war doch gerade da gewesen. Nein, das war nur einer, der sagt, der besser ist als du. Aber jemand, der bisher alle Pokale gewonnen hat, der ist gerade richtig sauer und in deinem Laden. Ja, ich fahr hin, gar kein Problem, ey. Ja, ich wollte dich nur gewarnt haben. Okay, und das soll der beste Rennfahrer aus Los Santos sein? Das soll der beste sein, angeblich. Ja, keine Ahnung, gegen mich ist er noch nie ausgefahren. Ja, okay, hau rein, ciao. Pff, Leute, was ist das denn? Ja, ich rede durch. Wir machen heute eigentlich nur Duelle und ziehen alle ab, super. So Leute, wo ist denn der Typ? Ich bin jetzt mal gespannt, was der für ein Auto hat, wenn es der krasseste Rennfahrer ist. Wow. Hey Mann, bist du dieser Stani? Yo, Alter, wow, Alter, beruhig dich. Ich will ein Rennen gegen dich fahren. Hier, Leute, fangen schon an zu ziehen, dass du der Krasse bist. Ich bin der Krasse. Ich habe schon 8 Pokale hintereinander gewonnen. Ja, du hast 8 Pokale gewonnen. Das ist schön. Du hast auch ein echt cooles Auto, muss ich sagen. Also, der gefällt mir echt gut, Leute. Was ist denn das für einer? Was ist das hier für ein Auto, Junge, Alter? Kenn ihr? Junge, besieg mich und find's heraus. Ich fahre nur um Papierscheine Fahrzeugscheine. Um Fahrzeugscheine? Ja, pass mal auf. Ja. Ich wette, ich besieg... Ey, wir Beschleunigungsrennen mit dir. Bro, guck mal, ich besieg dich rückwärts, im Rückwärtsfahren, okay? Alles klar, nur rückwärts fahren, du, ich geradeaus. Ist egal, wie ich gewinne, ob ich gewinne. Ja, okay, Leute. Flughafen. Leute, ihr glaubt, ihr wisst, für was es gerade Zeit ist, ne? Es wird Zeit für den Traktor. Weil, Leute, ihr wisst ganz genau, wenn ich den Traktor auspacke, dann sagt keiner mehr was. Und ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, wir sind ja lange keine Rennen gefahren, dass wir den Traktor auch lange nicht ausgepackt haben, ne? Also... Der Traktor ist natürlich auch immer, um die Leute wirklich zu demütigen, Leute. Und ich sage euch ehrlich, den Traktor würde ich auch normalerweise nicht auspacken, aber ihr kennt ihn. Das Ding
Es sieht absolut lächerlich aus, aber das Ding ist ein absolutes Rückfahrmonster, weil das Ding hat zu viel Power zum Vorwärtsfahren, dass man damit einfach rückwärts fahren muss. Und damit werden wir den Kollegen jetzt abziehen. Für die Leute, die diesen Traktor noch nicht kennen, ich zeige euch einfach mal, wie viel Power der hat. Guckt euch das an. So, warte mal, ich gehe mal hier Vollgas, Leute. Hier auf Dings hier. So, und zack. Guck mal, wie der vorne hochkommt. Guck mal, wie der vorne hochkommt. Also hier, hier guck mal hier. Das ist zu viel, zu viel Leistung für vorne, weil der Schwerpunkt, der ist zu weit hinten. Wir können nicht die ganze Leistung auf die Straße bringen. Und das meine ich auch, Leute. Das Ding hat 3000 oder 4000, keine Ahnung, 5000 PS, Leute. Und wir können die Leistung nicht auf die Straße bringen, sondern nur beim Rückwärtsfahren. Und damit werden wir den jetzt zerstören. So, wo ist der Kollege hier, Leute? Zack, ach, da ist er ja. Was geht, Kollege? Ey, Mann, das Auto will ich nicht gewinnen. Wenn du verlierst, krieg ich ein ganzes Autohaus. Ja, pass auf, wenn du gewinnst, Bro, kriegst du zwei Autos aus meinem Autohaus. Und wenn ich gewinne, krieg ich dein Auto, okay? Ja, Mann. Okay, Bro, fahr los. Leute. Hey, you win. Oh, Leute, er gewinnt. Oh, ich merke gerade. Leute, wir haben nur einen Motor aktiviert. Oh mein Gott, wie dumm ich bin. Leute, wir haben nur einen Motor aktiviert. Tja, verloren hast du. Ja, einen Moment kurz. Ich muss kurz mal alle Motoren aktivieren. Das war natürlich los gewesen, Leute. Warte mal. So, ich muss mal hier alle Motoren aktivieren, Leute. Und dann wird das Ding natürlich ein bisschen schneller sein als eben. So, bist du bereit oder was? Ja, ich mach jetzt. Hey, Leute. Kurze Probefahrt. Okay, wir sind jetzt schon bei... Okay, Leute. Wow. Ey, da ich ja zu früh gestartet bin, hast du immer noch 1-0, okay? Also, ja, okay. Dann okay. 3, 2, 1, go! Haha! So, Kollege, was geht? Kollege? Was geht? Oh, und 1000 km/h, Leute. Easy. Ey, Leute, wir müssen uns echt mal eine längere Rennstrecke suchen. Nicht, dass ich hier immer die ganze Zeit durchknalle. So. Alles klar, nächster Punkt entscheidet, oder? Nächster Punkt entscheidet. Tschüss, dein Autos gehören mir. Oh, er will Frühstart machen. Kein Problem, Leute. Und da ist er vorbei, Das war's, Kollege. Nein, Mann, bitte. Bro. Oh, guck mal. Du kannst allen deinen Kollegen erzählen. Legt euch. Auto behalten? Nein, du kannst das Auto nicht behalten. Sieh zu, dass du Land gewinnst, sonst kriegst du eine Backpfeife, sag ich dir. Weg mit dir. Aua. Mann, kleines Riesenbaby, Leute. Leute. Niemals. Was ist hier mit dem Auto los, Leute? Niemals legt euch gegen Stani Performance an. Ich hab's euch gesagt, wir haben ein neues Auto gewonnen. Sehr nice, weil ich wollte halt eigentlich gar kein neues Auto gewinnen. Ich wollte auch gar kein Rennen fahren. Aber hat jetzt alles so gepasst. Ich werde jetzt die beiden Autos zurückbringen, Leute. Und legt euch niemals gegen Stani Performance in einem Rennen an. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Boah, Leute, guckt euch mal bitte sein Auto an, was er hat. Das ist zwar schon ein bisschen kaputt. Vielleicht könnten wir es kostenlos reparieren, aber das ist ein Lamborghini Aventador Spider Edition hier, Leute. Das ist auf jeden Fall ein richtig krasses Auto und auch extrem teuer. Der Typ hat auf jeden Fall Kohle. Vielleicht ist es ja ein geheimer Millionär oder so. Wie kann ich Ihnen helfen, der Herr? Mein Name ist Jeff, Los Santos Film Studios. Ich brauche einen richtig guten Wagen für einen Superstar. Sie brauchen einen guten Wagen, da kommen Sie mal mit. Wir haben einige Autos gerade vorrätig. Leute, ein Superstar. Ist das irgendwie eine Studios? Sind Sie irgendwie ein Filmmanager oder was sind Sie? Das ist richtig, richtig. Ich betreue eine bestimmte Person und diese bestimmte Person braucht ein Auto für einen Film. Alter, Leute, als ob meine Autos von Stani Performance werden bald in einem Film sein. Wie krank ist das bitte? Wir haben hier echt viele Autos. Für was interessieren Sie sich denn? Also schnell, langsam, Drift-Autos haben wir mittlerweile jetzt auch. Das ist hier unser erstes Drift-Auto. Nissan 180 SX, sehr, sehr seltene Karre. Und hier im Oldschool-Miami-Vice-Look. Vielleicht wäre das was für Sie. Ich sage Ihnen ehrlich, das würde perfekt in einen Film reinpassen. Überleg mal, Ihr Superstar driftet mit dem Auto in eine Tankstelle rein. Wie krass wäre das? Ja, aber ich glaube, keins der Autos spricht uns jetzt gerade an. Ich würde sie am besten eigentlich selber einmal hierher holen. Ja, also wir bieten auch VIP-Abholung an. Und die VIP-Abholung ist natürlich bei Superstars inklusive. Zeigen Sie mal das Auto, mit dem Sie die Dame abholen wollen. Boah, seht ihr, Leute, ich sag euch ehrlich, so eine Superstars, die wollen nicht mit einem normalen Auto abgeholt werden, die wollen mit einem VIP-Wagen abgeholt werden. Und zum Glück haben die uns in den letzten Folgen eine richtig krasse Ultralimousine besorgt, mit dem wir das auf jeden Fall lösen können. Gucken Sie mal an, das wäre hier unsere VIP-Abholung, Champagner, alles ist drinne, die feinsten Getränke und wir würden sie sicher abholen und ja, das wäre... Das hört sich nach einem guten Plan an, aber könnte man die Limousine auch umfärben? Also so Richtung Pink?
Oh mein Gott, Leute. Also eigentlich würde ich jetzt nicht eigentlich das ganze Auto umfärben, aber der Typ macht mir auf jeden Fall einen sehr krassen Eindruck und ich will den Kunden auf jeden Fall nicht verlieren. Wir werden das Auto umfärben in rosa. Senden Sie mir einfach gleich den Standort einfach rum und dann komme ich zu Ihnen zum Anwesen und hole die Person ab. Das machen wir so. Vielen, vielen okay, Dank, dann bis gleich. Tschüssi. Alter, Leute, was ist das denn? Sowas hatte ich auch noch nicht erlebt. Um was für ein Superstar denkt ihr, handelt es sich? Aber wieso will dieser Superstar eine rosa Limousine haben? Aber wir werden natürlich auch diesen Wunsch erfüllen. Guckt euch das an, Leute. Ich muss halt das Auto eh noch tunen. Ey, das sieht schon, ey, das ist auch, ich hoffe, wir kommen hier mit überhaupt um die Kurve rum. Oh mein, ey, Leute, ich sag euch ehrlich. Diese Limousine ist wirklich zu krass. Ich bezweifle, dass wir damit überhaupt in die Werkstatt reinkommen. Okay, also die Tür geht auf und... Ach du grüne Neune, Leute, ich sehe nichts. Ich muss Ego-Perspektive gehen. Okay, hier lang. Ach du grüne Neune. Okay, wir sind auf jeden Fall in der Werkstatt drin. Ne? Und dann werden wir das Ding jetzt mal ein bisschen tunen. Weil das wollte ich ja eigentlich eh schon machen. Hier wollten wir jetzt eigentlich die Farbe ändern. Die Farbe ändern wollte ich eigentlich auf Gold machen. Aber ich werde es jetzt so pink machen, Leute. Hier oder so Pony Pink. Das sieht auch richtig geil aus. Dann braucht das Auto natürlich noch richtig fette Felgen, damit es krass aussieht. Weil aktuell guckt euch mal diese lame Felgen an, Freunde. Das ist doch gar nichts. Wir werden da jetzt ein paar richtige Granaten raufhauen. Ich guck mal hier, was da so gibt. Boah, guckt euch mal diese Felge an, Leute. Das sind auf jeden Fall Baba-Felgen. Oh ja. Oh ja, das wirkt direkt schon viel, viel krasser und professioneller. Ich nehme jetzt einfach mal diese Felgen hier, Leute. Warte mal, ich nehme jetzt einfach mal die hier. Die sehen ganz cool aus. Und gleichzeitig werden wir hiervon natürlich noch die Farbe ändern. Auch am besten in so rosa-pink-mäßig. Dann haben wir nämlich die ganze Limousine darauf abgestimmt, Leute, und unser VIP-Kunde wird absolut zufrieden sein mit uns. Dann müssen wir natürlich noch das Kennzeichen ändern, und zwar das Kennzeichen würde ich ändern auf VIP-SP, Leute, nämlich Stani Performance oder VIP-Service Stani Performance. Wie krass ist das bitte, Leute? Welche Leute haben so ein Auto? Dann werde ich hier Xenon-Scheinwerfer reinbauen und diese Xenon-Scheinwerfer werde ich auf Pink ändern auch noch. Alter, wie krass ist das bitte? Wir haben hier wirklich alles angepasst. So, die Fenster könnten wir noch... Ja, die Fenster müssen auf jeden Fall getönt bleiben. Also, da können wir die Töne können wir nicht rausnehmen. Wir könnten noch Neonfarben runterbauen. Das würde auch vielleicht ganz cool aussehen. Ich weiß gar nicht, ob das Auto hier auf jeden Fall Neonfarben hat. Aber, Leute, ich würde sagen, die Limousine ist bereit, um den VIP-Kunden abzuholen. Und, boah, guckt euch mal bitte an. Ey, seid ehrlich, wer würde gerne mit so einer Limousine abgeholt werden? Auch jetzt mit den Felgen und so. Das sieht so nice aus. Gut, ich muss mal gucken, wann ich den Standort rübergesendet habe. Und dann werden wir direkt straight dahin fahren. So, Freunde, wir sind gleich da. Wir mussten einmal durch die komplette Stadt fahren. Und mit der großen Limousine ist das wirklich immer eine absolute Katastrophe, weil man das Ding so schwer lenken kann. Und Parkplätze hierfür findet man auch nicht sonderlich. Und hier soll es nämlich sein, Leute. Hier soll die Person wohnen. Aber ich... Bro, da ist sogar Security, Leute. Wie krank ist das bitte? Okay, das Haus sieht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus, aber wenn das Haus abgesichert ist und selbst Security davor steht, scheint es aber definitiv eine wichtige Person zu sein. Wir müssen jetzt einmal hier umdrehen und dann werde ich direkt auf der richtigen Seite parken. Wir müssen mal hier... Sorry, Study Buddy, muss mal hier kurz umdrehen, Leute. Zack, zack, zack. Okay. So, perfekt, Alter. Mit dem Auftritt hier. Das ist, sagt euch ehrlich... Welches Autohaus bietet so eine krasse VIP-Abholung an wie wir? Niemand. Boah, das wird, ey. Oh, Leute, da sind sogar Mädels. Oh, was ist das denn? Hä? Alter, wow, 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 Leute. Ui, schöne Dame, hallo. Oh, wow, wow, Leute, das scheint hier wohl so Dings zu sein. Also ich weiß nicht, was ich, um was für einen Film sich das hier handelt, aber das scheint auf jeden Fall ziemlich krass zu sein. Hallo? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Stani Performance, mein Name. Ich bin hier, um den Superstar abzuholen. Ah, mit der Limousine, ja. Ja, genau. VIP-Abholung wurde einmal gebucht bei Stani Performance. Oh. Sehr gut, sehr gut. Was für... Machen Sie keine Faxen, ja? Nein. Um was für Filme handelt es sich denn hier, die hier gedreht werden? Und damit habe ich nichts zu tun. Ich bin einfach nur für das Leben der Frau zuständig. Okay. Oh, hä? Leute, das ist ja hier eine... Hä? Leute, nein! Ist das Barbie? Barbie? Leute, das... Ich glaube, warte mal. Hallo? Hallo? Stani? Hey, I'm a Barbie girl! It's fantastic! So about the plastic! Come on, Barbie! Was macht er hier?
Das ist der Limousine, das ist die Abholung. Ich bin die Abholung. Sie hat ein neues Auto für ihren Film bestellt. Mädels, meine Barbies, Partyteil weiter. Herzlich willkommen, Barbie, bei der VIP-Abholung. Kommen Sie bitte einmal mit. Wir fahren jetzt direkt zum Autohaus und da werden Sie für Ihren neuen Film, ich habe gehört, Sie brauchen da ein Auto und da werden Sie natürlich direkt bei uns perfekt professionell ausgerüstet. Gucken Sie sich mal hier Ihre Limousine an, extra in rosa. Was sagen Sie dazu? Oh mein Gott, das wollte ich genauso. Steigen Sie bitte einmal hinten ein. Oh mein Gott, Junge. Ganz hinten. Ganz hinten einmal einsteigen, Barbie. Sehr gut. Sind Sie drinne? Oh, guck mal, Leute. Ja, hörst du mich? Hallo. Ja, ich höre Sie. Und jetzt. Ich bin hinten. Und jetzt werden wir zu Stadi Performance fahren und da können Sie sich einige Autos angucken. Können Sie mein Zorn sehen? I'm a Barbie Girl. In a Fantastic. Das ist echt. Oh, come on, Barbie. Ja, das ist echt ein cooler Song, den ich liebe. Das ist mein Lieblingssong, Barbie. Wir fahren jetzt zum Autohaus. Bis gleich. So, da sind wir auch schon, Barbie. Wir sind hier bei Stani Performance, dem besten Autohaus in der Stadt. Hier wirst du definitiv das passende Auto für dich finden. Machen Sie auch die Tür auf? Ja, ja, natürlich. Barbie, steigen Sie bitte aus einmal. So, dankeschön. Super. Ich freue mich wirklich, Sie als erste VIP-Kundin hier zu begrüßen bei uns. Sie können sich jetzt ein Auto nach Ihrer Wahl aussuchen und wir werden das Auto natürlich nach Ihren Vorstellungen tunen. Aha. Nee, will ich nicht. Nee. Haben Sie denn schon... haben Sie vielleicht schon eine... Das war's? Leute, was, wie das war's? Leute, wie das war's? Bro, ich hab doch hier die krassesten Autos in... Warte mal, Leute, ich will mal kurz gucken, ob die... Ich glaube nämlich, die hat gar keine Ahnung von Autos, Leute. Ich glaube, die hat wirklich gar keine Ahnung. Hallo! Ja, gucken Sie mal. Wollen Sie eventuell das Auto hier für 1 Million Dollar haben? Nein. Leute, was? Warum nicht? Ich will ein Cabrio. Ein Cabrio? Ein Cabrio. In welcher Farbe würden Sie gerne ein Cabrio haben wollen? Pink, natürlich. Was ist das für eine Frage? Ich will einen pinken Cabrio und einen Can dazu. Ein Can? Ah ja, ich kann ja Can sein. Dafür ist Ihr Outfit hässlich. Ziehen Sie sich was Hübsches an, besorgen Sie mir einen pinken Cabrio. Ja, aber Leute, ich sag euch ehrlich, das ist ja hier ein richtiger Sonderauftrag, den wir heute bekommen. Das muss auf jeden Fall gut bezahlt werden und weil können das Auto... Können Sie sich einen Anzug anziehen? Ja, ich könnte mir einen Anzug anziehen. Und noch anständige Schuhe? Ja, könnte ich machen. Barbie... Leute, da draußen ist ein Paparazzi, was ist das denn? Hey, der muss hier... Leute, ich muss Barbie schützen. Der Paparazzi dürfte auf jeden Fall nicht aufs Grundstück rauf. Kamera weg! Hallo! Hey, hey, hier ist Top Secret alles! Alter, Barbie, geh zurückstellen! Warte mal! Was denn? Paparazzi, komm zurück! So, jetzt machen Sie mit, okay? Okay. Moment. Ich mach die Fotos, na klar! Mach die Foto davon! Warum küssen wir uns? Das ist für die Zeitung. Ja, Stani Performance ist jetzt mit Barbie zusammen. Nein, schreiben Sie hin. Wer ist der neue Ken von... Weg mit dir! Junge! Alter, komm mit rein schnell, Barbie. Komm mit rein. Alles gut, keine Angst. So, kommen Sie schnell rein. Ich fahr Sie zurück. So, also das... Fahren Sie mich zum Shopping Mall. Ja, okay. Barbie, der Auftrag wird sehr, sehr teuer werden, ne? Das sage ich jetzt schon. Also es könnte sein, das Cabrio, was ich Ihnen besorge, würde sich wahrscheinlich um 20 Millionen Dollar handeln. Ja, okay. Wie, okay? Ja. Ist der Preis für Sie in Ordnung? Kein Problem, kein Baby. Okay, Baby Girl. Ja. Fantastic. Oh, fantastic. Come on, buddy. Ja, okay, ich fahre Sie jetzt zurück und dann kümmere ich mich um Ihr Auto. Leute, wir haben einen richtig krassen Auftrag. Um 20 Millionen Dollar können wir reicher werden. Let's go.
Ey, Leute, Barbie ist auf jeden Fall absolut strange, ich sag euch ehrlich, aber wir kümmern uns natürlich um jeden Kundenwunsch und um 20 Millionen Dollar werde ich auch ein optimales Barbie-Auto besorgen. Das Problem ist nur, ich habe mal eine kleine Frage, Leute, wo sollen wir das Auto herbekommen? Ich muss das irgendwo herkriegen, ich weiß auch nicht wo, weil guckt euch das mal bitte an, Leute. Wir haben zwar die krassesten Sportwagen, aber ich merke gerade, dass wir gar keine richtigen Autos für Frauen haben und die werden wir uns jetzt besorgen, nämlich ein schönes Cabrio, Leute. Ein Cabriolet, olé. Leute, ich wollte eigentlich erst das andere Auto nehmen, aber ich werde jetzt doch lieber den Abschlepper nehmen, dass wir das Auto natürlich uns direkt mitnehmen können und hier tunen können. Ich fahre jetzt einfach mal... Oh, Leute, guck mal hier. Oh, was? Bro, ich sag euch ehrlich, das ist jetzt natürlich noch nicht das perfekte Barbie-Auto, aber das ist auf jeden Fall ein Cabriolet, olé. Und dieses Auto könnte wirklich echt passen zu Barbie, wenn wir es noch ein bisschen tunen, Leute. Ich würde natürlich noch so ein bisschen Barbie-Tuning reinmachen, dass wir dann ein bisschen besseres Auto haben, aber das Ding... Boah, wir müssen mal gucken. Hä? Was macht der da? Oder was macht die da? Ist das eine Frau da drin, Leute? Ey, die fährt ja richtig verrückt. Ich werde mal, Leute, überlegt mal, die baut jetzt einen Unfall. Dann sind wir direkt als Ersthilfe... Oh mein Gott! Wow! Wow! Oh mein Gott, Leute, wir müssen direkt helfen. Wir müssen direkt helfen. Hallo? Wow, 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 wow. Oh mein Gott, was ist passiert gerade? Wow. Ich verstehe nicht. Ich habe nur kurz Geld gegrieben. Und ich mein Auto machen, so mache ich einen Unfall. Ja, oh, ich habe es auch gesehen. Zufällig bin ich Mechaniker. Das passt sich ja sehr gut. Geht das Auto noch? Oh nein, das war... Yes. Oh mein Gott, Leute. Oh, ist ja voll löscher. Super, ganz toll, haben Sie super gemacht. Holen Sie schnell Feuerlöscher. Ja, alles gut, ich bin Mechaniker. Ich bin Mechaniker. Alles gut. Oh mein Gott. So, wir werden das Ding mal hier ablöschen. Eieieiei. Was haben Sie denn hier gemacht? Haben Sie überhaupt einen Führerschein, so wie Sie gefahren sind? Ja. Boah, das Feuer dämpft sich nicht ein. Das ist größeres Feuer. Machen Sie mal die Motorhaube auf. Junge. Sir, ich glaube, wir müssen... Oh mein Gott. Oh mein zur Gott. Seite. Hey. Ah. Oh. Ja. Kann man das so fahren? Ja, man kann damit doch fahren, oder? Ah, die Reifen sind geplatzt. Wie wollen Sie denn damit fahren, Mann? Das ist kaputt, das Auto! Verdammt! Das ist Schrott! Ja, pass auf, ich würde dir das kostenlos abschleppen. Aber mein Auto... Ich hab eine Sicherung. Ey, Leute, ich werde jetzt verarschen, ich werde dir jetzt das Auto für 10.000 Dollar abschleppen, ja? Ich kann das gerne machen. Na, auf keinen Fall! Ja, okay, dann muss ich die Polizei anrufen. Jetzt kommt noch die Feuerwehr. Wissen Sie, was das kostet? Hä? Und das kostet Geld? Das kostet richtig viel Geld, alleine dass die Feuerwehr jetzt hier gerade kommt. Oh, verdammt. Löschen Sie nicht mein Auto! Löschen Sie das Auto bitte! Ja, jetzt haben Sie schon... Oh, Alter! Gehen Sie mal... Ah! Oh, verdammt, ich habe so viele Probleme, das ist nicht mein Auto, das gehört ihm! Leute, mir ist das egal, ich nehme jetzt das Auto mit. Eigentlich, oh Gott, die Feuerwehr löscht ja auch nochmal nach, Leute. Wow, wow, wow. Ey, was ist hier heute los, Leute? Hier ist ja komplett heute der Wurm drin. So, wir werden jetzt einmal hier... Wow, 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 das Auto... Einmal hier. Nein, jetzt wollen sich die Feuerwehrleute auch noch mit mir prügeln. Ey, nein. Leute, ich muss das Auto schnell aufladen. Schnell. Oh, Leute, wir werden schnell das Auto abschleppen hier. Zack, das Auto hängt hinten dran und... Oh, nein. Was will denn jetzt die Polizei, Junge? Ich hab doch gar nichts gemacht, Leute. Aber ich bin Study Performance, Leute. Die wissen ganz genau, was passiert, wenn die sich gegen mich jetzt hier anlegen. Ey, was geht? Ja. Was hatten Sie gerade in der Hand? Das war eine Zuckerstange vom Jahrmarkt. Okay, was haben Sie hier? Hier war ein Verkehrsunfall gerade gewesen und ich habe erste Hilfe geleistet und schleppe jetzt das Auto ab. Ich habe eine Autowerkstatt. Aha. Warum liegen da Feuerwehrmänner auf dem Boden? Weiß ich nicht. Wegen Kohlenstoffmonoxidvergiftung? Ja, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Wie heißen Sie? Hase. Okay, fahren wir. Ich eskortiere Sie zu Ihrer Werkstatt, dann stelle ich Ihnen noch ein paar Fragen, ja? Okay, gerne. Oh nein, Leute, jetzt will er mich zu meiner Werkstatt eskortieren, Junge. Ey, der weiß doch ganz genau, dass ich Stani Performance bin, sag ich. Ah, nee, der will... Ah, der fährt mir hinterher, Leute. Der weiß doch gar nicht, dass ich Stani Performance bin. Aber ich bin mal gespannt. Wow, wow, wow. Ey, der macht hier keinen Platz. Ey, hier ist ein Einsatz. Mann, ey, was macht der da?
Leute, was geht hier ab? Leute, der weiß doch gar nicht, dass ich Stani Performance bin, Junge. Wenn der herausfindet, wer ich bin, dann wird er nämlich gleich seine 7 Sachen packen und wird zurück zum Polizeirevier fahren, weil die richtig Angst vor mir haben, die Polizei. So, dann werden wir mal das Auto hier in die Werkstatt bringen. Guck mal, da ist der Polizist. Hä, der Polizist traut sich wirklich hier bei mir raufzufahren, Leute. Okay, so, das Auto mal schnell hinten direkt in die Werkstatt fahren, Leute. Zack, zack, zack. Ich weiß noch gar nicht, was er mir jetzt noch für Fragen stellen will, ey. Was hat der denn jetzt? Wie hießen Sie nochmal, Sir? Mein Name ist Stani Performance. Das ist meine Werkstatt. Ist okay, alles klar. Ja, und nächstes Mal, ne, ein bisschen... Ey, du da, ey, lass das Auto hier stehen. Lass das Auto hier stehen, sag ich dir. Ich kann nicht, ich aussteigen! Okay. So, Dienstnummer. Nein, Sir, alles Dienstnummer! Gut. Guck mal, Leute. Guck mal. Ey, das ist zu krass. Ich sag euch ehrlich, das ist wirklich zu krass, dass die Polizei einfach Angst vor uns hat. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das ist zu wild. So, jetzt haben wir erstmal das Auto von Barbie, Leute. Das müssen wir jetzt erstmal... Was ist das hier für einer, Leute? Ey! Raus hier! Wer bist du denn? Hä, wo kommt der denn her, Leute? Junge, so, ich nehme jetzt den Laden aus. Alter, ey! Alter, so. Alter. Ey, was soll... Alter, junger Mann. Alter, was soll das, Junge? Wer bist du? Ich bin Jürgen. Jürgen, Alter, was willst du hier bei mir? Was ist dein Problem? Und was will der hier? Ist das nicht Uwe, Leute? Uwe, bist du das? Alter. Leute, der Uwe, hat mir die Bude... Was machst du denn, der hat mir die Bude voll... Ich komm nicht durch. Ich hab kurzes Tod gedacht, es wäre toll. Ey, was will die Penner-Gang hier? Was will die Obdachlosen-Gang? Raus, sag ich euch! Raus! Ich bin fertig. So, ey. Guck mal, kurze Ansage. Wenn ihr hier noch einmal auftauchen solltet bei mir, bei Stani Performance, dann knallt's gewaltig, Junge. Okay? Habt ihr mich verstanden? Was knallt? Ey, ich sag euch, ihr kriegt einen auf den Deckel. Ich hab gerne einen Auto. So, mitkommen, hier, raus mit euch. Leute, was wollen die jetzt von mir, Junge? Nicht, dass das hier jetzt Stressmacher sind oder so. Wer hat euch überhaupt gesagt, dass ihr herkommen sollt? Uwe meinte das. Uwe meinte sie. Uwe kennt mich, Alter. Sieh zu, dass jemand hat Geld bezahlt. Jemand hat Geld bezahlt? Er hat gesagt, die sollen hier einen Haufen legen und Alter, Leute. Klauen. Warte mal. Ey, lass den Reifen da! Los, schnell, ey, wartet! Ich gebe euch zwei Kisten Bier, wenn ihr sagt, von wem das kommt. Zwei Kisten. Wir kriegen dann 5. Ich kriege 10 Kisten Bier, wenn ihr mir sagt, von wem das kommt. Ja, ich habe hier seine Nummer. Kannst du ihn später anrufen? Okay, dank dir. Werde ich mal später anrufen. Ich muss den Reifen trotzdem mitbringen. Ja, nimm den Reifen mit, alles gut. Oh, Leute, irgendjemand? Ja, das ist mir schon klar, Leute. Irgendjemand hat hier gerade, ja, weil das, Leute, die machen nichts umsonst. Warum sollten die jetzt auf einmal hier bei Stani Performance hinkommen? Müssen wir auf jeden Fall beobachten. Wir haben eine Nummer bekommen. Werden wir mal später anrufen, mal gucken, wer dahinter steckt. Aber erstmal müssen wir uns jetzt um unsere VIP-Kundin uns kümmern. Ey, Leute, das stinkt hier richtig nach Scheiße jetzt in meiner ganzen Werkstatt, weil der da übelst den Haufen reingesetzt hat. Ich werde jetzt mal schnell eine Putzfirma anrufen, die das hier wegmacht. Ich hoffe, das wird nicht so teuer. Hallo? Ja, guten Tag. Putzschirm, Putzmanni. Ja, pass mal auf, bei mir haben sie die Werkstatt vollgeschissen. Könnt ihr mal rumkommen, Stani Performance? Hinten? Ja, wir kommen. Was macht denn das? Wir gucken es uns an, nicht viel. Gut, okay, danke, bis gleich, tschüss. Okay, Leute, ich komme jetzt vorbei, einmal Putzfirma hier, sollen das Ding fertig machen. So lange kümmere ich mich erstmal hier um den Wagen und werde den erstmal wieder auf Vordermann bringen, Leute. Er ist ja zum Glück nicht ganz so krass ausgebrannt. Oh, die Putzfirma ist sogar schon da. Ey, moin, aua. Sonst falle ich hier gleich noch in die Scheiße rein. Ja, wo ist das? Ja, guck mal, hier waren ein paar Obdachlose gewesen. Die haben das vollgedingst hier. Ach, du heiliger Bimbam. Was macht denn das? Ja, ein Taui. Ja, okay, easy, hier, nimm direkt mit. Alles klar, ja, mach das weg, ne? Dank dir. Okay, Leute, erstmal das Auto hier repariert und dann mal gucken, was wir daraus machen. So, Leute, Auto ist jetzt erstmal repariert, aber ich sag euch ehrlich, also, ich sag euch ehrlich, der Wagen ist schon nicht schlecht, ne? Der ist schon echt ganz gut. Wir können ihn natürlich auch noch ein bisschen tunen hier mit einer Tuning-Frontstange, mit einer Tuning-Heckstoßstange und einer Wheelie-Bar. Aber eine Wheelie-Bar braucht Barbie nicht, Leute. Da können wir hier noch einen anderen Chrom-Auspuff ranbauen, ein bisschen was Größeres, dass es auch ein bisschen brutaler aussieht. Wir können den Kühlergrill cooler machen.
Die Motorhaube können wir ein bisschen hier, Leute. Guck mal hier, das passt perfekt hier für Barbie, Leute. Wir können hier wirklich viel ändern an dem Auto. Aber ich sage euch ehrlich, so overall, wenn wir uns das mal angucken, ne? Wir fahren mal einmal raus. Ich sag mal so, der Wagen ist schon sehr lässig, ne? Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Vielleicht können wir noch so ein bisschen die Felgen ändern und die Innenraumfarbe. Guck mal, wenn wir Innenraum jetzt so schön weiß machen, Bro. Oder wir machen Innenraum auch pink. Das würde wahrscheinlich auch ganz gut aussehen. Boah, ich muss mal gucken, wie der Innenraum in pink aussieht. Das muss ja... Junge, Bro, hä? Leute, wie krass sieht das bitte aus? Ich sag euch ehrlich, der Wagen hat's schon. Ich sag euch, aber wir müssen den nochmal einmal upgraden. Weil, ey, wir verlangen 20 Millionen. Und das Auto hier, was wir gerade getuned haben, das ist keine 250.000 wert. Und überlegt mal, das spricht sich in Hollywood rum, dass Stani Performance Schmalspurautos verkauft. Das können wir natürlich nicht akzeptieren. Deswegen werde ich jetzt das Auto in ein Barbie-Auto nochmal komplett umtunen. Boom, Leute! Hä? Was sagt ihr hierzu? Barbie-Kennzeichen. Richtig, Leute. Barbie-Kennzeichen. Das Auto, Leute, das ist doch perfekt für eine Dame, oder was meint ihr? Das ist doch einfach das schönste Auto. Und jetzt werden natürlich hier noch, Leute, guck mal hier, werden natürlich noch die Felgen ein bisschen angepasst, Leute. Auch nochmal schön hier in Hot Pink, Freunde. So muss es sein. Dann ansonsten Neonlicht darunter bauen. Auch ganz wichtig. Auch nochmal in Hot Pony Pink. Oder in Hot Pink sieht besser aus. Ey, das Auto sieht so krank aus. Leute, was ist das bitte für ein geiles Auto? Wir können auch die Scheiben tönen, aber nee, würde ich jetzt bei dem Auto nicht machen. Ich glaube, das passt nicht so. Extras haben wir nicht. Und ich würde noch was Spezielles einbauen. Und natürlich die Xenon-Werfer, Leute. Das kriegen bei uns nur VIP-Kunden. Und zwar die Xenon-Scheinwerfer auch in rosa, Leute. Weil guckt euch mal das jetzt an hier. Wow. Wow, Leute. Die, guckt euch das an, Leute. Alter, wie krank sieht das bitte aus? Was macht überhaupt der Typ da? Ey! Bist du fertig, ja, oder was? Ich will fertig, ich mache ein paar Fotos, guck mal, wie sauber. Alter, das ist echt sauber. Hier kann man ja wieder essen von. Ja. Sehr gute Arbeit, dank dir, ne? Ja. Ey, Leute, guckt euch mal bitte dieses Barbie-Auto an. Seid ehrlich, das ist ja unnormal geil. Das sieht so nice aus. Ich würde das sogar selber fahren. Also, ey, warte, hier beiseite. Warte, ich fahre beiseite. Leute, in einer anderen Farbe würde ich das Auto auch safe fahren. Das ist doch wirklich das perfekte Auto. Aber wir müssen natürlich, wenn wir Barbie jetzt das Auto übergeben, Leute, noch schnell zum Kleidungsladen hinfahren, weil sie wollte ja unbedingt, dass wir uns einen Anzug anziehen und dass wir uns halt, ja, ein bisschen schöner anziehen, Leute. Und dann wird jetzt quasi Ken Barbie das Auto übergeben. Ich bin wirklich gespannt, wie sie reagieren wird. Die wird wahrscheinlich komplett durchdrehen. Auch natürlich die Performance-Freunde von diesem Auto. Guckt euch das an. Bro, die Performance ist barbermäßig. Ist jetzt natürlich kein Stani-Performance-OP-Rennwagen, aber auch der Wagen hier, Leute. Also, der kann definitiv, falls Barbie mal irgendwie eine Verfolgungsjagd hat, kann die da definitiv mithalten. Guckt euch das mal an hier. Der Wagen ballert auch 300 ohne Probleme. Holy moly. Das ist so ein richtiger Wolfs im Schafspelz, muss ich sagen. So, hier zum Kleidungsladen, Leute. Der ist ja direkt hier um die Ecke und da werden wir uns eh mal ein schönes Outfit holen. Ich finde, wenn wir so teure Autos verkaufen... Ey, was macht der denn da? Ey, was fährst du so dicht auf, Alter? Was soll denn das? Ist das dein Ernst mit dem Wagen? Wieso, Junge? Was hast du? Bro, du das hast ist ein Frauenauto. Ja, das ist ein Frauenauto, aber du hast ein A45, Bro. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das krasseste Auto. Hast du Lust auf ein Rennen? $10.000. Ey, Leute, der will doch nicht wirklich ein Rennen um $10.000 mit seinem A45. Ja, pass mal auf, mal die Karte auf. Mal die Karte auf. Ich mach die Karte auf. Guck mal, rechts oben, da siehst du so ein blaues Haus auf der Karte. Das ist 2,9 Kilometer, lass uns da ein Rennen hinfahren. Okay. Aber geradeaus, wir fahren geradeaus, hast mich verstanden. Okay. 3, 2, 1, go! Wow, oh, nicht schlecht, Junge. Wow, dein A45 geht ja richtig ab. So, zack, Leute. Guck mal hier, guck mal, der kann gar kein Auto fahren, Leute. Der kann gar kein Auto fahren. Ich hab da das Barbie-Auto hier, das hat gute Performance, Leute. Wo ist denn der Typ, hä? Ey, Leute, der Typ hat ja gar keine Chance gegen mich. Wo ist... Oh, doch, der kommt hinter mir. Oh mein Gott, der kommt hinter mir, Leute. Wir müssen uns jetzt ein bisschen hier konzentrieren wieder. Weil ich bin natürlich, ist zwar nur $10.000, ist jetzt so, wow, ist zwar nichts für uns, Leute, jetzt wird es hier ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt hier nicht unbedingt die Passage, wo wir einfach so fahren können, aber der Typ, Leute, ist immer noch direkt hinter uns und wir sind gleich beim Ziel. Sehr gut, hier rum, um die Kurve, locker rum, Leute. Perfekt, guck mal hier, guck mal, wie der ausbricht. Leute, das unterscheidet nämlich ein guter Fahrer. Man muss mit Gefühl um die Kurven fahren. Und selbst Stani Performance mit diesem Baby-Barbie-Auto ziehen wir den locker ab.
Junge, Junge, ey, das wäre mir so peinlich, Alter. Der Typ kauft sich ein AMG und wird von einem Barbie-Auto abgezogen. Ey, was soll das? So. Zack, Kollege. Hä? Na? Was ist das für ein Wagen? Den hast du doch da irgendwas dran machen lassen. Junge, das ist Shani Performance Tuning. Zack, Auto fertig. Also, dann steig mal aus, ich geb dir das Geld. Gib mir das Geld, Junge. Na klar. Nichts bekommst du, Junge. Ist das peinlich, Leute. Ey, ist das peinlich, Bro. Leute, der Typ hat... Ey, ich sag dazu gar nichts mehr. Leute, ich fahre da auch gar nicht hinterher. Was interessieren mich die 10.000 Dollar? Ich krieg 20 Millionen jetzt. Soll der Typ doch mit seinen 10.000 abholen und sich freuen. Ich sag euch, wenn ich den nochmal sehen werde, den kann man gar nicht mehr ernst nehmen, den Typen. So, Leute, was sagt ihr? Sehen wir jetzt aus wie Ken? Guckt euch mal an, wie schön wir aussehen. Ich finde, ich habe mich richtig schick gemacht. Also, ich weiß, viele sagen auch, wir könnten uns vielleicht mal so einen Anzug oder so holen. Aber ich weiß auch nicht, Leute. So sollen wir mal wirklich so richtig auf Ernst, so mit Anzug und so? Das könnte aber vielleicht fürs Autohaus auch positiv sein. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Aber jetzt werden wir erstmal das Auto hier abliefern und mal gucken, was Barbie zu diesem Auto sagt, Leute. Ich werde jetzt eine richtig coole Präsentation machen und werde sie damit richtig überraschen. So, Leute, hier ist... Oh, Leute, Barbie ist die ganze Zeit nur am Feiern. So, ich werde jetzt mal hier... Oh, Leute, ich werde dir das Auto da einfach in die Garage stellen. So, und dann werde ich sie damit überraschen, Leute. Wenn die Garage aufgeht, wird sie dann ihr Auto sehen. Boah, das wird so krass aussehen. Guck mal, ich mache auch die Türen auf. Ich glaube, mit Türen auf wirkt das auch noch ein bisschen... Warte mal, Lichter und Türen auf muss sein. Guckt euch mal bitte das an. Ich sage euch ehrlich, das Auto ist eigentlich mit schon das Coolste, was wir so getuned haben. Yo, wo ist Barbie? Sir, kann ich ihm weiterhelfen? Ich muss mit Barbie reden. Ah, sie haben das Auto besorgt. Ich habe das Auto besorgt. Ich krieg noch meine 20 Millionen, aber das mache ich wahrscheinlich mit ihr, ne? Das machst du mit ihr, ja. Okay, sehr gut. Wo ist sie gerade? Hinten. Okay, oh. Was macht sie da? Warum rennt die da rum oder wo ist, wer ist das? Barbie? Ja, die ist ein bisschen verrückt. Hä, warum rennt die da jemand hinterher? Wohin läuft ihr? Hinter euch? Hä? Ach, da bist du. Ich dachte, da oben bist du. Barbie, was geht? Oh, na, hättest du wenigstens ein Hemd angezogen. Nicht ja, ich habe mir ein bisschen was Schöneres angezogen, Barbie. Ja, ich habe jetzt ein eigenes Auto für dich. Ja, zeig mal her. Guck dir das Auto an. Hä? Wo rennst du hin? Das ist in der Garage. In der Garage. Oh mein Gott. Was? Steckecken. Ja, okay. Ich hab das Geld auf dein Konto überwiesen. Hä? Ich spiel jetzt mit. Ja, okay. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Was sollen wir denn jetzt spielen? Eine Fahrt mit Barbie und Ken. In den Sonnenuntergang. In den Sonnenuntergang. Wow, Ah, was ist das denn hier? Hallo, der Herr. Hallo, Mann. Mein Name ist Herr Weiß. Herr Weiß, hallo, wie geht's Ihnen? Herzlich willkommen. Sie haben ja hier einen schönen Sushi-Truck, sehe ich gerade. Wow. Ja, aber ich möchte kein Sushi mehr verkaufen. Ich würde lieber Tacos verkaufen, wenn es möglich ist. Denn mein Studio muss umgebaut werden. Ach so. Sie wollen also keine... Läuft Sushi nicht mehr, oder was? Sushi läuft nicht mehr so. Ich würde gerne einen Taco-Wagen, aber nicht irgendeinen Taco-Wagen. Sie sollen den zu einem Taco-Wagen lackieren und ich möchte einen Superantrieb haben. Wie Taco-Wagen und hier hinten soll ein Superantrieb rein, oder was? Verstehen Sie, wenn ich beim Palito Bay was verkaufe und dann schnell zu Sandy Shores muss und dann wieder zum Pier, muss ich der Schnellste sein. Die Konkurrenz darf mich nicht mal sehen. Das heißt, ein Raketenantrieb wäre optimal. Also ich habe noch nie einen Raketenantrieb in den Imbisswagen gebaut. Wie soll das denn gehen? Herr Stani Performance, haben Sie überhaupt solche Fähigkeiten? Können Sie Raketenantriebe in einen Taco Bell-Wagen verbauen? Ich habe eine Frage, warum reden Sie so komisch? Ich bin aus Amerika. Ich bin amerikanischer Sushi-Händler, aber bald Taco-Verkäufer. Ah, okay, ja, Mein Name ist Herr Weiss. Ah, okay, ja. Aber Sie können mich auch Albert nennen. Das haben sie schon gesagt. Also das würde auf jeden Fall teuer sein, Leute. Ich sag euch ehrlich, hier so ein Umbau, weil das ist teuer. Da kommt eine komplette Küche rein. Es muss Werbung gemacht werden. Alles drum und dran. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Ich sag mal so, ein kompletter Umbau, weil ich das auch noch nie gemacht habe, von so einem Imbisswagen mit Raketenantrieb, reden wir mindestens von 10 Millionen. Ich würde dir ein Angebot machen von 7,5 Millionen, wenn es möglich wäre. Ja, gerne. Würde ich auch machen. Sehr, sehr gerne. Das hört sich doch gut an. Aber ich sag direkt, ich nehme keine Haftung für den Raketenantrieb, okay?
Sie meinen, wenn ich damit einen Unfall baue? Genau, ich glaube damit nicht. Das ist okay, Herr Stani Performance. Weil wir können hier Raketenantrieb reinbauen, aber dieser Raketenantrieb wird keine Zulassung für die Straße haben, das sage ich direkt. Na gut. Wir bauen es rein, ich sage es direkt, das ist wichtig. Ich baue es, wie gesagt, ich baue es rein, gar kein Problem. Gut, dann würde ich Sie anrufen, wenn ich fertig bin, Herr Weiß, okay? Okay, Mann. Beehren Sie mich gerne später wieder, okay, Leute? Ciao. Wir haben heute unseren ersten Auftrag und das wird immer kurioser, aber das ist gut, weil die Leute kommen zu uns, weil sie wissen, wir können alles, Leute. Wir können alles von normalen Auto, Barbie-Autos, alles drum und dran. Wir können umbauen, was wir wollen. Und Bro, Alter, hä? Dieser Truck ist ganz schön schnell, Leute. Das geht ganz schön ab, das Ding. Wow. Ich hoffe, ey, hä? Was hat er mit dem Truck gemacht, Leute? Der ist schon übel schnell. Der hat ihn, glaube ich, schon illegal. Leute, wir haben ein kleines, aber feines Problem. Okay, wir sind reingerutscht, Leute. Wir sind reingerutscht. Manchmal funktioniert das wohl einfach so. Ich dachte gerade schon, wir kommen hier nicht in die Garage rein, aber es hat auf jeden Fall geklappt, weil wir müssen natürlich den Truck umbauen. Er hat gesagt, Leute, er will daraus einen Taco-Truck machen mit Raketenantrieb. Das Ding ist, wir haben aktuell keine Raketen vorrätig. Wir müssten vielleicht erstmal Raketen holen. Und, ja, Leute, ich würde sagen, wir holen schnell erstmal ein paar Raketen vom Schrottplatz. Die werde ich hinten einfach einbauen, weil das ist schon ein bisschen was Größeres. Sowas haben wir nicht einfach vorrätig, weil wer kommt schon an und will unbedingt einen Raketentruck haben? Ich check's nicht. Boah, Leute, ich sag euch ehrlich, das wird so heftig mit diesen Taco-Raketen, alles drum und dran. Das wird mit das krasseste Auto, glaube ich. Hä, wer ist das denn? Hallo? Hä? Leute, nein! Nein! Nein, bitte nicht. Das sind Ghostbusters, Leute. Sagt mir bitte nicht, dass es im Stani-Performance spukt oder dass da Geister sind. Ich hab darauf gar keinen Bock. Was geht denn jetzt hier ab, Leute? Das ist doch wirklich das Ghostbusters-Mobil. Oder wollen die das wie ihr Auto tunen oder so? Aber ich hab jetzt gar... Oh. Leute, das ist Paul Berger. Ghostbusters! Paul Berger, was machst du denn hier? Ich wurde gerufen, Mann. Bei mir soll's spuken, ja? Bei mir soll's spuken? Paul Berger, du laberst Müll. Bei mir im Stand die Performance ist alles in Ordnung. Hast du wieder guck mal, ich kann's dir zeigen, Alter. Paul Berger, ich glaube, du hast wieder zu viel Fernsehen geguckt. Geister gibt's doch gar nicht. Guck mal. Ja. Guck mal, mein Scanner. Oha, was ist das für ein Scanner, Alter? Hier ist jemand. Wie, wer ist denn da? Warte, wir müssen rausfinden, wo der ist. Leute, als ob hier... Paul Berger, den sagt, dass die abhauen... sollen. Guck mal, sind heute komische Sachen passiert? Bisher eigentlich noch nicht, also, nee. Wir müssen erstmal rausfinden, ob es gute oder schlechte Geister sind. Okay, also, ja, dann find das mal heraus, Paul Berger. Was ist in den letzten 24 Stunden passiert, was vielleicht anders war? Eigentlich nicht, hier kam jemand so... eingebrochen, Auto kaputt. Nee, hier kam nur so ein Typ, der hat ganz komisch geredet und der wollte, dass ich seinen Sushi-Wagen zu einem Taco-Wagen mit Raketenantrieb umbaue. Mehr war nicht gewesen. Was ist das denn, dein Bugatti? Was ist denn mit dem Bugatti? Der ist doch ganz normal. Hier ist doch... ja, stimmt. Oh! Hast du das gehört? Was war das, Paul Berger? Ich glaube, das war ein Geister. Ghostbusters Paul Berger macht das, aber das kostet ein bisschen Geld, Mann. Leute, Paul Berger will mich verarschen und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass Paul Berger angeblich meine versteckte, geheime, illegale Base gefunden hat, Leute. Denkt ihr, dass das wirklich stimmt? Das haben einige Geister, Leute... Geister, wo seid ihr? Das haben einige Leute in die Kommentare geschrieben, aber ich kann das irgendwie nicht glauben, dass er das... Paul Berger... Warte, ich glaube, ich spüre vielleicht einen Geist. What? Oh mein Gott! Ich sag doch, da ist ein schlechter Geist. Warte, ich mach das. Komm. Paul Berger! Raus aus meinem Auto aus! Alter, ich wollte den Geist wegmachen. Lass den Geist in Ruhe, der hat dir nichts getan, Alter. Dafür, das Auto wirst du auf jeden Fall bezahlen, das sage ich dir so, wie es ist. Das weiß ich nicht, das war der Geist. Paul Berger, komm mal kurz einmal mit. Ich wollte mit dir noch über was reden. Stani, ja? Ich hab grad einen Geist versucht zu jagen, verstehst ja, du das? Ja, komm mal mit, Paul Berger, weil Leute, ich will ihn jetzt mal konfrontieren. Denkt ihr wirklich, dass Paul Berger in meiner geheim illegalen Werkstatt war? Wir müssen ja eh nach Sandy Shores fahren und wir werden jetzt mal so ein bisschen an unsere illegale Werkstatt vorbeifahren. Und da bin ich mal gespannt, wie Paul Berger so reagiert und ich werde ihn damit konfrontieren, Leute. Falls Paul Berger wirklich in meiner illegalen Werkstatt war... Alter, Leute, ich sag euch ehrlich, dem werde ich eine fette Ansage machen. Dem werde ich eine Paul Berger, warum fliege ich aus? Geister! Warte, bleib stehen!
Ich sag doch, es spukt, Mann. Du sollst doch mal hören. Ja, aber... Verdammt, Mann. Warte. Da sind gerade Autos geflogen. Ich glaube, das sind wirklich Geister hier. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gesehen, Paul Berger. Ich glaube, das war Geister. Verdammt, Mann. Ja, steig jetzt ein. Wir müssen weiterfahren. Reinkommen. Du, Paul Berger, ich hab mal noch eine Frage. Ja. Die Leute haben bei mir in die Kommentare geschrieben, dass du bei mir in der Werkstatt warst. Stimmt das? Nee. Nee? Nein. Und du lügst auch nicht, oder? Ja. Lügst du? Nein. Also du warst nicht bei meiner Werkstatt gewesen, die vielleicht ein bisschen geheimer ist. Geheime Werkstatt? Ja, eine geheime Werkstatt. Hast du da schon mal was von gehört? Nö. Okay, alles klar. Gut, Paul Berger, wir fahren mal kurz. Ich muss ja eh zum Schrottplatz, da können wir dich direkt abladen, weil du auch Schrott bist. Aber wir gucken mal, was es da so gibt. Let's go. So, Leute, ich bin jetzt hier natürlich nicht direkt zum Schrottplatz gefahren, sondern zu unserer geheimen Werkstatt. Und ich will mal gucken, wie Paul Berger reagiert, wenn wir hier in der Nähe sind. Paul Berger, kommt dir der Ort hier bekannt vor? Nee, keine Ahnung, Baustelle halt, ne? Also, du warst hier noch nie gewesen. Was soll ich auf der Baustelle machen? Nein, ich meine hier. Guck mal, was hier ist. Hier sind so Häuser. So. Was ist das? Guck mal, hier sind so verlassene Häuser. Aha, sind hier Geister? Nee, hier sind keine Geister, Paul Berger. Aber, wow. Guck mal, was... Aha. Es kommt... Jetzt weiß ich's! Aha, Paul Berger, was weißt du denn, hä? Paul Berger, was weißt du denn, hä? Alter, hier vorne war damals ein Obststand. Aha, hier war ein Obststand gewesen. Ja, Mann, genau da. Aber Paul Berger, kommt dir hier nicht irgendwas bekannt vor? Vielleicht in diese Richtung hier, Paul Berger. Welche? Wohin? Ja, hier in der Was Nähe. Was meinst du denn? Also meinst du die Kartons? Nee, keine Ahnung, was soll hier sein? Paul Berger, mach deine Hände hoch! Was denn? Paul Berger, ich hab gehört, du warst in meiner illegalen Werkstatt, die genau hier drinne ist. Was für ein Ding? Komm mal mit, Paul Berger. Alter, du hast eine Garage! Ah, das kommt dir also nicht bekannt vor, ja? Alter, ich wusste ja schon immer, dass du so ein Pferdliebhaber bist oder sowas, aber wieso hast du mir nie erzählt, Paul dass Berger, du ein Pferd hast? Paul Berger, auf mich zu verarschen! Sonst werde ich das, Onkel Crybag sagen. Ja, was willst du sagen, dass du ein heimlicher Heulsammler bist? Und dann kriegst du, was ist hier? Hast du da deine Ferse versteckt oder? Ey, Paul Berger, du laberst mir zu viel Müll, ich sag dir ganz ehrlich. Ich werde dazu sehen, dass du Fortnite-Verbot bekommst. Stadi. Also, ich weiß nicht, was du in deiner Freizeit machst. Ich will's auch nicht wissen. Aber wenn's mit Tieren zu tun hat, mit Heu. Dass du gerne, keine Ahnung, Streckenzoo aufmachen willst oder so. Dann kannst du dann überreden. Paul Berger, ich sag dir, das ist deine letzte Warnung. Diese Werkstatt hier ist für dich tabu, hast du mich verstanden? Wenn ich dich noch einmal erwischen sollte, knallt es gewaltig. Stadi. Da war doch nicht mal eine Werkstatt, Mann. Ah, ja, okay, alles klar, Leute. Ich weiß ganz genau. Das haben mir komischerweise die Leute in die Kommentare geschrieben, dass du da drinnen warst. Und dass du das auch Max gezeigt hast und so. Was redest du? Ja, oder Russack hast du das gezeigt oder so, ne? Was redest du? Ich hab das niemandem gezeigt. Ah, du hast das also nicht Russack gezeigt, der da nämlich ein Auto getürt hat, nämlich ein Mustang. Was soll ich denn mit jetzt? Soll ich denn jetzt mit Heubein tun oder was? Ja, Bro, ich werde mit Russack reden und wenn das stimmt, Paul Berger, dann wird das auf jeden Fall Konsequenzen haben. Und du schuldest mir noch $1 Million für mein Driftauto. Stimmt nicht. Wie stimmt nicht? Das war ein Geist, Mann. Ich wollte dir helfen. Selber schuld. Ey, Alter, Leute, der Typ macht nur Ärger. Raus mit dir. Hier ist dein... Da ist doch der Obstladen. Ja, da ist dein Obstladen. Raus mit dir. Oh.
Junge. Verdammt mal, fahr vorsichtig. Ich sag dir doch, ey, noch ein Ding, Paul Berger knallt's, Alter. Leute, der ist ja richtig fett. Fahr lieber. Ey, Max hat den gar nicht mehr unter Kontrolle, Leute. Paul Berger macht, was er will. Ich sag euch ehrlich, noch einmal so ein Ding würde das aber mit den anderen Stani-Performance zu tun haben. Und dann würde er nämlich auch mal eine auf den Deckel bekommen, auch wenn das ein Baby ist, sag ich euch ganz ehrlich. Und mit Russack müssen wir auch noch mal drüber reden, dass der in meiner Werkstatt war. Richtig unfair. So, jetzt werden wir aber erstmal hier zum Schrottplatz fahren und werden uns mal ein paar Raketen raufladen. Weil ich will mal ein Experiment machen, Leute. Ich will mal in diesen Taco-Wagen 2 Raketen einbauen. Ich will mal gucken, wie das abgeht, weil der Typ, Leute, der zahlt auf jeden Fall auch einen Haufen Kohle. Deswegen werden wir uns jetzt hier einfach 2 alte Raketen holen und werden die einfach da in diesen Truck einbauen und dann sind wir damit eigentlich auch schon durch. Ja, Werner! Werner! Ja, Stani, da bist du ja wieder. Sag mal, habt ihr noch ein paar ausrangierte Raketen irgendwie vom Weltraumprogramm oder so, die ich nutzen kann? Ja, mit, zufälligerweise. Mit ein bisschen wir Dampf oder was? Ja. Wow. Aber ich glaube, die sind ein bisschen groß. Nee, eigentlich nicht. Die baue ich einfach um. Die baue ich ein bisschen kleiner. Ja, kannst du machen, wenn du das hinkriegst. Was kostet denn eine nochmal? Boah, die sind teuer. Was war denn der Preis? Sag mal ehrlich. Die sind doch schon ausrangiert. Also kann ja nicht mehr so teuer sein. Sind ausrangiert, aber die gehen immer noch so für 200.000. Oh, ja, ich nehme beide dann für 400.000. Alles gut. Perfekt. So, bitte einmal aber hier. Keine Ahnung, wie du mitnehmen willst, ne? Ich bin doch mit einem großen LKW hier. Guck mal hier vorne, großer LKW, alles drum und dran. So, Leute, ich werde jetzt die Raketen irgendwie aufladen. Oh, ey, Werner, kannst du mir doch meinen Reifen hier wechseln? Oh, mein Gott, Leute. Deinen Reifen wechseln? Ja, der hat Paul Berger kaputt geschossen. Paul Berger hat die kaputt geschossen. Ja, Leute, wir haben die Raketen. Der war letztens hier. Was war der letztens hier? Ja, ja. Und was wollte der? Aua. Ja, der hat sich so Tuning-Teile geholt. Leute, Alter, wenn der hier eine Tuning-Werkstatt aufmachen will oder sonst was, wird er richtig einen auf den Deckel kriegen. Da hab ich ihn gefragt, ob er eine Werkstatt hat. Also, ja, ja. Er hat eine Werkstatt, der labert Müll, Werner, der hat nichts. Ich mach's mit deinem Reifen. Ja, super. Ja, ich wechsle die Reifen. Hinten ist der Reifen kaputt, du Dulli, hier. Hier, warte, ich mach den. Okay, so Leute, wir werden jetzt mal die Raketen raufladen und dann Abfahrt. So, ich fahr jetzt mal in den LKW ran. Ey, der Reifen ist doch immer noch kaputt, Werner. Ja, der war zu klein. Ey, du bist ein Dulli, Junge. Bro, mal gucken, ob ich die Raketen so wegkriege, Leute. Oh mein Gott. Pass auf, dass du nicht umkippst. Ja, oh mein Gott, wenn die umkippen, Leute, dann gibt es einen ordentlichen Knall, glaube ich. Oh, 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 oh. Sag mal, Werner, ist das hier überhaupt ein angemeldeter Transport hier? Ich mein, Leute, ich sage euch ehrlich, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt so rumfahren darf. Das ist doch hier gemein. Die Parcours halten das schon. Leute, was ist das hier für ein komischer Transport, den wir gerade haben? So einen Riesentransport hatten wir auf jeden Fall noch nie zustande. Die Performance, das müssen wir auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig fahren, dass wir die Raketen auch heil anbringen. Ey, das wird, Leute, das wird, glaube ich, das krasseste Auto, was wir jemals gebaut haben. Wir werden einfach einen absolut krassen Taco-Wagen bauen und das gerade mal für 7,5 Millionen. Ich sage euch ehrlich, der Typ kann definitiv zufrieden sein. Sowas Krasses, was wir hier gebaut haben, gab es wirklich noch nie. Let's go, up to study performance. Leute, dass wir nicht von der Polizei diesmal angehalten worden sind, das wundert mich auch so ein bisschen, sage ich euch ehrlich. Also, ey, nicht da drauf fahren. Also die Polizei hat mittlerweile echt die Hosen ganz gewaltig voll, wenn die uns sehen. Jetzt werden wir die Raketen abladen. Ich werde diese Raketen auf den Truck bauen, werde ihn komplett umbauen und dann gucken wir mal, was wir daraus machen, Leute. Also das ist auf jeden Fall, das Ding braucht Wumms. Das könnte jetzt sein, dass wir auf... Paul Berger. Paul Berger! Was geht, Bro? Bleib stehen! Ich war nur kurz hier. Aua! Den. Was hast du hier gemacht? Ich hab vorhin mein dickes Kind verloren. Paul Berger, ich hab gehört, du hast eine Tuning-Werkstatt. Was redest du? Ich sag dir ehrlich, halt dich aus dem Tuning-Business zurück, Junge. Das ist mein Ding. Pass lieber auf. Denkst du, bevor du mit mir Ärger anfängst. Paul Berger, du bist nicht ein kleiner... Nicht, dass deine Konten plötzlich verschwinden. Ich sag dir ehrlich, raus mit dir, Stumares. Du hast Stumares, ich werde mit Max reden. Du bist richtig frech und unerzogen geworden. Ja. Du bist ein richtiger Rabauke. Seh zu, dass du dann gewinnst. Ey. Wir werden sehen, Stani, wir werden sehen. Ey, Leute, was ist denn mit Paul Berger los? Der ist ja richtig frech geworden. So, wir werden jetzt aber erstmal diesen Sushi-Truck hier umtunen, Leute, zu einem Taco-Wagen. Let's go. So, Leute, das ist der Truck, Leute. Das ist jetzt der neue Taco-Wagen. Der sieht auch ziemlich cool aus, aber der hat natürlich auch ein paar Spezialfunktionen.
wie Raketenantrieb, Leute. Aber dieser Raketenantrieb reicht natürlich nicht aus für diesen Typen. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Leute? Guckt mal bitte da oben. Was ist das denn? Ey, irgendjemand, das könnte Paul Berger gewesen sein, aber ich frage mich, wie Paul Berger da hochgekommen ist, Leute. Irgendjemand hat hier eine Kamera in meiner Tuning-Werkstatt platziert. Wer will mich ausspionieren? Was soll das, Leute? Das kann doch nicht sein, Alter. Hier, ich werde erstmal hier kaputt schießen, Leute. Irgendjemand beobachtet mich und ich check nicht, warum, ey. Wir haben doch eigentlich gar keinen Stress, Leute. Ich habe extra keinen Ärger gemacht. Nicht, dass wir irgendwie Ärger irgendwie kriegen wegen der Werkstatt oder sonst was, Leute. Ich habe darauf gar keinen Bock. Ich will einfach meine Autos tunen und mein Ding machen. Aber irgendwie muss ich aufpassen. Also ich muss die Kamera auf jeden Fall abbauen. Das ist gar nicht gut, dass mich jemand ausspionieren will. Ich habe, wie gesagt, die Vermutung, dass es Paul Berger ist. Aber vielleicht ist es auch nicht Paul Berger. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir müssen jetzt erstmal das Auto rausbringen. So, jetzt haben wir das Auto rausgebracht, Leute. Ich muss mal gucken. Okay, oh, oh, oh. Ja, okay, Leute. Das Ding funktioniert schon ganz gut hier mit dem Raketenantrieb. Aber der Typ wollte ja ein paar Superraketen haben. Deswegen werde ich ihn jetzt noch die Dinger hier auf den Taco-Wagen einbauen. Und dann kann er eigentlich auch schon direkt losfliegen. Ich sag euch ehrlich, Service wird bei uns groß geschrieben. Obwohl, wartet mal, ich will mal vielleicht noch was gucken, Leute. Wir könnten ja noch Neonlicht darunter bauen. Das wäre auf jeden Fall auch ziemlich lustig. Geht das hier bei dem Auto? Nee, ich glaube, Neonlicht hat er nicht, oder? Also man sieht auf jeden Fall nichts. Könnte auch sein, dass es draußen zu hell ist. Kann man eigentlich die Farbe von so einem Taco-Truck ändern? Nee, kann man auch nicht, Leute. Das bleibt alles gleich. Also wir haben ihn schon final umgebaut. Das Einzige, was wir noch machen können, Leute, ist natürlich das Kennzeichen. Das können wir natürlich auf SP-Taco. Zack. Und blau auf weiß lassen wir auf jeden Fall. Sollen wir noch die Raketen anbauen und dann mal gucken, wie das Ding abgeht. So, Leute, was meint ihr zu diesem Umbau hier? Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt er ganz gut. Es sieht auf jeden Fall ziemlich krass aus, Leute. Wir haben jetzt hier zwei Raketen und einen zusätzlichen Raketenantrieb hier unten. Guckt euch das mal an, Leute. Ich werde mal... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Wow, wow, wow. Wir werden jetzt erstmal langsam losfahren. Ich traue mich irgendwie gar nicht, diese Rakete zu aktivieren. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu heftig. Wow, 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 wow. Leute, wartet mal. Ich werde die jetzt einmal aktivieren. Ich will mal gucken, wie das abgeht, Alter. Das muss ja richtig krank sein. So, Leute. Und los geht's. Wow. 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 Leute. Junge. Wir haben ja absoluten Raketenantrieb. Was ist das denn? Wow. Wow, 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 wow. Ich muss landen. Leute, wir müssen landen. Wow, 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 wow. Alter. Leute, das ist mir ein bisschen zu... Wow! Okay, langsam, langsam, langsam. Nur die untere Rakete aktivieren. Nicht die große Rakete oben. Das wäre zu krass, ey. Junge, was ist das denn für ein Ding, Leute? Das ist ja absolut... Wow, ey, da guck mal, man kann das kaum, Leute. Das ist so schwer. Man kann das Auto nur noch sehr, sehr schwer kontrollieren. Aber das geht ja ab wie Spitzkatze, Junge. Das ist ja hier schon Astronautentechnik, die wir hier haben, Leute. Okay, ich bin echt gespannt, was der Typ sagt, wenn er kommt und dieses Auto sieht. Ey, das wird zu heftig. Leute, das Auto ist fertig. Ich bin gespannt, was der Kunde dazu sagt. Ich glaube, der wird durchdrehen, wenn er das sieht, was wir ihn hier getuned haben. Holy moly Macaroni. Hallo, der Herr. Herr Weiß. Hello. Herr Weiß. Hallo, Stan, das geht. Ich habe eine kurze Frage an Sie. Ja, Sie können gerne die Frage stellen. Was ist los, Herr Weiß? Warum haben Sie eine Kamera da vorne? Wo? Im Baum. Hä, wo ist denn deine Kamera? Ja, da oben, Sir. Oh mein Gott, Leute. Also, ich verstehe das nicht. Nein. Ey, Bro. Sir. Ja, das ist sicher. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Leute, ich habe die Kamera da nicht platziert. Wer ist das, Mann? Ey, nein, ey. Irgendjemand spioniert uns aus. Herr Weiß, das ist alles nur für die Sicherheit. Keine Sorge, die habt natürlich ich platziert. Haben Sie mein Auto getuned, Sir? Ja, Herr Weiß, ich habe Ihr Auto... Ich würde mich freuen, wenn ich das Ganze sehen kann. Ja, ich zeige es Ihnen direkt, Herr Weiß. Ich zeige es Ihnen direkt. Kommen Sie mit. Wow. Das Auto steht direkt ein hier bereit. Ein Ghostbuster-Mobil. Und zwar, Ihr Auto steht oh da! Mein Gott! Ich habe jetzt Tacos. Sie haben jetzt Tacos. Oh und mein Sie können... Gott. Damit einmal durch die gesamte Stadt fliegen, Herr Weiß. Sir, das Geld ist überwiesen. Geld, komm, Leute, let's go. Herr Weiß, seien Sie bitte vorsichtig, ja? Bitte die Raketen erst aktivieren, wenn Sie vom Hof sind, ja? Ja. Sie dürfen es aktivieren, Herr Weiß. Okay, Stern, let's go. Let's go! Leute, da fliegt der.
Da fliegt der. Ich würde mal sagen, wir haben wieder einen Kunden glücklich gemacht. Leute, ich würde sagen, der Kunde ist auf jeden Fall sehr zufrieden. Was ist denn da vorne los, Junge? Ey! Hä, Leute, oh mein Gott. Junge, das ist ein Militärtruck. Was will der denn hier? Wow. Guten Abend, Standard Skill. Einmal Salut. Ja, Salut. Guten Abend, Sir. Guten Abend, mein Name ist Leutnant der 4. American Frankie. Ja, sehr Abend, Sir. Dude, Frankie, Abend, Sir. Guten Abend, Sie können mich auch Frankie nennen. Sir, okay, ich Frankie. Bin von der Army, Sir. Ich bin von das. Der Army. So, ich leite die Army in Los Santos. Wir haben mitbekommen, dass sie Sachen machen, die keiner machen kann. So wir sieht's haben eine, aus. Heute haben wir einen Bericht bekommen von unseren Wachposten für die Fluglinien, dass ein Taco-Wagen mit Raketen durch die Gegend geflogen ist. Ja, den habe ich gebaut, den Taco-Wagen mit Raketen. Ja, es ist nicht so, es war sehr illegal. Wir haben den Mann verhaftet, aber damit haben sie nichts zu tun. Oh. Sie haben ja nur einen Kundenwunsch erfüllt. Ich hoffe, sie haben ihn darauf hingewiesen, dass dies wahrscheinlich nicht zugelassen ist, ja? Definitiv, definitiv. Richtig, Sir. Aber weil sie sowas kann, wollen wir aus diesem Wagen auch etwas machen, um ihre Fähigkeiten zu sehen. Weil wenn sie das Ganze gut machen, dann werden wir vermutlich für sie eine Special Military Operation Car Tuning machen. Ja, okay, was wollen Sie hier mit dem Wagen haben? Ich mache Ihnen hier alles, was Sie brauchen. Wir brauchen ein bisschen Schutz, ein bisschen mehr Panzerung, ein bisschen mehr... Also ein Einsatzfahrzeug, so ein kleines, also so ein, was ist klein, so ein großes, umgebaut ein in einem großes, Einsatzfahrzeug. Richtig. Vielleicht, lassen Sie uns überraschen, vielleicht ein oder andere Waffe oder Special-Fähigkeit. Ja, okay, ich probier's mal, ja? Ich mach erstmal locker, okay? Ja. Für den Special-Auftrag würde ich mir dann noch was Neues einfallen lassen, Leute. Ich werde jetzt erstmal diesen Truck hier tunen, Leute. Und als erstes, also... damit in die Werkstatt reinfahren, können wir definitiv vergessen, Leute. Guckt euch das an, das Ding ist viel zu hoch. Wir müssen ihn leider hier außen tunen. Aber ich würde sagen, Leute, wir werden das Ding erstmal voll panzern, Leute. Dass es richtig krass aussieht, dass es schön geupgradet wird. Und das ist dann halt dementsprechend, die wollen ja irgendwie was Krasses haben, Leute. Wir werden einfach mal probieren und was wir da für die Military Base zaubern können. So, Leute, ich habe jetzt erstmal diesen ganzen Truck ein bisschen umgebaut, ein bisschen gepanzert. Und jetzt haben wir daraus schon so einen richtig kleinen Einsatztruck, Leute. Aber ich würde ihn noch gerne ein bisschen kompetenter, mit ein bisschen mehr Power ausstatten, Leute. Ein bisschen besser panzern, alles drum und dran. Das Ding ist schon gar nicht so schlecht, aber man muss auch sagen, Leute, es geht deutlich besser. Hier vorne eine Seilwinde, falls sie mal stecken bleiben oder sonst was. Ist schon ganz gut, aber ich sage euch ehrlich, das wird für die Military Base nicht ausreichen. Deswegen werden wir das Ding nochmal upgraden. So, Leute, guck mal, was wir jetzt hier draus gemacht haben. Ich habe mir überlegt, das vielleicht ein bisschen kompakter zu bauen, dass das, wie gesagt, wie so ein richtig krasses Einsatzfahrzeug aussieht, Leute. Da steht auch Security drauf, die Türen sind richtig dick gepanzert und das Ding hat... Oh mein Bro, das Ding hat wirklich richtig Power, Leute. Oh, wer ist das denn? Bro, wer ist das denn, Leute? Wow, erster Kunde. Eigentlich habe ich noch gar nicht geöffnet, aber egal, Leute, wenn der jetzt unbedingt ein Auto kaufen will, dann machen wir das natürlich. Moin, moin, Stani Performance, was kann ich für Sie tun? Man. Schickes Auto ist es hier. Erstmal Rauch ist hier nicht erlaubt bei mir im Autohaus, ne? Ist mir egal, man. Aber hör mal zu, man. Dein Autohaus läuft echt gut. Ja, mein Autohaus läuft gut. Ich bin auch das beste Autohaus in Los Santos. Was ist dein Problem, Mann? Die Security, Mann. Wo ist die? Security. Ja, Security kommt noch. Die sind gerade, ich habe noch nicht geöffnet. Die sind noch nicht da. Yeah. Das geht so nicht, Mann. Kein Problem, wir bieten dir an. Bolas passen auf, Mann. Für 45%. Nein, ich habe Tuan, der passt hier auf. Tuan. Wo ist der, Mann? Wo ist der? Wo ist der, wenn ich so mache, man? Wo? Bleib stehen. Wo ist der, man? Wo ist der gerade, hä? Ey, mach keinen Fehler. Ich sag dir ehrlich, wenn ich Tour Bescheid sage, dann wird's richtig knallen. Willst du mir mal noch... Lass das Auto in Ruhe, Mann! Beruhig dich. Ja, Alter, Leute, aber irgendwo hat er recht, Junge. Wo ist Tour, wenn ich ihn jetzt mal brauche, Alter? Dann ist er auch nicht da. Aber ich sag dir, Junge, Tuan ist ein bisschen krasser, Junge. Der löscht euch alle aus, wenn ich will. Lass uns einen Deal machen. 20, ich will, dass du mir später in die Hut 20 Millionen vorbeibringst. Was? Wenn nicht, ja, ich leih mir den Kalinen aus. Ey, lass das Auto hier, Mann. Alter. Hä? Bro, was? Junge, was ist das denn, Leute, hä? Der Kalinen?
Was macht der Typ hier? Ey, hör doch mal auf, Junge! Hörst du mir hört immer nichts so richtig. Ey, ich sag dir eins, ich würde das Auto stehen lassen. Ey, guck mal, du kannst jetzt das Autohaus verlassen. Ohne Probleme, es gibt keinen Stress, ja? Ey, okay. 20 Millionen durch ja, ja, okay, man. Bro, das wird richtig Stress geben. Ich sag dir jetzt schon. Du hast 2 Stunden Zeit. Wenn nicht, dann kommen meine Jungs und suchen sich auch Autos. 2 Stunden Zeit, Leute. Ey, ich sag euch ehrlich, normalerweise würde ich mir jetzt Sorgen machen, aber ist egal, Leute. Ich mache jetzt erstmal das, was ich machen wollte. In 2 Stunden soll er gerne kommen. 2 Stunden? Ja, ey. Junge, Alter. Ey, hör doch mal auf, Junge. Ey, Leute, der Typ macht mich richtig sauer. Ist egal, Freunde, wir müssen schnell unsere Arbeiten fertig machen. Das wollte ich jetzt schon seit 3 Folgen machen. Und zwar, ich wollte ja das Autohaus von iCrimex einrichten. Und dafür wollte ich ja einige Autos hinbringen. Und deswegen habe ich ja auch gerade den LKW ready gemacht. Keine Sorge. Guck mal, Leute, ihr denkt jetzt wieder, ey, das Autohaus hat Stress, hat Probleme. Gar keine Probleme. Leute, ich werde gleich zu Tuan fahren. Und dann wird Tuan das klären. Ist mir vollkommen egal. Tuan wird einmal zu den Ballers hinfahren, Leute. Wird den hier machen. Und dann war es das gewesen mit den Ballers, Alter. Die haben sich hier definitiv mit den Falschen angelegt. Und das ist natürlich logisch, Alter. Umso besser das Autohaus läuft, umso mehr Leute machen ihr Auge. Aber dafür haben wir unseren Mitbesitzer Tuan. Leute, ich würde das Auto gerne als Leihwagen hier behalten. Und die beiden anderen Autos würde ich jetzt erstmal ins andere Autohaus fahren. Ich weiß, ich wollte eigentlich den BMW als Leihwagen haben, aber Leute, ich sage euch ehrlich, wir müssen das andere Autohaus auch mal langsam füllen und dann werden wir heute noch, ich werde heute wahrscheinlich über 20 bis 30 Millionen Dollar ausgeben für eine weitere große Investition, die ich vorhabe. So, hier nochmal. Zack, Leute, das letzte Auto noch einmal rauf. So, ein bisschen schräg hier rauf, Leute, weil ansonsten hätte es nicht mehr raufgepasst, aber die haben alle Autos da und dann wird es jetzt zu unserem zweiten Autohaus gehen, die Zweigstelle. Das Gute ist, Leute, guck mal, das Autohaus, also unser zweites Autohaus, das ist hier direkt in der Nähe. Wir müssen hier einfach nur einmal rechts runterfahren, dann noch einmal links und dann sind wir auch schon da. Und ich finde das gut, dass die beiden so vernetzt sind. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und hier wollte ich ja so ein bisschen in diesem Autohaus günstigere Autos anbieten. Also nicht nur Supersportwagen, sondern halt auch normale Autos. Und ich check nicht, wieso da schon Autos drin stehen. Aber das könnten sein, Bro, da wurden irgendwelche Schrottkarren abgestellt. Was ist das denn? Boah, nee. Also ich sag euch ehrlich, was sind das hier für Schrottkarren? Die können wir gerne vorne auf den Parkplatz stellen. Aber sowas, nicht mal sowas nehme ich in meinem Autohaus auf. Nee, nee. So, jetzt müssen wir nur noch die Autos abladen, Leute, und die werden wir dann direkt ins Autohaus einmal reinfahren. Viele meinten ja, ich soll ja mit Max gemeinsame Sache machen und mit ihm zusammen Autohaus gründen und das habe ich auch gemacht, aber Max ist nur Geschäftsführer, Leute. Also er ist nur der Geschäftsführer meines Autohauses und hat quasi, eins wenn wir mal hier in die Werkstatt direkt stellen, den Range Rover, Leute, weil hier soll Max auch direkt nochmal seinen Range Rover auftunen, weil ich glaube, der wird das Auto ziemlich krass feiern. Die restlichen werden wir natürlich reinfahren. Weil ich denke, Leute, guck mal, das Autohaus haben wir uns ja verdient. Dafür haben wir gearbeitet, alles drum und dran und deswegen ist das mein Autohaus, Leute. Max kann gerne hier mitarbeiten, aber ansonsten ist das definitiv mein Ding hier. Und ich werde ihn auch dementsprechend echt gut bezahlen. Also von daher keine Sorge. So, das erste Auto. Zack, Leute. Boah, das sieht geil aus. Mit den riesen Reifen. Ich sage euch ehrlich, als erstes Auto ist das schon echt krass. Und das zweite Auto, Leute, unserer Alpine BMW, Leute. 7er-Reihe steht hier auch bereit. Ich werde mal die beiden Autos hier vorne so hinstellen, dass man die direkt sieht, wenn man hier an der Straße vorbeifährt. Boah, das sieht schon geil aus. Und jetzt müssen wir natürlich noch weitere Autos einkaufen, Leute. Wir haben mehr als genug Geld auf Konto. Deswegen werden... Oh, ich muss die Rampe noch einfahren. Leute, wir werden jetzt shoppen fahren und für dieses Shopping werde ich mal den guten alten Amir anrufen und fragen, ob er mir eventuell helfen kann. Weil wir werden jetzt wirklich sehr, sehr viele Autos kaufen, die wir hier noch ins Autohaus reinstellen werden. Dass das dann im Endeffekt auch voll ist und dann wir quasi endlich Max übergeben können. So, mal gucken, ob Amir ans Telefon geht. Hallo, Amir, hörst du mich? Hallo? Amir, kannst du mal schnell zu Stani Performance kommen, Bro? Ich muss mal mit dir reden. Was passiert? Ja, ich kann kommen. Ich bräuchte deine Hilfe, ob du mir vielleicht helfen kannst. Am besten mit einem LKW und einem Anhänger, weil ich will heute sehr, sehr viele Autos kaufen. Ja, kein Problem. Ich habe ja Anhänger und LKW-Dienst, ne? Ja, sehr gut, weil das ist heute. Ich werde heute so viele Autos kaufen, das glaubt ihr gar nicht. Ich komm mal vorbei bitte bei Stani Performance. Ich warte hier. Ey, Leute, das wird heute die größte Shopping-Hall
die es jemals in GTA 5 bei Stani Performance war. Wir werden heute werden wir durchdrehen. Ich sag ehrlich, heute machen wir beide Autohäuser voll und dann können wir nämlich in den nächsten Tagen endlich damit anfangen, richtig gute Autos zu verkaufen. Und dann mit Army hier noch, Leute, wir können insgesamt 6 Autos wegtransportieren, was absolut crazy ist. Oh, Leute, da kommt auch schon Army an. Oha, Alter, was hast du denn da? Junge, was hast du denn da für riesen Anhänger-Arm hier? Ja, aus von der Armee gekauft. Oha, krass, der sieht echt geil aus. Der ist breit, damit kannst du besser SUVs transportieren. Ah, Leute, stimmt, der ist echt breit, der sieht echt nice aus, muss ich mir auch mal besorgen. Komm mal mit, Armee, immer mir nach, wir werden jetzt einige Autohäuser leer kaufen, sag ich dir so, wie es ist. Junge, ich sag euch auch, der Vorteil, dass wir mittlerweile so viel Geld angespart haben, ist einfach, die anderen Autohäuser können nicht mehr mit uns mithalten, Leute. Wir kaufen, ich sag euch ehrlich, ich werde jetzt zum Autohaus hinfahren und werde alles leer kaufen, was es gibt, ey, alles vor Ort. Und dann werden wir damit ordentlich Plus machen, weil dann die ganzen Leute, die Autos kaufen, Leute, die können ja nur noch bei uns kaufen und dadurch können wir noch höhere Preise machen. Das wird sowas von heftig. Ich sag auch echt korrekt von Amir, dass der mir hilft. Ich fahr mal erstmal zum ersten Autohaus, Leute, und gucken, was es da so im Angebot gibt. So, hier vorne, Leute, war da noch so ein Luxus-Autohaus. Das war ja nämlich eigentlich unser altes Stani-Performance-Autohaus. Ich glaube, da müssen wir hier noch einmal kurz runterfahren und dann sind wir auch gleich da. Vergiss es, Leute, ich bin komplett falsch gefahren. Ich weiß nicht, wo ist Amir? Ist der schon da, Leute? Amir! Wo ist Amir? Hey, der beim LKW! Achso, ja, bleib mal da stehen, Amir. Ich klär das kurz. Ja, ich geh mal kurz rein. So, Amir soll kurz warten, Leute, weil das Geschäftliche wird natürlich Stani Performance abwickeln. Und das wird das erste Autohaus sein, was wir leer kaufen. Ich bin mal gespannt, was der für Autos vorrätig hat und ob wir eventuell das ein oder andere noch gebrauchen können. Aber ich würde prinzipiell. Bro, was ist denn das hier, Leute? M8 Full Breitbau Body Kit mit Cabrio sogar. Wow, wow, wow. Ey, hallo. Boah, Leute, ich will mich mal kurz reinsetzen. Ich will mal kurz gucken, ob man... Hallo, 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 hallo. Könnte ich einfach reinsetzen? Doch, ich will mich reinsetzen. Nein, kann nein. Kann man hier das Verdeck abmachen? Oh, oh, oh mein Gott, Leute. Was denken die denn, ne? Wir sind keine Schmalspurig. Wie teuer ist denn... Boah, der, oh, Leute, der Wagen... Der kostet 12 Millionen. 12 Millionen? Richtig, richtig. Nee, boah, ist ganz schön teuer, ne, für die Karre. Ja, aber sie geil, so einen BMW bekommen sie nirgends. Okay, wie teuer auch nicht ist bei der hier? Oh, das ist hier so ein BMW-Auto, so ein schöner alter M3, nee. Ist auch nicht schlecht. Was, wie, nicht bei Stani Performance, Junge? Ja, so ein Auto haben sie nicht. Ja, so ein Auto habe ich nicht, aber so ein Auto könnte ich mir besorgen. Deswegen bin ich ja hier. Ja, ja, ja. Wir liegt mal sehen. Ich hatte 2 Jahre Wartezeit. Der M3 hier. Der kostet 9 Millionen. Bro, Leute, was sind das für Preise, Bro? Was sind das? Also, sorry, aber das ist total überteuert. Wie, was kostet der hier? Der ist Special Tuning 6 Millionen. Okay, was kostet hier der CLS? Ja, yeah, Brabus Tuning ist drin, also sind wir bei einem Preis von 8,7 Millionen. Bro, und der 1er, was kostet, lass mich raten, der 1er kostet 30 Millionen. Woher wissen Sie das? Sie waren schon hier. Und der kostet 100 Millionen oder was? 120. 120, ja. Leute, wisst ihr, warum er das macht? Wisst ihr, warum er das macht? Stani Performance. So, Leute, pass mal auf, ich habe jetzt eine Idee. Ja, schönen guten Tag, kein Interesse, hier ein Auto zu kaufen. Hey, warten Sie. Nee, ich habe kein Interesse. Gibt Rabatt, 10%. Ah, so, 10%. Leute, ja, okay, 25%, wenn Sie alles kaufen. Ja, alles gut, Leute, guck mal. Ja, okay, Mann, verdammt nochmal, wie viel wollen Sie bezahlen? Nee, ich hau ab, alles gut. Ja, okay, komm, wir machen ein Gesamtpaketpreis, okay? Nee, mach's gut, Hey, warte, alle Autos 5 Millionen. Ja. Was? Alle Autos 5 Millionen, komm bitte. Wie 5 Millionen? Ich hab keine Kunden mehr wegen dir. Wie, ich hab keine Kunden mehr wegen mir? Kein Kunde kommt mehr vorbei hier bei mir. Du, pass auf. Willst du das Auto vielleicht auch verkaufen? Ja, das Auto ist aber teuer, mindestens 100 Millionen. Hat das eine zweite Etage? Guck dich um. Hier hast du schön hinten im Bereich. Ey, Leute, vielleicht das Autohaus hier auch noch kaufen. Ich sag euch ehrlich, das wäre auf jeden Fall krass, aber 100 Millionen haben wir aktuell nicht. Aber ich muss sagen, optisch gesehen sieht das Autohaus auch sehr, sehr gut aus. Oh mein Gott, was ist das denn für ein krasses Büro, Leute? Holy moly, Alter, das Büro macht auf jeden Fall schon ordentlich was her. Überlegt mal, das hätten wir. Genau, aber das Problem ist leider, wir haben keine Kunde mehr. Ja, das ist ja kein Problem, Stani Performance. Pass mal auf, ich würde hier alle Autos für 5 Millionen direkt nehmen.
Ja, okay. 6 Millionen? Nee, 5 Millionen. 5 Millionen, hier, nimm mit. Dankeschön. Aber ich helfe nicht beim Einräumen, ich gehe in mein Büro. Ja, geh in dein Büro, Leute. So, ich sag euch, ey, guck mal, was das für eine Karre ist, Leute. Das ist doch irgend so ein Königsmobil. Yo, was ist das für ein Auto? Mit so einem Elefanten da drauf von Bugatti, Leute. Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, das könnten wir auf jeden Fall den König von Dubai verkaufen oder sonst wem. Also, das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ich muss sagen, Leute, ich bin sehr zufrieden mit der Ausbeute. Und besonders dieser BMW hier gefällt mir extrem gut, Leute. Guckt euch mal bitte diesen Wagen an. Was ist das für ein brutales Ding? Das werden wir auf jeden Fall gut auftunen müssen. So, jetzt können wir eigentlich die Autos alle... Amir, aufladen die Autos einmal bitte. Ich habe alle Autos gekauft. Wie lange brauchst du noch? Ah, okay, sehr gut. Ich habe alle Autos gekauft. So, zack, Leute, wir werden die jetzt aufladen. Ein paar Autos werde ich bei Stani Performance ins Autohaus bringen. Einige bei Max ins Autohaus. Den zum Beispiel, Leute, den hier, den Brabus 800. CLS, Leute, den will ich auf jeden Fall bei uns im Autohaus haben. Und dieses Königsauto auch. Und die restlichen werde ich auf jeden Fall alle bei Max ins Autohaus fahren. Was meiner Meinung nach auch sehr, sehr gute Autos sind. Die aber nicht so teuer sind, wie die Autos, die natürlich bei Stani Performance sind, Leute. Auch, Amir, guck doch mal ein bisschen. Bro, ja. Auch dieser CLS, Leute, so ein krasses Auto, feiere ich extrem. Holy moly, so ein nicer Wagen. Und das Auto hier werden wir natürlich auch noch nehmen. Boah, Junge, das ist ja... Ey, überleg mal, Leute, sollen wir das als unser Firmenwagen machen? Junge, den noch richtig aufgetunt. Guck mal, was die Leute denken, wenn wir mit sowas vorgefahren kommen. Die denken einfach, uns gehört die Stadt ohne Spaß. Amir, ich fahr schon mal los, ja? Jo, bring mach mal das. Bitte alle Autos bei Max ins Autohaus. Ich komme gleich später nach, ja? Jo, mach ich. Okay, Leute, wir sind zwar, ich muss sagen, preislich gesehen sind wir echt gut von weggekommen, weil 5 Millionen ist eigentlich ein absolutes Schnäppchen. Aber, Leute, solange wir hier das Sagen in der Stadt haben, mit dem Autohaus können wir auch die Preise bestimmen und können dementsprechend viel, viel mehr Geld als die anderen verdienen. So, ich werde hier direkt mal rauffahren hier und anfangen mit dem Tuning. Also als erstes will ich auf jeden Fall den BMW tunen, Leute. Der interessiert mich am meisten und der Militärtyp war immer noch nicht hier gewesen und hat das Militärauto abgeholt. Leute, langsam steht das mir hier ein bisschen im Weg. So, ich werde jetzt alle abladen und dann werde ich direkt mal den BMW tunen. Bro, ich sag euch ehrlich, Leute, das Auto sehe ich auch irgendwie als neuen Firmenwagen. Alleine hier so mit dem Cabrio und so, dass man das hier so... Zack, Leute, ich mache jetzt erstmal Cabrio auf, weil ich gucken will, wie man den tunen kann mit Cabrio. Aber ich finde, der Wagen hat schon... Der hat schon echt Style. Mal gucken, was wir hier tunen können. Erstmal reparieren und dann gucken wir mal rein. Bremsen, Getriebe, gar kein Problem. Federung, Leute, können wir noch ein bisschen tiefer legen. Auf jeden Fall, dass das Auto noch bessere Performance hat. Wir werden Neonlichter reinbauen. Fenster... Weiß ich... Bro, ich würde die Fenster nicht tönen, Leute. Guck mal, die sind schon so leicht getönt. Und beim Cabrio, ich finde, das brauchen wir nicht. Ich sag euch, Rear Wrap brauchen wir nicht. Die Kennzeichen, wir können vorne das Kennzeichen abbauen, auf jeden Fall. Und hinten, okay, hinten können wir es leider nicht abbauen. Aber vorne habe ich das Kennzeichen abgebaut. Sieht auch viel cooler aus. Turbo rein, Xenon-Scheinwerfer werde ich in Farbe, überlege ich mir noch. Nummernschild werden wir auch erstmal für Stani machen, Leute. Nämlich das werden wir direkt als neuen... Ich sag euch ehrlich, Leute, ich fühle das Auto. Das ist ein gutes Alltagsauto. Das könnten wir so als Firmenwagen auch machen. Farbe muss natürlich... Oh, All Black sieht auch sehr, sehr brutal aus. Auch hier... Bro... Oh. Chameleon ist halt immer sehr, sehr exklusive Farbe. Auch in Rot würde der gut aussehen. Boah, ich weiß nicht, Leute. Es muss irgendwie... Boah, in Perlgold, Leute. Tschüss, hat auch irgendwie was. Ich sag euch ehrlich. Boah, sieht schon brutal aus, oder was meint ihr? Ich muss mal vielleicht noch gucken, Metallic-mäßig, was es hier so gibt. Sag, oh, Gelb sieht auch geil aus. Irgendwie, das hat so ein bisschen was, Leute. Ich muss mal gucken, Sekundärfarbe kurz, was wir da ändern können. Ah, Sekundärfarbe ist das Dach, Leute. Das Dach könnten wir theoretisch auch auf Gelb machen. Ich will mal gucken, wie das aussieht, obwohl ich wahrscheinlich eh die ganze Zeit mit dem Auto nur offen fahren werde. Boah, irgendwie hat das was in Gelb, Leute. Ich weiß auch nicht. Also, gefällt mir so ganz gut. Neonlichter in Gelb auch. Kennzeichen mache ich dunkel. Können wir innen, haben wir auch schon geändert. Ich finde, Leute, der Wagen sieht sehr, sehr... Wow, Bro. Der hat auch Power jetzt, glaube ich. Wow, 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 wow. Bro, ich sage euch ehrlich, ich finde, der hat irgendwie was in Gelb. Die Felgen gefallen mir jetzt gerade nicht so. Die würde ich vielleicht noch austauschen. Aber ansonsten erinnert der mich so ein bisschen an meinen Lambo, Leute. Und auch, guck mal, hier mit den Lichtern hier. Seht ihr das? Dieses gelbe Licht, was wir jetzt haben.
geiler Wagen, ey. Warte mal, jetzt noch. Boah, guck mal, wie der vor dir. Bro, wie hell ist das Licht, bitte? Tschüss. Alter, heftig. Jetzt noch schön geile Felgen rauf. Ich werde mal hier diese Track Red. Boah, guck mal, hier so auf Oldschool angelehnt. Auch geil. Guck mal, aber. Oh mein Gott, wartet mal. Wartet mal. Boah, ich will sowas richtig Schönes nehmen, Leute. Boah, boah, das sieht auch brutal irgendwie aus. Aber wartet mal. Ich glaube, die gibt's auch. Boah, guck mal jetzt das, Leute. Wir machen das. Und dann machen wir daraus. Boah, ich hab's. Oh, hier ist schön gelb, Leute. Yo, schön so goldmäßig das Auto gemacht. Ich weiß nicht, aber irgendwie. Bro, irgendwie hat das was, ne? Seid ehrlich, war was ganz anderes. Alter, ich würde auch gerne mal interessieren, wie das Ding bei Nacht aussieht. Hinten der Arsch, der sieht auch sehr, sehr nice aus. Und vorne, das Ding sieht auch so böse irgendwie aus. Holy moly Macaroni. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Aber der muss natürlich auch gut sein mit Leistung, Leute. Deswegen, oh ja, ja. Oh ja, ja, ja. Sehr, oh, wow, wow. Sehr gut, Leute. Also ich würde mal sagen, Performance, wow, wow, wow. Besonders Beschleunigung bei dem Auto definitiv nicht schlecht. Ist jetzt natürlich nicht der krasseste Sportwagen, den wir haben, aber ich finde so auf, ja, so auf Rumcruising-mäßig geeignet ist das Auto echt geil gemacht. Und damit macht man, also mit dem Tuning auch, damit machen wir wirklich schon ordentlich was her, finde ich. Und bei Regen, Leute, wenn es regnet, zack, fahren wir einfach das Verdeck aus und zack, da kommt unser gelbes Verdeck raus. Boom, zugemacht. Das hat schon Style, ne? Das hat schon Style, da könnt ihr sagen, was ihr wollt, wenn wir hier so zack das Verdeck aufmachen. So ein geiler Wagen, den werde ich auch direkt hier vorne hinstellen. Wir dürfen nur nicht so schnell fahren, weil sonst öffnet sich das Verdeck nicht. Zack, zack, zack. Hier werden wir direkt... Hey, man, was ist los hier? Wo ist unser Geld? Bro, was willst du denn jetzt, Junge? Ist das dein Ernst, Junge? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Land gewinnen? Bro, ey, Alter, ist das dein Ernst, oder was? Ich meine, Alter, willst du... Ey! Okay, Bro, okay, du willst es nicht anders, ne? Du willst es nicht anders, ne? Was denn, Bro, ne? Zündet jetzt das Auto an. Okay, er will es nicht anders, Leute. Ja, du wirst sehen, du, sag mir, warte mal kurz, stopp. Bro, wo soll ich dir nochmal das Geld hinbringen? Jetzt zu Ballershut, Main. Okay, zu Ballershut, alles gut, gar kein Problem. Ich werde das Geld jetzt direkt in die Ballershut bringen, Leute. 20 Millionen Dollar. Aber bevor ich das mache, werde ich mal kurz zu Tuan fahren und werde Tuan darüber informieren, was die Ballers hier so in der Stadt machen, Leute, und was die mit meinem Autohaus vorhaben. Und ich sage euch ehrlich, Tuan wird durchdrehen. Leute, wenn ich dem das erzähle, der wird direkt die halbe Stadt hochjagen. Haben sie sich selber zuzuschreiben, Leute, wer sich mit Study Performance anlegt, hat selber Pech. Boah, ey, Tour wird auch Auge machen, wenn wir hier mit dem BMW ankommen. Holy moly, Junge. So, wow, hä? Nein, Leute, sagt mir jetzt nicht, Tuan ist nicht da. Bitte, sagt mir jetzt nicht, Tuan ist nicht da, sonst raste ich hier aus. Alter, das kann doch nicht sein. Oh, hallo? 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 Wo ist Tuan? Panik da. Wo ist er? Drei Tage Urlaub. Kann ich angerufen werden? Ja, aber bei mir machen gerade Leute Stress, Mann. Das Tuans Autohaus. Ja. Alle am Weg füllen gerade Krieg gegen drei Nationen. Keine Männerverfügung. Hey, Leute. Jetzt habe ich aber ein kleines, aber feines Problem, Bro. Der Typ wird jetzt wahrscheinlich... Ich habe nur noch eine Stunde Zeit. Und der Typ wird mit seiner ganzen Armee kommen und will mein Autohaus zerstören. Ach du grüne Neune, was machen wir jetzt, Leute? Tuan ist im Urlaub und ist drei Tage nicht erreichbar, weil er wieder komplett durchdreht oder sie gegen irgendwelche Leute sinnlosen Stress macht. Langsam geht Tuan mir auf den Keks, Leute. Ey, wartet mal. Leute, wir müssen uns unbedingt Security besorgen, aber das könnte auch richtig teuer werden und das würde natürlich die laufenden Kosten nach oben treiben. Ey, ich muss Security besorgen. Am besten ehemalige Militärleute, Leute. Das, sowas brauchen wir fürs... Es wird teuer, ich weiß, aber wir müssen investieren, Leute. Wir brauchen Military-Leute für unsere Dings, für unser Autohaus, dass es abgesichert wird. Ist egal. Ich sage euch ehrlich, ich werde alles, was das Kosten dafür aufsetzt, dass das Autohaus sicher ist und dass wir keine Probleme bekommen. Moin. Start. Oh, wunderschönen guten Tag. So, Life Invader, Vermittlung und Werbung für alle. Ich bräuchte Security, am besten ehemalige Söldner oder Soldaten für mein Autohaus Stani Performance. Also wir haben, Ich brauche 1, 2, 3, 4, 6 Securities. Brauche ich mindestens 6 Securities. Ja, also ich kann Ihnen, ich meine Angebot, ja. Also 8 Securities,
ehemalige Securities. Sechs Special Sergeant, alles im Militär, höchsten Ränge, was man erreichen kann, alle noch in ihrer Prime, ja. Okay. Durchrechnen, 6 Stück. Mit Equipment, sie müssen kein Equipment dran machen, wird sie 1 Million im Monat kosten. Oh, Leute, 1 Million im Monat. Aber ich sag Ihnen, da muss ja wirklich eine Privatarmee vorbeikommen, um überhaupt eine Chance zu haben. Ne? Ist das Ding sicher? Also wäre das Ding auch vor Touren sicher, oder? Das wird ein bisschen mehr als 1 Million kosten. Ne? Was würde theoretisch, wenn ich gegen Touren, was würde das kosten, um gegen Touren sicher zu sein? Ja, knapp. Also ausgerechnet mit den Ressourcen, die wir benutzen müssen, mit den, das noch. Ja, wahrscheinlich um die 300 Millionen im Monat. Nee, dann nehme ich auf jeden Fall das normale Paket für 1 Million, 6 Securities. Alles klar, super, ne? Dann einmal bitte, ich benötige Ihre Daten, einmal Name, Nachname, Adresse. Bitte schön, hier. Adresse da, genau, und Unterschrift, ne? Bitte, Unterschrift. Ja, super, die Jungs sind dann auf dem Weg, ne? Kommen die direkt, oder was? Die kommen direkt, werden sich positionieren, das alles ausspionieren und aufstellen. Oh mein Gott, Leute, okay, also wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Posten noch zusätzlich zu unseren Nebenkosten beim Autohaus, aber ich sage euch ehrlich, Security wollte ich eh schon länger mal holen. Ich denke mal, es war jetzt wirklich an der Zeit gewesen, umso besser das Autohaus läuft, umso mehr muss es natürlich auch abgesichert werden. Ich denke, es war eine clevere Investition und ihr werdet mir da auch zustimmen. Ich bin mal gespannt, wie die Securities aussehen. Oh Leute, ich bin mal gespannt, ob die Security schon vor Ort ist. Leute, guckt euch das mal an, Junge. Oh mein Gott, was sind das für Leute? Die sehen ja übelst schwer aus. Und guckt euch das an, überall stehen wir. Hier stehen 2. Moin, Stani Performance, danke fürs Tor aufmachen. Und hier stehen auch 2 Leute. Ey, die sehen auf jeden Fall ziemlich gefährlich aus. Das Ding ist nur, ich habe ein bisschen Angst, nicht, dass die Kunden sich abschrecken lassen, dass wir jetzt da so krasse Soldaten vor der Tür haben. Aber eigentlich, theoretisch, sollten die Kunden das ja auch sehr gut finden. Und ich sage euch, wenn Touran wieder da ist, werden wir uns auch unseren Rolls Royce wiederholen, weil das kann ich definitiv nicht erlauben. Morgen werde ich iCrimex das Autohaus übergeben und ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Leute, lasst ein Like und ein Abo da, um nichts zu verpassen. Das war's. Tschüss, bitte.